keine geben, schlage ich vor, mit der Anhörung zu beginnen. Ich gucke mal zu den antragstellenden Fraktionen und rufe da zunächst Frau Brandt dazu auf. Frau Brandt von der Fraktion Piraten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie erschienen sind. Und von unserer Seite natürlich auch danke für Ihre zum Teil sehr ausführlichen Stellungnahmen. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Breining. Von Delfinarienbefürwortern wird immer wieder behauptet, Delfinarien dienen auch dazu, das Verhalten von Delfinen zu studieren, damit Zuschauer die Tierart kennen und schätzen lernen. Inwieweit ist das in einem Delfinarium überhaupt möglich? Meine Frage an Herrn Entrup. In der Diskussion werden oft unterschiedliche Angaben zum Handel und Herkunft mit Delfinen gemacht. Hingewiesen, dass weiterhin Wildfänge notwendig seien für den Fortbestand von Delfinarien. Es wird Kritik an dem sogenannten EEP und dem dazugeführten Zuchtbuch geübt. Können Sie Ihre Kritik dazu näher erläutern? Und eine Frage an Dr. Maisack und eventuell Herrn Entrup. Was wäre notwendig, um die Zuchtbücher, Bestands- und Todeslisten einsehen zu können? Welche Gesetze, Verordnungen oder Erlasse sind dazu notwendig? Und die gleiche Frage wäre auch bezüglich der Gabe von Medikamenten und der Größe aller Becken zu stellen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Börner für die SPD-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auch von unserer Seite aus herzlichen Dank, dass Sie heute hier erschienen sind und dass wir zusätzliche Erkenntnisse hoffentlich sammeln können, was den Fortbestand der Delfinarien bzw. auch die Lebensqualität der Delfine in diesen Delfinarien angeht. Ich habe eine Frage vielleicht zunächst an Herrn Winkler. Also, wie bewerten Sie grundsätzlich die Haltung von Delfinen in Delfinarien? Wie ist das im Hinblick aufs Tierwohl zu bewerten? Vielleicht auch in Relation dann im zweiten Schritt auf die freie Wildbahn. Dann hätte ich eine weitere Frage an Frau Breining, Herrn Winkler und Frau Baumgartner. Seit mehr als 20 Jahren dürfen ja keine Wildfänge mehr in Delfinarien eingesetzt, also für Delfinarien gefangen werden. Wie würde sich das auswirken, wenn man beschließen würde, die Delfine jetzt auszuwildern? Geht das überhaupt, dass man die auswildern kann? Wie würde es den Tieren wahrscheinlich ergehen, die wir jetzt in den Delfinarien kennen? Und wie würde sich das auswirken auf weitere Forschung, zur Arterhaltung? Wie würde sich die Lebenserwartung der Tiere entwickeln? Also vielleicht, dass Sie das einmal kurz bewerten. Das wäre es so für die erste Runde. Jetzt gucke ich zur CDU-Fraktion. Herr Deppe. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Sachverständigen, herzlichen Dank, dass Sie heute hier uns zur Verfügung stehen. Meine Frage betrifft zunächst einmal die Frage, wie sich Delfine im Zoo sozusagen unter menschlicher Obhut verhalten im Vergleich zur freien Wildbahn. Im Antrag ist ja die Rede davon, dass sie mehrere hundert Kilometer schwimmen und 500 Meter tief tauchen. Das ist ja im Zoo jetzt nicht möglich. Vielleicht könnten Sie einmal sagen, welche Tiere Sie da haben und wie sich die Tiere im Zoo verhalten. Die Frage würde ich gerne an Herrn Winkler stellen. Dann würde ich gerne eine Frage an Frau Baumgartner stellen, die vielleicht einmal darstellen kann, woran man als Tierarzt oder Tierärztin erkennt, dass es Tieren gut geht oder nicht gut geht. Vielleicht auch das in Unterschied zu den Besuchern oder zu jemandem, der vielleicht auch gar nicht da war. Welche Parameter legen Sie da an, um den Gesundheitszustand der Tiere beurteilen zu können? Und ich glaube, die Frage zum Alter ist schon gestellt worden, ne? Von der SPD. Ist das richtig? Herr Börner, hatten Sie schon zum Alter gefragt? Ja, also der Vergleich Alter in der freien Wildbahn und im Zoo. Ja, vielleicht kann das mal verglichen werden. Da würde ich Herrn Pagel gerne um eine Antwort bitten.
Herr Deppe, jetzt Herr Abel für Fraktion Bündnis 90 Grüne. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Sachverständigen, auch an Sie vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihr Erscheinen, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Meine erste Frage geht an Herrn Pagel. Interpretiere ich Ihre Stellungnahme richtig, dass Sie bestreiten, dass es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gibt, die sich gegen die Haltung von Delfinen aussprechen? Die Frage vor dem Hintergrund, dass uns die Tierschutzsachverständigen, die an der Erarbeitung des neuen Säugetiergutachtens beteiligt waren, mit der Drucksache Nummer 16/1614 hier eine Stellungnahme abgegeben haben, das eben ausführt, dass im Rahmen dieses Überarbeitungsprozesses eine Reihe solcher wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorlagen. Was Sie dazu sagen, würde ich gerne wissen. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Brensing. Ich hatte ja schon die Frage an Herrn Pagel, hatte ich ja schon ausgeführt, dass es bestritten wird, dass es wissenschaftlich fundierte Kenntnisse gibt, die gegen die Haltung von Delfinen bzw. gegen die Haltung, so wie sie das Säugetiergutachten vorsieht, sprechen. Können Sie aus Ihrer Sicht noch mal sagen, welche wissenschaftlichen Publikationen, welche wissenschaftliche Expertise es gibt und welchen Stellenwert Sie diese einräumen? Und könnten Sie andersrum herum sagen, auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen das Säugetiergutachten beruht? Meine dritte Frage geht an Herrn Dr. Maisack. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Annahme in der Stellungnahme des Verbands der Zoodirektoren und auch im Differenzprotokoll zum neuen Säugetiergutachten, dass es ausreicht, dass die Tiere keine Verhaltens- oder Funktionsstörungen aufzeigen, ausreicht. Sie führen an in Ihrer Stellungnahme, dass das eine unvereinbare Position mit dem Tierschutzgesetz sei. Können Sie uns diesen Punkt bitte noch mal erläutern? Dankeschön, Herr Abel. Jetzt für die FDP Herr Höhne, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von unserer Seite aus vielen Dank, dass Sie uns hier heute zur Verfügung stehen und vielen Dank für die Stellungnahmen vorweg. In einigen Stellungnahmen wurde das Thema Medikamente thematisiert. Gerade ist es ja auch schon, ich meine, zum Teil angesprochen worden. Da würde mich zunächst von Herrn Winkler interessieren. Es ist ja angesprochen worden, es gibt ja Vergleiche, Nürnberg und auch Duisburg. Einmal natürlich absolute Zahlen. Was mich nochmal interessieren würde, liegen bei Ihnen Erkenntnisse darüber vor? Können Sie dazu etwas sagen? Wie hat sich denn die Menge, Dauer und so weiter, wie hat sich das denn insgesamt entwickelt? Gibt es Strategien zur Reduzierung? Gab es da schon erste Erfolge? Denn ich glaube, es ist ja unstrittig, dass sowohl bei Menschen wie auch bei Tieren, wenn überhaupt Medikamente gebraucht werden sollten, dann ja immer möglichst wenig oder nur so viel wie unbedingt notwendig. Also zu diesem Themenbereich, das würde mich nochmal von Ihrer Seite aus interessieren. Dann war in der Stellungnahme von Herrn Dr. Maisack nochmal angesprochen, das Differenzprotokoll zum Säugetiergutachten 2014, also zum aktuellen Entwurf, es liegt ja noch nicht letztendlich vor. Da würde mich sowohl von Herrn Dr. Maisack wie auch von Herrn Professor Jannik interessieren. Also auf Seite 2 oben werden die beschriebenen Anforderungen aufgezählt. Mehrbeckensystem, mindestens 50% des Hauptbeckens, mehr als 4 Meter tief und so weiter. Wie sind diese Dinge aus Ihrer Sicht einzuschätzen? Ist das ausreichend? Müsste man da mehr machen? Sind das Bedingungen, mit denen man arbeiten kann, oder sind das Dinge, die nicht ausreichen? Sehen Sie das gegeben, insbesondere in Duisburg, beziehungsweise sehen Sie Möglichkeiten, da noch etwas besser zu machen? Dankeschön, Herr Höhne. So, das war die erste Fragerunde. Kommen wir zu der Beantwortungsrunde. Da ging zunächst die Frage an Frau Dr. Breinig. Sie haben auch Fragen bekommen, wie ich das so richtig überblicke, von der SPD. Wenn Sie dann auch den Hinweis an alle Sachverständigen, dass Sie vielleicht die Fragen insgesamt beantworten, die Ihnen auch von den anderen Fraktionen gestellt worden sind. So, Frau Dr. Breinig, bitteschön. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Und ich fange an mit der Frage von Frau Brandt zum Thema Verhaltensstudien in Delfinarien. Also die Lebensbedingungen in Delfinarien sind so unnatürlich und so unterschiedlich im Vergleich zum Ozean,
dass Studien an Delfinen in Gefangenschaft keine Aussagekraft haben. Ein Delfin in Gefangenschaft verhält sich zwangsläufig ganz anders als ein Delfin im Ozean. Er hat ein ganz anderes Lebensumfeld und kann sein natürliches Verhalten nicht ausleben. Ein Delfin, der möglicherweise noch Psychopharmaka bekommt, auch wenn es nur einmal alle paar Jahre ist oder regelmäßiger, was wir in Duisburg nicht so genau wissen, verhält sich noch mal anders als ein Delfin im Ozean. Konrad Lorenz, der wohl bekannteste Verhaltensforscher aller Zeiten, hat seine Gänse auch nicht in Käfige gesperrt, als er ihr Verhalten untersucht hat, sondern er hat ihr natürliches Sozialverhalten in ihrem natürlichen Umfeld untersucht. Und auch wenn Psychologen das menschliche Verhalten untersuchen, dann besuchen sie keine Menschen, die im Gefängnis sitzen, sondern sie studieren das Alltagsleben der Menschen in ihrem natürlichen Umfeld. Und genauso müssen auch Verhaltensstudien an Delfinen aussehen. Die müssen im Ozean durchgeführt werden. Auch die Besucher, die in Zoo kommen, die erfahren nicht viel über das natürliche Leben der Tiere im Ozean, denn den Delfinen wurde alles genommen, was ihr Leben in Freiheit ausmacht. Kein Besucher wird sehen, wie die Tiere weite Strecken und stundenlang schwimmen, um Fische zu jagen oder Tintenfische zu erbeuten, wie sie mit zahlreichen Artgenossen, deren Gesellschaft sie sich selbst rausgesucht haben, stundenlang spielen, wie sie in den Wellen reiten oder ihre Umgebung erkunden. Was die Besucher sehen im Zoo, beziehungsweise was ihnen vermittelt wird, ist, dass wilde, hochintelligente Tiere in enge, kahle Betonbecken gesperrt werden, jahrzehntelang, wo sie manipuliert und dominiert werden, damit sie auf Kommando das machen, was der Mensch von ihnen erwartet. Und das ist im 21. Jahrhundert, in einem Zeitalter, wo Naturschutz und Tierschutz und Ethik immer wichtiger werden, wo Indien Delfine als nichtmenschliche Personen anerkannt hat und wo die Schweiz das letzte Delfinarium geschlossen hat, eine bildungspolitische Katastrophe. Denn hier werden nicht nur falsche Informationen über das Leben von Delfinen vermittelt, hier werden auch Tiere eingesperrt und Tierleid verursacht. Hier werden falsche Werte an die nächste Generation vermittelt. Viel sinnvoller wäre es doch, eine Dauerausstellung einzurichten, wie im Museum in Stuttgart, wo Delfine als Holzmodelle ausgestellt sind. Man könnte eine große Kinoleinwand aufstellen und 3D-Filme zeigen über das Leben von Delfinen im Ozean, wie sie wirklich leben. Man könnte interaktive Computerspiele aufstellen, so wie im Naturkundemuseum in Paris, wo die Besucher dann ihren Wissensstand testen. Dass dies gut funktioniert, sieht man am Beispiel der Dinosaurier. Denn wer von uns hat schon mal einen Dinosaurier im Zoo gesehen? Welches Kind kennt sich nicht aus mit Dinosauriern, kennt die verschiedenen Arten von Dinosauriern, kennt ihre Lebensweise, weiß, was Dinosaurier essen? Und dabei hat noch kein Kind einen Tyrannosaurus Rex im Zoo gesehen, der auf Kommando Männchen machte. Und das zeigt, dass Delfinarien nicht nur grausam und unmoralisch sind, sondern auch komplett überflüssig. Die zweite Frage von der SPD zum Thema Delfine in Duisburg auswildern. Da muss ein Experte in Sachen Auswilderung befragt werden. Aber möglicherweise ist es nicht möglich, die Delfine in Duisburg wieder auszuwildern, weil 7 von ihnen in Gefangenschaft geboren wurden und 2 schon sehr lange in Gefangenschaft leben. Aber für solche Delfine ist es empfehlenswert, diese in betreute Meeresbuchten umzusiedeln. Denn jede noch so kleine Meeresbucht ist auf jeden Fall besser als ein kahles, enges Betonbecken, ohne Strömung, ohne Wellen, ohne Sonnenlicht. Von daher empfiehlt sich wirklich, die Energie und Zeit, die derzeit ins Delfinarium gesteckt wird, in die Überführung der Delfine in eine betreute Meeresbucht zu veranlassen. Ja, gut. Ja, danke schön, Frau Dr. Reinig. Eine weitere Frage von Frau Brandt ging an Herrn Nikolaus Entrup von der Shifting Values aus Wien. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für das Aufbringen dieses sehr wichtigen Themas.
Ich versuche jetzt ganz kurz einen Einblick zu geben über die Entwicklung von Delfinaren in Europa, weil beides bezieht sich auf die Beantwortung der Frage, bedarf es weiterer Wildfänge, beziehungsweise wie sieht es mit der Nachzucht aus? Und ich sehe schon einige Blicke, vergeben Sie mir meinen Wiener Dialekt, bitte. Zunächst gab es in den 1970er und 80er Jahren den Boom an Delfinarien in Europa. Hunderte Delfine wurden gefangen, und zwar in sehr unterschiedlichen Orten. Es wird immer auf einen Ort verwiesen in den USA. Wenn man sich aber ein bisschen näher damit befasst, kommen die Delfine aus sehr unterschiedlichen Regionen. Der Golf von Mexiko ist groß. Das ist jetzt nicht nur die Seite Floridas, sondern auch Texas. Die Delfine wurden in Kuba gefangen, in Japan etc. und nach Europa in die unterschiedlichen Einrichtungen transferiert. Nach diesem Fang hat man eine sehr hohe Mortalitätsrate, eine Sterblichkeitsrate, die bei Wildfängen gegeben ist. Dieser Boom an Delfinarien wurde dann eigentlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre unterbrochen. Man sieht das am Beispiel Großbritanniens, wo etwa 30 Delfinarien schließen mussten. Man sieht das am Beispiel Deutschlands, wo wir von 9 Einrichtungen, die Delfine hielten, nur noch 2 haben. Warum erwähne ich das? Weil dieser Überbestand an Delfinen auf andere Einrichtungen verteilt wurde. Das heißt, der Rückgang an Importen hatte zwei wesentliche Gründe. Einerseits, dass die hohe Sterblichkeitsrate von Wildfängen in der Erstselektion bereits stattgefunden hatte. Und zweitens, dass man die Tiere, die sich angepasst hatten, die Situation, sagen wir mal, eher zu ertragen, dann auf andere Einrichtungen, also die schließen mussten, auf andere Einrichtungen verteilt wurden. Punkt 1. Punkt 2, wenn man sich die Nachzucht ansieht, ist es natürlich sehr schwierig, hier Daten zu nutzen, denn das sogenannte EEP oder Europäische Erhaltungszuchtprogramm oder European Endangered Species Program, man weiß ja nie genau, von was man spricht, weil manchmal ist seitens der Betreiber der Delfin gefährdet, manchmal nicht, das weiß man nicht so genau. Dieses Zuchtprogramm ist nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, man muss sich natürlich die Frage stellen, dass wenn Einrichtungen, die teilweise auch mit öffentlichen Geldern von der öffentlichen Hand gestützt werden, Daten unter Verschluss halten, warum ist das so? Was ist denn so problematisch, wenn ich einfach Daten erhebe und nutze? Die einzigen Daten, die wir haben, sozusagen öffentlich, sind die Daten vom Marine Mammal Inventory Report der USA, die auch genutzt werden, um diese viel zitierten Lebenserwartungsstudien durchzuführen. Wenn man sich die Daten aber ansieht, so gibt es keine Berichterstattung der exportierten Tiere von den USA nach Europa. Und da sind oftmals Tiere drinnen, die schon längst verstorben sind, aber in den Datensätzen noch als lebend gelten und somit auch die Studien verfälschen. Das heißt, diese Datenfrage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil sie nicht zugänglich sind. Faktum ist jedoch, wenn ich den Trend der Delfinhaltung in Europa betrachte, dass der Bestand, den wir haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit ohne Nachzuchten nicht aufrechterhalten werden kann. Und das bestätigt, ich zitiere hier das Bayerische Verwaltungsgericht nach Auskunft auch des Tiergarten Nürnbergs, Zitat, die Zucht von in Gefangenschaft lebenden Delfinen sei allgemein und auch bei der Beklagten nicht nachhaltig, zumal die Beklagte nach eigenem Bekunden ohne Wildfänge nicht auskomme. Wenn man jetzt die Regionen betrachtet, die neue Delfinarien errichten, so sieht man, dass nahezu alle diese Einrichtungen auf Wildfänge setzen müssen. Die Türkei zum Beispiel hatte Mitte der 90er Jahre kein Delfinarium, jetzt sind dort sehr viele Einrichtungen, die Delfine halten. Die wurden zunächst im Mittelmeer gefangen. Der große Tümmler ist streng geschützt im Mittelmeer, der Fang ist verboten. Nach der Berner Konvention, die Staaten hatten sich offiziell bei der türkischen Regierung beschwert, die Türkei hat den Fang eingestellt, danach kamen sie aus Japan. Japan, das Land mit den meisten Delfinarien, Seitenhieb auf die Bildung, ist jener Fangort oder jene Lokalität, wo die meisten großen Tümmler gefangen werden und international exportiert werden, an jene Einrichtungen, die neue Delfine halten. Das heißt, mein Fazit ist, ich denke, wir leben in einem geografischen Raum, der sehr, sehr strenge Schutzgesetze für Delfine, insbesondere den großen Tümmler, vorsieht. Es ist eine streng geschützte Art. Der Fang ist in sämtlichen, wir können das gerne näher ausführen, aber ich habe das auch schriftlich getan, Rechtsinstrumentalen strikt geschützt. Warum sollten wir diesen Schutz für andere Regionen nicht gelten lassen? Denn betroffen sind
lokale, küstennahe, kleine Populationen, die von einer Entnahme auch bei 4-5 Tieren sehr, sehr stark darunter leiden würden in ihrem Fortbestehen des Bestandes. Dankeschön. Dankeschön, Herr Entrop. Jetzt kommt eine Frage an Herrn Dr. Maisack von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. aus Berlin. Sie haben gleichzeitig Fragen bekommen von den Grünen und auch von der FDP. Herr Dr. Maisack, bitteschön. Darf ich zuerst die Frage von der Abgeordneten Brandt beantworten? Also da ging es ja um die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage kann man erreichen, dass solche Unterlagen wie Zuchtbuch vorgelegt werden. Also auf nationaler Ebene gibt es dafür zwei Rechtsgrundlagen. Für den Bürger gibt es das Informationsfreiheitsgesetz, für die Tierschutzbehörde gibt es den Paragraphen 16 Tierschutzgesetz. Also zum Beispiel, Sie kennen ja die Unterlagen des, oder Sie wissen ja, dass die Unterlagen des Zoos, des Delfinariums in Nürnberg einem Verein vorgelegt werden mussten aufgrund Informationsfreiheitsgesetz. Dieselbe Möglichkeit bestünde, wenn eine Veterinärbehörde von einem hier ansässigen Zoo die Vorlage dieser Unterlagen fordern würde, denn nach § 16 Tierschutzgesetz kann die Aufsichtsbehörde von einem Zoo oder überhaupt von einer Tierhaltung alle Unterlagen verlangen, die sie eben braucht, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, also um die Verhaltensgerechtheit der Unterbringung der Tiere feststellen zu können. Beim europäischen Zuchtbuch ist das ein bisschen schwieriger. Ich nehme an, dass sich das nicht im Besitz eines deutschen Zoos befindet, sonst könnte man auch den Weg über Paragraph 16 gehen. Wenn das im Ausland ist, ist das rechtlich schwierig. Da würde ich eben mich eher meinem Vorredner anschließen und sagen, da müsste man politischen Druck ausüben und müsste sagen, wenn die Zoos, was ja nun bekannt ist, öffentliche Gelder erhalten, dann können sie nicht solche wichtige Unterlagen zurückhalten. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage man das jetzt wo durchsetzen könnte, kann ich jetzt aus dem Stand heraus nicht beantworten, das müsste ich überprüfen. Worauf es mir ankommt, ist eben, dass ich im Säugetiergutachten ein Defizit dadurch sehe, dass dieses Zuchtbuch nicht berücksichtigt werden konnte. Das führt dazu, dass den Gutachtern wesentliche Informationen gefehlt haben, egal ob jetzt die Vorlage durchsetzbar gewesen wäre oder nicht. Die Informationen fehlen und damit ist da eben ein Abwägungsmangel gegeben. Das wäre die Antwort zu dieser Frage. Darf ich die anderen Fragen auch gleich? Also es war die Frage mit der Einschätzung des VDZ in dem Differenzprotokoll. Da hieß es ja sinngemäß, dass Haltungsanforderungen nur dann als Minimalanforderungen gestellt werden dürfen, wenn es andernfalls bei den Tieren zu Verhaltensstörungen oder zu Funktionsstörungen kommen würde. Das halte ich nicht für richtig, denn das ist der Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes, der Tierquälerei-Paragraph. Der tritt tatsächlich in Anwendung, wenn bei einem Tier Verhaltensstörungen festgestellt werden. Maßgeblich für die Artgerechtheit einer Unterbringung ist aber der Paragraph 2 Tierschutzgesetz, der sehr viel geringere Anforderungen stellt. Der sagt, die Unterbringung eines Tieres muss entsprechend seiner Art und seinen Bedürfnissen angemessen verhaltensgerecht erfolgen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in den 90er Jahren im Zusammenhang mit den Legehennen gesagt, da kommt es nicht darauf an, dass man bei den Tieren Leiden oder Verhaltensstörungen oder Funktionsstörungen feststellen kann, sondern da kommt es darauf an, dass die Grundbedürfnisse der Funktionskreise Nahrung, Ruhen, Sozialverhalten, Mutter-Kind-Verhalten, Erkundung, Körperpflege, dass die im Wesentlichen oder weitgehend erfüllt werden können. Und wenn ein solches Grundbedürfnis unangemessen, das heißt erheblich zurückgedrängt ist, kann das für eine Rechtswidrigkeit ausreichen, auch wenn man kein Leiden bei dem Tier, keine Verhaltensstörungen, keine Funktionsstörungen nachweisen kann, sodass eben entscheidend unter anderem sein wird, ist das Sozialverhalten etwa der Delfine zurückgedrängt, können die nicht einander ausweichen, können die nicht voreinander sich zurückziehen. Das wäre dann so ein Fall, wo ein wesentliches Grundbedürfnis unangemessen zurückgedrängt wäre.
Und auch hier ging es mir eben darum zu sagen, es ist ein gewisses Defizit des Säugetiergutachtens, wenn ein wesentlicher Teil der Gutachter davon ausgeht, es kommt nur auf erhebliche Leiden, es kommt nur auf Verhaltens- und Funktionsstörungen an und nicht erkennt, dass es auf diese Grundbedürfnisse ankommt. Und das relativ weitgehende Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig, das gesagt hat, bei Wildtieren ist die Unterbringung schon dann nicht mehr verhaltensgerecht, wenn sie sich zwar anpassen können, aber ihr Verhalten in der Haltung nicht mehr viel mit dem gemeinsam hat, was sie in freier Wildbahn zeigen, dann reicht das schon für eine Rechtswidrigkeit. Das hat man beim Säugetiergutachten offensichtlich nicht zugrunde gelegt. Dann war die dritte Frage, wie ich das oder wie wir, unsere Gesellschaft, das Säugetiergutachten einschätzen. Ich muss natürlich sagen, ich bin Jurist, ich bin kein Zoologe und kein Veterinärmediziner. Zunächst fällt aber doch auf, dass es eben eine extreme Divergenz gibt. Einer der heute geladenen Gutachter hat geschrieben, dass Delfine sich 55 Kilometer am Tag bewegen, dass sie allerdings auch oft in einem Bereich, der 1 bis 2 Quadratkilometer groß ist, verharren. Egal, ob man jetzt diese 55 Kilometer oder diese 2 Quadratkilometer zugrunde legt, 600 Quadratmeter, das ist eine extreme Divergenz. Es spricht wohl manches dafür, dass das Sozialverhalten eben unter diesen Umständen nicht funktioniert, insbesondere wenn sich herausstellen sollte, dass Beruhigungsmittel gegeben werden müssen. Es gibt auch Abweichungen zum Säugetiergutachten, das Gutachten der Arbeitsgemeinschaft der Umweltminister der Länder, LANA-Gutachten genannt, das 1997 gesagt hat, dass sie der Meinung sind, dass eine verhaltensgerechte Haltung von Delfinen nicht möglich ist. Und es gibt, ich habe es ja schon beschrieben, die verschiedenen Defizite des Säugetiergutachtens. Wenn man das in der Gesamtheit nimmt, dann spricht aus meiner Sicht doch mehr dafür zu sagen, entweder von vornherein, die Delfine können nicht verhaltensgerecht untergebracht werden, oder wenn man nicht so weit gehen will, zumindest die Notwendigkeit, darüber ein Gutachten einzuholen und den Gutachter eben mit den Unterlagen auszustatten, die den Arbeitskreis des Säugetiergutachtens gefehlt haben. Danke. Dankeschön, Herr Dr. Maisack. Wir kommen jetzt zu Herrn Winkler, Zoo Duisburg, als Direktor des Zoos Duisburg. Sie haben Fragen gestellt bekommen von Herrn Börner von der SPD, von Herrn Deppe, CDU und von Herrn Höhne von der FDP. Bitte schön. Ja, auch ich danke für die Einladung und die Gelegenheit, hier in diesem Gremium die Situation der Delfinhaltung aus erster Hand darzulegen. Diese Möglichkeit haben wir auch im Vorfeld zu der Anhörung allen Fraktionen geboten, sich vor Ort bei uns im Duisburger Delfinarium die Situation mal im Detail auch hinter den Kulissen anzuschauen. Leider Gottes haben nicht alle diese Gelegenheit wahrnehmen können oder wollen. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn wir hier mit den wenigen Worten, die mir zur Verfügung stehen, die eine andere Sache, die vielleicht etwas aus dem Kontext heraus vorgetragen ist, richtig stellen. Die erste Frage, die an mich herangetragen wurde, betraf die Haltung von Delfinen im Allgemeinen. Dazu kann ich auch nur ganz allgemein sagen, dass eine Tierhaltung, und ich muss mich in dem Fall wohl auf die Zootierhaltung konzentrieren, immer einen Kompromiss darstellt. Das wissen wir als Zoologen, wir als Tierschützer als allererstes. Denn natürlich würden wir uns wünschen, die Tiere alle im Freiland zu belassen, in einem intakten Freiland, was es freilich auf der Welt so gut wie nirgendwo mehr gibt. Das wissen wir alle. Das Artensterben ist gigantisch, durch die Breite hindurch, bis hin zu den Delfinen. Das wissen wir auch, dass gerade erst vor 1-2 Jahren der chinesische Flussdelfin als ausgerottet bewertet wurde. Eine Delfinart im 21. Jahrhundert leider vom Globus verschwunden ist. Was mich zu einer der wichtigen Aufgaben des Zoos bringt, die Bildungsarbeit, nicht nur was die Zootiere im Allgemeinen anbelangt, sondern eben auch die Delfinhaltung im Speziellen. Und das sehen wir ja auch gerade bei uns im Zoo Duisburg, wo wir im Jahr, das variiert natürlich von Jahr zu Jahr, je nach Witterungsverhältnissen, aber so im Schnitt gut 1 Million Besucher haben. Und für die Delfine ein ganz besonderes Tier darstellen, nicht nur weil der Delfin sicherlich initiierend seinerzeit durch die Flipper-, Fernseh- und Kinopräsentationen in den Köpfen der Menschen etwas ganz Besonderes darstellt, aber weil die Leute das tatsächlich im Delfinarium live erleben können, welche Faszination ein Tier ausübt, der in einem Milieu lebt, was uns Menschen als Landbewohner reichlich fremd
ist. Das Leben im Wasser mit der Eleganz und der Geschmeidigkeit, wie sich ein Delfin dort bewegen kann, das kann man eben in einem Delfinarium in herrlichster Form erleben, hautnah erleben, und das schwappt auf die Besucher über, die nicht nur die Begeisterung für die Delfine bei uns im Zoo erfahren, sondern darüber hinaus viel Wissenswertes, wie das gerade von mir angesprochene Thema des Natur- und Artenschutzes, dass vielleicht nicht der große Tümmler, aber eben etliche andere Delfinarten in der Natur stark bedroht sind und wir die Besucher im Rahmen der Delfinpräsentation für diese Thematik begeistern und sensibilisieren wollen. Das sind für uns ganz wichtige Aufgaben, und die Resonanz der Besucher scheint uns da auch durchaus recht zu geben, denn die Popularität der Delfine, um bei dieser Tierart jetzt auch zu bleiben, ich will gar nicht auf die anderen Zootierarten übergehen, die Popularität der Delfine ist ja unbestritten, nicht umsonst beschäftigt man sich ja selbst hier in solch einem Gremium mit einer Haltung von ein paar Zoodelfinen, beschäftigt sich nicht etwa mit dem Schutz von freilebenden Delfinen, was viel wichtiger wäre nach meinem Empfinden, sondern beschäftigt sich tatsächlich nur mit einer Handvoll Delfinen, die in einem Zoo gehalten werden, und grenzt das ab von allen anderen Zootieren, die genauso in, wie es hier von der Gegenseite heißt, in Gefangenschaft gehalten werden. Wir nennen es in menschlicher Obhut, weil wir die Tiere entsprechend pflegen und wir die Tiere lieben, mit Herzblut dabei sind, uns 24 Stunden am Tag um die Tiere beschäftigen, weil das unsere Passion ist. Das ist unsere Aufgabe, wir sind Idealisten, wir engagieren uns für unsere Tiere im Zoo und im Freiland und wollen logischerweise für unsere Tiere nur das Allerbeste. Wie gesagt, eine Zootierhaltung kann nur ein Kompromiss sein. Natürlich können wir den Tieren nicht solche riesen Freiräume bieten, wie es im Freiland gegeben ist. Das können wir für den Delfin nicht, das können wir für den Schimpansen nicht, das können wir für den Vogel nicht, das können wir für den Fisch nicht. Das ist überall genau das Gleiche. Von daher müssen wir das Beste aus der Situation machen, und ich bin schon der Meinung, dass ist sicherlich in Duisburg eine Situation, wo wir uns auch mit breiter Brust hinstellen können, dass das bei den Delfinen allemal der Fall ist, denn die Haltungs- und Zuchterfolge, die wir in den letzten Jahren zu verzeichnen hatten, die sind nun wirklich mehr als beachtlich im positiven Sinne. Ja, wenn auf die früheren Zeiten zurückgegriffen wird, als wir mit der Delfinhaltung begonnen haben, dann sieht das sicherlich etwas anders auch, wenn auch nicht ganz so schwarz, wie es hier und da dargestellt wird. Die Delfinhaltung ist gerade mal eben knapp 50 Jahre alt hier in Europa, und dass in den 50 Jahren logischerweise auch Delfine gestorben sind, wohl wissend, dass das Durchschnittsalter von Delfinen im Freiland bei nicht einmal 20 Jahren liegt, viele unserer in den Jahren verstorbenen Delfine aber weit älter wurden, und wir eben heute, eben ist es schon mal angeklungen, 9 Delfine bei uns in Duisburg haben, von denen 7 in Duisburg geboren sind, alle putzmunter sich zeigen, dann sind das für uns Gegebenheiten, die uns tatsächlich mit dieser breiten Brust hier auftreten lassen. Denn ich wüsste nicht, was es an der Situation zu kritisieren gilt. Schon gar, was für uns immer ein Bestreben war, wenn wir unsere Situation auch von Externen, von Fachleuten haben durchleuchten lassen. Wir haben bei uns im Zoo Duisburg Gastwissenschaftler aus 20 verschiedenen Ländern zu Besuch gehabt, die unsere Delfine studiert haben, die sehr wohl, Frau Breining, diese Studien auch als Grundlagenforschung für weiterführende Studien im Freiland genutzt haben. Der Vincent Janek als einer der führenden Delfinforscher in Europa, der Delfine im Freiland und im Zoo erforscht, wird das noch wesentlich deutlicher ausführen können, dass wir bei diesen Erhebungen eben auch Vergleiche durchgeführt haben, wie das Verhalten der Delfine im Delfinarium aussieht im Vergleich zu der Situation im Freiland, was man natürlich nicht eins zu eins übertragen kann, aber es sind keine Verhaltensabnormalitäten aufgetreten bei all diesen Beobachtungen und Studien, die durchgeführt wurden, was uns natürlich auch wieder darin bestärkt, dass wir mit der Haltung schon einen guten Weg eingegangen sind. Das fängt an mit den Beckenstrukturen, die wir haben, wenn es auch in den Kommentaren heißt, dass unsere Tiere permanent aggressiv seien und sich nicht voreinander zurückziehen können, muss man das gleich schon abweisen. Dafür haben wir ganz bewusst ein Mehrbeckensystem bei uns kreiert, nicht nur bei uns, in Nürnberg ist das nicht anders und in anderen Delfinaren auch, wo die Delfine sich aus dem Weg gehen können, wenn es tatsächlich mal aggressives Verhalten gibt, was bei jedem Lebewesen vorkommt, soll auch in jeder guten menschlichen Familie schon mal passieren. Dann zieht man sich an ein Zimmer zurück, und das ist bei den Delfinen im Delfinarium nicht anders. Aggressionen, wenn man das überhaupt so erwähnen möchte, gibt es bei uns im Delfinarium praktisch gar nicht. Wir haben eine super homogene Sozialgruppe, genauso wie sie sich im Freiland auch zeigt.
mit den vorhin angesprochenen Zuchterfolgen. Also besser kann es gar nicht sein. Schon gar, wenn man dort einen Bestand an Tieren hat, der seit Jahren absolut gesund ist, der überhaupt keine Krankheitsanzeichen zeigt, von Verhaltensabnormalitäten habe ich gerade schon gesprochen, gibt es nichts dergleichen. Da muss man sich wirklich fragen, wo ist der Kritikpunkt bei der Delfinhaltung? Wenn alles nachweislich passt, wenn das Verhalten stimmt, wenn die Tiere gesund sind, wenn sie langlebig sind, das sind sie allemal. Wir haben in Duisburg einige Altersrekorde bei Delfinen aufgestellt, wovon andere Halter nur träumen würden, von der Freilandsituation ganz zu schweigen. Wenn die Tiere erfolgreich züchten, erfolgreich groß werden und eben ein langes und gesundes Leben im Zoo führen, mit letztendlich dem weiteren Aspekt, dass eine Bevölkerung sich an den Tieren erfreuen kann und viel Wissenswertes über die Tiere lernt. Wir haben, und auch das ist so etwas, was uns immer so ein bisschen grämt, wenn davon gesprochen wird, eben ist auch schon wieder angeklungen, dass die Delfine im Freiland hunderte von Kilometern weit schwimmen, hunderte von Metern tief tauchen. Ja, da muss man sagen, das ist gut und schön. Das betrifft manche Delfinarten, aber eben nicht alle. Und Delfin ist eben nicht gleich Delfin. Es gibt solche und solche Delfinarten. Es gibt insgesamt gut 80 Wal- und Delfinarten. Und bei uns im Zoo Duisburg wird ganz bewusst, wie in den anderen Delfinarien auch, die Küstenform des größten Tümmlers gehalten. Eben schon angesprochen, die stammen unsere Tiere aus dem Golf von Mexiko vor Florida, wo die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum in Lagunen und Buchten leben. Nicht draußen im offenen Meer, was die Tiere nie aufsuchen, nicht in großen Gruppen, sondern in kleinen Gruppen, die in diesen Lagunen dauerhaft leben. Lagunen, die teilweise weniger tief sind als unser Delfinarium. Die Tiere sind gar nicht in der Lage, im Freiland hunderte Meter tief zu tauchen, weil es der Lebensraum nicht hergibt. Und wenn sie es draußen im Freiland nicht können, warum müssen sie es dann im Delfinarium tun? Erschließt sich uns in der Form nicht. Man muss sich schon die Mühe machen, die Biologie der Tiere zu verstehen. Und wir reden hier über die Küstenform des großen Tümmlers und nicht über die Hochseeform von verschiedenen Delfinarten, die zugegebenermaßen, ja, in großen Gruppen leben, viele Tageskilometer zurücklegen, tief tauchen und anders mehr, aber nicht die Form, die wir im Delfinarium halten, die dafür auch ganz bewusst ausgewählt wurde. So, dann wurde ich noch gefragt, ja, das muss ich auch noch zur Delfinhaltung sagen, wenn es darum geht, eben ist auch schon angeklungen, Wildfänge, Herr Entrup, da sind wir uns ja völlig einig, es darf keine Wildfänge geben, wenn dann nur im ganz, ganz, ganz begründeten Ausnahmefall, aber wir sind uns absolut einig in dem Punkt. Es gibt ja auch keine Wildfänge, zum Glück, was die Delfinarien hier in Europa anbelangt, die in unserem Verband organisiert sind, in der European Association of Aquatic Mammals. In diesem Verband, dem nur die, sagen wir mal, besseren Delfinarien angehören, gibt es seit dem Jahr 2003 keinen Wildfang mehr. Hier in Deutschland ist der letzte Wildfang 1990 nach Deutschland gekommen, weil wir gar nicht auf Wildfänge angewiesen sind. Warum sollten wir Wildfänge holen, wenn die Zucht so erfolgreich heutzutage funktioniert, heutzutage, nicht vor 10 oder 20 Jahren, warum sollten wir Wildfänge importieren, wenn die Zucht so erfolgreich funktioniert, wie es derzeit der Fall ist? Wir sind auf die Wildfänge nicht angewiesen. Wir, die Zoos, die in der EAM, der European Association of Aquatic Mammals, organisiert sind. Das sind leider nicht alle. Es gibt eben auch schwarze Schafe, auch in unserem Metier. Es gibt Zoos, die man nicht als Zoos schimpfen dürfte. Die müssten besser gestern als morgen geschlossen werden. Und es gibt leider auch solche Delfinarien, die wir als Delfin-Shows eher bezeichnen, die, wie Sie schon sagten, die entstehen in den Mittelmeergebieten, absolute Klitschen, ohne jegliches Know-how, was die Haltung dieser Tiere anbelangt, verwerflich ohnegleichen, mit denen wir aber nicht in einen Topf geschmissen werden dürfen, bitteschön. Denn mit denen haben wir nichts gemein. Das sind aber Einrichtungen, die dort in ihren Ländern leider Gottes die Genehmigung bekommen, Delfine zu importieren, was aus unserer Sicht ein absoluter Skandal ist und zwingend unterbunden werden müsste, wo wir als kleiner Zoo aber nur bedingt durch unsere Aufklärungsarbeit den Finger heben können. Da muss die Politik auch auf internationaler Ebene aktiv werden und dagegen steuern. Denn es kann nicht sein, dass bei solche touristischen Parks, wo der Kommerz nun wirklich an allererster Stelle steht, permanent Wildfänge getätigt werden, wie eben aus dem bekannten Taji in Japan oder wie Sie schon andeuten, aus dem Mittelmeer in der Türkei. Das geht nicht, das muss untersagt werden. Und da sind wir die Allerersten, die dagegen schreien, dass so etwas unterbunden wird. So, dann wurde ich noch gefragt, ich könnte das, Sie hören schon, deutlich ausweiten, aber ich lade alle ganz, ganz herzlich nochmal zu uns ins Delfinarium ein. Da können wir das noch vertiefen. Die Frage war aber noch zur Medikamentengabe. Da kann ich als Biologe
jetzt nicht im Detail drauf eingehen, möchte ich auch gar nicht. Da kann ich eher an Frau Baumgartner verweisen vom Tiergarten in Nürnberg, die sich natürlich mit der Medikamentengabe, weil sie selbst durchführt, bestens auskennt. Ich kann zumindest sagen, dass bei uns in Duisburg die Situation, was die Medikamentengabe anbelangt, alles andere als dramatisch ist. Die Medikamentengabe bei uns in Duisburg erfolgt, wie freilich in Nürnberg auch, nur bei den großen tierärztlichen Bedarf, der von den Tierärzten festgestellt wird, der auch von den Kontrollinstanzen dann begutachtet wird. Und ich kann ein Statement der für uns zuständigen Kontrollinstanz des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz kurz vielleicht skizzieren, weil ich es hier bei mir habe. Ich gebe auch nur den Schlusssatz dieser Begutachten, die sich alle unsere veterinärmedizinischen Daten angeguckt haben, der ganzen letzten Jahre, wo so gut wie nichts an Medikamentengabe nötig war, weil unsere Tiere gesund sind. Und der Schlusssatz dieses Gutachtens des Lahnhof heißt, ich zitiere, es ergeben sich keine Hinweise auf tierschutzrechtlich oder fachlich nicht einwandfreie Arzneimittelanwendungen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Winkler. Jetzt kommt Frau Dr. Baumgartner vom Tiergarten Nürnberg. Sie haben Fragen gestellt bekommen von Herrn Börner, SPD, und von Herrn Deppe von der CDU. Bitte schön. Ja, also zuerst mal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Ist natürlich das Thema der Auswilderung ist ein sehr wichtiges Thema. Ich würde nur gerne auf eines kurz eingehen. Wenn wir von Wildfängen sprechen und warum Wildfänge nicht mehr nötig sind, in EEP sind im Moment 253 Tiere. Es ist ständig ansteigend und es wird immer wieder sehr gern etwas missverständlich zitiert, was wie der Tiergarten Nürnberg sich äußert, dass wir ohne Wildfänge nicht auskommen, bedeutet nicht, dass wir neue Wildfänge brauchen, sondern dass für unsere Population, natürlich die Gründertiere, die Wildfänge, die bereits in unserer Population sind, sehr wichtige Tiere sind. Also ich habe auch an meine Stellungnahme nochmal die Liste der Tiere angehängt, ihr Alter, dass man sehen kann, dass zum Beispiel immer noch unser alter Mobby mit 55 Jahren ein sehr wichtiges Gründertier ist. So, nun vielleicht zur Auswilderung. Es wurde zum einen im Antrag angemerkt, dass man das als Möglichkeit erörtern sollte. Es wurden auch in einigen Stellungnahmen Beispiele gebracht. Man muss bedenken, dass für diese Auswilderung einer Tierart gibt es natürlich die sogenannten IUCN Reintroduction Guidelines. Da gibt es Gruppen von Menschen, die sich mit diesen Projekten befassen und auch genau untersuchen. Denn es ist natürlich nicht ein leichtes Unterfangen, muss gewisse Ziele verfolgen und auch erreichen. Und vor allem, es darf keinen Schaden anrichten. Das bedeutet, es muss gewährleistet sein, dass wenn man ein Tier in die Wildbahn wieder bringen möchte, dieses Tier nicht die Tiere in der Wildbahn gefährdet, durch vielleicht Krankheitserreger, die in der Wildbahn nicht vorkommen. Und es muss natürlich der Arterhaltung dienen. Das bedeutet, es muss sich um eine Art handeln, die in diesem Gebiet gefährdet ist und die auch es nötig hat, dass Gruppen zugeführt werden oder neue Tiere zugeführt werden. Und einer der wichtigsten Punkte, es ist ein tierschutzrechtlicher Aspekt. Es ist verboten, ein Tier in die Wildbahn zu bringen, das darauf nicht vorbereitet ist. Und es ist kein triftiger Grund, ein Tier in die Wildbahn zu entlassen, weil man es nicht mehr in Menschenobhut halten möchte. Und es wurden auch Beispiele genannt, es wurden einige Auswilderungen bereits versucht mit großen Tümmlern. Richtig gelungene Auswilderung gibt es sehr wenige, weil die Tiere danach nicht beobachtet und verfolgt wurden. Entweder sind die Sender ausgefallen, man hat die Tiere einen Tag gesehen, auch in den angeführten Stellungnahmen 60 Tage ist für uns keine erfolgreiche Auswilderung. Es gibt auch Beispiele, wie ein Tier genau aus einer Stellungnahme sind zwei Tiere verschwunden. Ein Tier wurde wieder gesichtet, wurde dann ein ausgewildertes Tier deutlich abgemagert gefunden, mit Antibiotikum behandelt, wahrscheinlich ohne vorhergehende Diagnose, was wirklich nötig ist. Das Tier wurde auch nicht mehr gesichtet. Es gibt eine erfolgreiche Auswilderung, wo zwei Tiere, die aber also ursprünglich wildlebende Tiere, die waren gefangen worden, junge Bullen, die wurden in Menschenhand gehalten und dann wieder nach einer langen Vorbereitungszeit ausgewildert und auch wiederholt gesichtet. Weil es ist natürlich auch Auswilderung, ist nicht Auswilderung. Man kann ein Tier einfach ins Meer schmeißen und gut ist. Denn man muss auch die Herkunft der Tiere kennen, ihre Familienzusammengehörigkeit. Und daher stellt sich das ganz schwierig dar. Es wurden auch Projekte durchgeführt, wo Tiere wirklich ganz gezielt vorbereitet wurden. Ein Beispiel in Australien, auch von Fachleuten. Und trotzdem wurden
die meisten der Tiere nicht mehr gesichtet. Einer wurde tot aufgefunden und 3 von den 9 Tieren mussten auch wieder in Menschenhand genommen werden. Und solche Beispiele gibt es sehr viele, sehr wenige Erfolge. Und daher muss man sich natürlich wirklich nach der Sinnhaftigkeit fragen. Wenn man jetzt mal nach Holland schaut, wo in Harderwijk ja auch viel Rehabilitationsarbeit geleistet wird, gibt es dort eine Maßnahme. Zum einen dürfen nur Tiere in die Wildbahn, die aus der Wildbahn auch stammen und nicht länger als 6 Monate in Menschenobhut gelebt haben. Wenn dann angeführt wird, wenn die Auswilderung nicht funktioniert, wäre eine Meeresbucht vielleicht auch ganz schön, möchte ich darauf hinweisen, eine Meeresbucht ist, Tiere in Menschenobhut zu halten. Und wenn man ein Tier in Menschenobhut hält, ist man damit verantwortlich, dass es dem Tier gut geht. Das bedeutet, man ist auch verantwortlich, das Tier zu behandeln, wenn es eine Krankheit hat. Man ist verantwortlich für die Gruppenzusammensetzung. Man ist verantwortlich, dass dieses Tier Wohlbefinden erfährt. So, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hat nichts mit Delfinen zu tun, hat mit Przewalskis zu tun. Das sind Urwildpferde. Wir halten in der Nähe von Nürnberg eine große Gruppe in einer über 70 Hektar Anlage. 11 Pferde, muss man denken, würde eigentlich reichen. Also selbst für ein überdimensioniertes Gehege gehalten werden. Und trotzdem haben wir dort natürlich Probleme. Es gibt Verletzungen, es gibt Tiere, die behandelt werden müssen. Und das bedeutet nicht, dass wir es nicht tun, weil das ist nämlich unsere Pflicht als Tierärzte. Das bedeutet nur, dass es natürlich für uns viel schwieriger ist und wir mit den Tieren viel mehr arbeiten müssen, dass sie uns Menschen akzeptieren. Denn wer einen Zaun drumherum zieht, wie groß er auch noch sei, der ist für ein Tier verantwortlich. Zur zweiten Frage, wie erkennt man den Gesundheitszustand von Tieren? Das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage und es gibt 2 Aspekte. Zum einen ist natürlich der tägliche Kontakt mit dem Tier. Und damit meine ich gar nicht uns als Tierärzte, die ja meistens dann anwesend sind, wenn was wieder besser läuft oder nicht gut läuft, sondern eben gerade unsere Trainer und Tierpfleger, die mit den Tieren einen täglichen Kontakt haben und auch wirklich kleinste Merkmale erkennen. Und auch wir haben immer wieder alle Interessierten eingeladen, sich das einmal bei uns anzuschauen, denn es ist wirklich beeindruckend. Wir arbeiten mit unseren Tieren ja mit der sogenannten positiven Verstärkung. Viele kennen es vom Hund. Das Klickertraining wird übrigens jetzt auch bei Sportlern, Astronauten und Ähnlichen verwendet, weil das Unterbewusstsein dadurch stimuliert wird. Und dadurch werden die Tiere, natürlich haben wir die Möglichkeit, mit diesen Tieren ganz viele Voruntersuchungen zu machen, aber auch kleine Anzeichen zu erkennen, weil die Tiere in der Nähe des Menschen sind. Man kann ein Tier beurteilen, zum einen vom Erscheinungsbild, das sind natürlich auch Verhaltensstudien, die in Delfinarien sehr wohl durchgeführt worden sind. Also die meisten Studien oder fast alle, auf die sich die Leute jetzt wiederum berufen, sind Delfinariumsstudien und dabei handelt es sich nicht um Artefakte. Es gibt jetzt auch eine recht neue Studie, da geht es um Spielverhalten. Es ist ja ganz eine schwierige Aufgabe, Wohlbefinden von Tieren zu messen, fällt uns allen schwer, es ist sehr subjektiv. Denkt jeder an seinen Hund oder an sein Pferd, wenn er eins hat, das in der Box steht. Man misst Wohlbefinden mit verschiedenen Parametern. Und in dieser Studie wird zum Beispiel einer der Faktoren, die Wohlbefinden zeigen, ist Spielverhalten. Und es wurde gezeigt, dass das Spielverhalten bei Delfinen, die in Menschenobhut gehalten werden, ähnlich ist oder ähnlich ausgeprägt ist, wenn nicht größer, als bei Tieren, die zum Beispiel in der Wildbahn sich angewöhnt haben, an Fischkuttern oder Ähnlichem zu fressen. Denn eines muss uns klar sein, bei Wildtieren, es ist eine Kosten-Nutzen-Frage. Ich kann nur so viel investieren, wie ich Energie habe, um was zu erlangen. Bekomme ich mein Futter, habe ich meinen Sozialpartner, kann ich mehr Zeit mit Spielen verbringen. Dann gibt es natürlich, es ist klar, dass Verhaltensstudien alleine nicht ausreichen. Es gibt natürlich auch objektive Untersuchungen, das sind Endokrinologiestudien. Das bedeutet, man versucht anhand des Cortisols, das ist ein Hormon, das vom Körper ausgeschüttet wird, wenn der Körper in eine Stresssituation gerät, was ja nicht schlecht ist. Wir haben hier wahrscheinlich jetzt alle auch oder einige von uns einen erhöhten Cortisolwert, was uns natürlich auch dazu bringt, vielleicht ein bisschen schneller zu sein. Aber man muss in der Lage zu sein, das auch wieder abzubauen und darauf zu reagieren. Anhand dieser Cortisolstudien, es wurde bereits eine durchgeführt, anhand von Blutwerten,
wo die Tiere ihre Blutproben über Training abgeben, was man natürlich nicht so häufig machen kann. Im Moment läuft eine Studie, das ist im Delfinarium Nürnberg, Duisburg, Harderwijk und spanische Delfinarien, wo wir wirklich anhand von Speichelproben diese Untersuchungen machen, in verschiedenen Zeiträumen. Morgens, abends, wenn die Tiere, wenn ein neues Tier in die Gruppe kommt, wenn ein Transport ansteht, wenn zum Beispiel eine Bautätigkeit ist. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, zum Teil sammeln wir, die Tiere machen das übers Training, zum Teil sammeln wir am Tag jede Stunde 3 Proben von jedem Tier, um sehen zu können, ob wir ein objektives Messergebnis bekommen. Und das sind natürlich unsere Möglichkeiten, objektiv, nicht gefühlsmäßig, objektiv Wohlbefinden von unseren Tieren messen zu können. Und durch die Trainingsmöglichkeiten, die wir haben, ist es natürlich für uns möglich, alle Proben zu bekommen, unsere Delfine. Wir können nicht nur unsere Delfine, wir machen das mit Nashörnern und Giraffen und Tapiren und Vögeln und allen möglichen. Die gehen freiwillig auf die Waage. Wir können Blutproben nehmen, Blasproben. Sie pinkeln sogar auf Kommando, wenn wir brauchen. Wir kontrollieren die Kotproben und das natürlich. Manche mag es sehen als überprotektiv, wie wir den Tieren gegenüber sind, aber es ist natürlich auch ein Luxus. Denn natürlich sterben auch Delfine in Delfinarien, das ist ganz klar. Also Krankheiten gibt es und unsterblich ist niemand. Aber sie sterben natürlich nicht an Intoxikationen und Hunger und Morbillivirus und Vergiftungen, wie wir es in der Natur sehen. Dankeschön. Dankeschön, Frau Dr. Baumgartner. Wir kommen jetzt zu Herrn Pagel vom Zoologischen Garten Köln. Ihnen wurden Fragen gestellt von Herrn Deppe und von Herrn Abel von der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Bitte schön, Herr Pagel. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Auch ich möchte mich zunächst mal bedanken, als Sachverständiger hier sprechen zu dürfen. Ich möchte vorausschicken, ich bin weder Steuerberater noch betrachte ich mich als praktizierenden Wissenschaftler, sondern ich bin Tiergärtner mit einer akademischen Ausbildung, der sich seit Jahrzehnten mit der Haltung von Tieren beschäftigt. Und ich möchte auch den Piraten danken für diesen Antrag, denn die ermöglichen uns Zoologischen Gärten, deren Präsident ich derzeit hier in Deutschland bin, dieses Thema Delfin weit über unsere eigenen Zoogrenzen hinaus nochmal zu thematisieren. Zu Frage von Herrn Deppe. Wie ist es mit dem Alter von Delfinen in menschlicher Obhut? Das habe ich in meiner schriftlichen Dokumentation, in meiner Stellungnahme festgeschrieben. Ich habe es Ihnen dort schon aufgeschrieben. Es ist so, dass wir die durchschnittliche Lebenserwartung als Vergleichswert nicht heranziehen können, weil die bedingt nämlich, dass die erste Generation auch schon gestorben ist, solange die erste Generation in unseren Haltungsbedingungen noch lebt, können wir einen solchen Wert gar nicht ermitteln, jedenfalls nicht wissenschaftlich begründet. Es gibt dafür ein anderes Mittel, das ist der sogenannte Medianwert, das ist das Alter der Tiere, nämlich 50% der Tiere, die das erste Lebensjahr überlebt haben. Dafür habe ich Ihnen schriftlich niedergelegt, dass wir mit den Tieren im EEP, was im Übrigen, was Sie gesagt haben, Herr Entrup, war nur die englische Übersetzung für europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Wir wissen sehr wohl, worüber wir reden. Also dieses europäische Erhaltungszuchtprogramm, das es in der Tat für intensiv gemanagte Arten, auch solche, die nicht bedroht sind, gibt. Das hat also in der Zeit von 1964 bis 2011 eine mediane Lebenserwartung von 13 Jahren gehabt. Wir sind jetzt bei der Zahl 1990 bis 2011 bei einer medianen Lebenserwartung von 22 Jahren. Darüber liegt nur noch die Haltung der Zoos in den Vereinigten Staaten mit über 34 Jahren. Die uns vorliegenden Dokumentationen zu den Beständen im Freiland liegen deutlich unter 10, einmal um die 17 Jahre. Das heißt, Tiere in Menschenhand werden, und zwar nicht nur Delfine, in der Regel älter. Das liegt daran, dass wir unsere Tiere tiermedizinisch betreuen, dass sie viele Stresssituationen, denen sie im Freiland ausgesetzt sind, nicht haben. Die Natur erzeugt Überschuss, das wissen wir zum Beispiel von Antilopenmännchen, die sich aufopfernd um die Weibchen streiten, dann gefressen werden. Die werden alle nicht sehr alt. Wenn Sie sich Zahlen anschauen, wie die Lebenserwartung von einheimischen Singvögeln ist, deren Zahl ich jetzt hier gar nicht nenne, weil dann wird jedem schlecht von uns und man fragt sich, wie gibt es überhaupt noch Tiere draußen? Die sind also verschwindend gering. Und
Wir haben auch hier in Duisburg etwas sehr Positives. Einmal der älteste bekannte Tümmler, den es überhaupt gibt weltweit, sitzt nicht in Duisburg, aber immerhin in einem meiner Verbandszoos, nämlich in Nürnberg. Das ist der Mobby, der ist 55 Jahre alt, ist der älteste nachweisliche Tümmler, den es gibt. Und in Duisburg kann man aber sagen, dass wir einen immer noch lebenden Tonina haben, der jetzt 51 Jahre alt ist. Im Freiland liegen die Zahlen bei maximal 40 Jahren. Und beim Jakobiter, den wir ja hier in Duisburg auch früher gehalten haben, liegen die Lebenserwartungen bei etwa 10 Jahren. Der älteste in Duisburg war 32 Jahre alt. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dass auch der älteste Beluga, der Ferdinand, der ja hier im Duisburger Zoo gehalten wurde, mittlerweile in Kalifornien lebt, immer noch lebt und dort auch einen Altersrekord hält. Das vielleicht zu den Altersdingen. Dann bin ich noch gefragt worden von Herrn Abel, dem ich auch nochmal danke, dass er mich angefragt hat, ob ich als Sachverständiger für ihn auftrete. Ich das aber nicht machen konnte, weil ich eine andere Auffassung habe. Bitte? Das habe ich missverstanden. Gut, dann ziehe ich das zurück. Auch hier möchte ich sagen, dass ich sehr überrascht war, als ich diese Stellungnahme der drei Sachverständigen, Vertreter, Kollegen aus dem Bundesministerium gelesen habe, wo also Zitierungen wohl auch vorgelegt werden können. Ich bitte darum, eindrücklich, Frau Zimbrich habe ich schon gesehen, werde sie vielleicht auch im Nachgang dieser Anhörung noch ansprechen, die möchte ich gerne sehen. Alles, was wir gesehen haben, sind keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Delfinhaltung Tierquälerei ist. Ich wundere mich auch, dass ein Differenzprotokoll nicht nur von den drei Damen und Herren, sondern auch von Herrn Maisack zitiert werden kann, das noch gar nicht öffentlich ist, aber solche Irritationen muss man als Zoodirektor, der sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, manchmal hinnehmen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wir keine solchen Vorlagen haben. Ich darf auch, und auch das können alle, die regelmäßig in Zoos gegangen sind und gehen, ablesen, zum Beispiel an dem besagten Duisburger Zoo. Die Haltung des Duisburger Zoos, was Delfine anbelangt, haben sich über die Jahre dramatisch zum Positiven verändert. Ja, und zwar nicht, weil irgendeiner einen Antrag gestellt hat und man Vorschriften gemacht hat, sondern weil zoologische Gärten einen ganz originären Wunsch haben, ihre Tiere so gut als möglich zu halten. Das heißt, das, was wir an Forschung in unseren Einrichtungen haben, was wir auch austauschen mit Leuten aus dem Freiland, das fließt ein in unsere Haltungen und wir versuchen es dort, wo es immer nur geht, zu verbessern. Und vielleicht noch ein Wort zu dem hoffentlich dann im Mai vorgestellten neuen Gutachten, wo es tatsächlich zwei Differenzprotokolle gibt. So viel kann ich schon mal vorausschicken, nämlich von den Zoofachleuten und von den sogenannten Tierschutzfachleuten, also denen ohne Haltungserfahrung. Da kann ich Ihnen sagen, dass das gezeichnet wird von sogenannten unabhängigen Gutachtern. Dabei sind Herr Dr. Orban und Herr Dr. Tripphaus-Bode, beide Vertreter auch der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, die hier schon benannt wurde, und zwar eingangs als diejenigen, die gesagt haben vor Jahren, man könne keine Delfine halten. Die Vereinigung trägt das also anscheinend dann auch zukünftig mit. Ich glaube, damit sind die beiden Fragen beantwortet. Danke. Dankeschön, Herr Hagel. Wir kommen jetzt zu Herrn Dr. Brensing. Herr Dr. Brensing kommt von der Whale and Dolphin Conservation aus München. Er ist gefragt worden von Herrn Abel, Bündnis 90 Grüne. Herr Dr. Brensing, bitteschön. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Und die Frage, die ich hier beantworte, ist die, in welcher Form wurden wissenschaftliche Erkenntnisse zur Überarbeitung des Säugetiergutachtens verwendet und welche nicht. Und das schließt im Prinzip auch ganz nahtlos an die Rede meines Vorredners an. Denn
Das Säugetiergutachten soll ja im Prinzip für die künftige Zoohaltung, für die Tierhaltung in Zoos verantwortlich zeichnen und soll Richtlinien geben und sollte aufgrund dieser Tatsache eben auch entsprechend wissenschaftlich hinterlegt sein und begründbar sein. Und die Frage ging ja nun dahin, inwieweit ist das geschehen, beziehungsweise inwieweit sind die Kritiken von, ich sage jetzt mal, den Nicht-Tierhaltern an der Stelle wissenschaftlich begründbar. Ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen, der hier schon des Öfteren erwähnt wurde, und zwar das Zuchtbuch bzw. das EEP, also dieses Erhaltungsprogramm zum großen Tümmler von der Europäischen Zoogemeinschaft. Dieses Zuchtbuch enthält im Prinzip die Statistik der vergangenen Jahrzehnte zu den Tieren, die im Rahmen des EEPs, also in den Anlagen, in den Delfinarien, die halt in diesem Verband mit drin sind, gehalten werden. Und dieses Zuchtbuch gäbe im Prinzip eine gute Möglichkeit, einen Vergleich verschiedener Einrichtungen zu machen, verschiedener europäischer Einrichtungen, und zwar in dem Sinne, dass man schaut, wie sind die Einrichtungen eingerichtet und wie erfolgreich waren die Einrichtungen beispielsweise bei der Zucht, weil das Zuchtbuch ist natürlich, gibt natürlich nur darüber Auskunft. Das ist eine der, wenn nicht sogar die wichtigste Quelle bei der Überarbeitung des Säugetiergutachtens im Rahmen der Delfine. Dieses Zuchtbuch steht nicht zur Verfügung. Aus welchen Gründen, kann ich nicht sagen. Ich habe in verschiedenen Anhörungen, auch im Bundestag und auch in einer Anhörung in Holland von Herrn von Elk erfahren, dass die Mitglieder des EEPs damit nicht einverstanden sind, die Daten zu veröffentlichen. Ist insofern verwunderlich, weil ja auch an jeder Stelle immer wieder erwähnt wird, wie wichtig diese Daten sind. Es ist auf jeden Fall für einen Außenstehenden schwer zu sagen, wie erfolgreich ist die Zucht und wie alt sind Delfine in Europa. Das kann tatsächlich keiner sagen. Zumindest keiner ohne Einblick in dieses Zuchtbuch, weil genau das in den Daten drin steht. Ich bin auch sehr kritisch, wenn es darum geht, Lebenserwartungen oder Lebensalter anzugeben. In der Wissenschaft hat sich eigentlich ein statistischer Wert durchgesetzt, das ist die jährliche Überlebensrate. Das ist auch eine Variable, mit der man in der freien Population sehr viel anfangen kann, denn da geht es ja darum, dass man sehr schnell möglicherweise negative Einflüsse auf die Population erkennt. Diese Daten stecken auch alle in diesem Zuchtbuch drin und auf Grundlage dieser Daten könnte man eventuell auch den Standpunkt, der hier von Herrn Winkler und auch von seinen Kollegen aus dem Zoo vorgetragen wurde, dass die Tiere besonders alt werden oder vergleichbar alt werden wie im Freiland, könnte man das belegen. Wie gesagt, das Zuchtbuch ist allerdings nicht zugänglich. Insofern sind diese Aussagen nicht belegbar. Insofern ist die Grundlage, auf der bei der Überarbeitung des Säugetiergutachtens gearbeitet wurde, auch nicht ganz wissenschaftlich, denn die wesentliche Grundlage fehlt. Ein weiterer Aspekt, auf den ich Sie gerne aufmerksam machen möchte, ist die Betrachtung der Nachzucht in der Zooliteratur. Es gibt jährliche Jahrbücher der Europäischen Zoogemeinschaft und da wird gesagt, dass die Nachzucht nicht nachhaltig ist. Das war 2004. Danach gab es zwei weitere Veröffentlichungen. Das letzte ist von 2008 und auch da wurde gesagt, dass die Nachzucht problematisch ist und dass besonders die Jungtiersterblichkeit problematisch ist. Das sind Informationen, die sind von der Zooseite zur Verfügung gestellt worden, also nicht im Rahmen des Säugetiergutachtens, aber die sind öffentlich zugänglich. Diese Informationen kann man heranziehen, wenn man sich ein objektives Bild machen möchte. Ein weiterer Punkt ist eine Akteneinsicht, von der wir hier schon von Herrn Maisack erfahren haben. Diese Akteneinsicht erfolgte im Nürnberger Delfinarium und beruht auf dem Informationsfreiheitsgesetz. Umweltinformationsfreiheitsgesetz wurde von der WDC, also der Organisation, für die ich arbeite, in zwei Instanzen gewonnen. Wir haben daraufhin Einsicht genommen und konnten nicht nur feststellen, dass es dort Nachzuchtprobleme gab, weil das war der Grund, warum wir dort überhaupt Akteneinsicht beantragt haben, weil da mehrere, also sechs Tiere in Folge innerhalb von anderthalb Jahren im Rahmen der Zucht gestorben sind. Und das insofern überraschend war, weil das Nürnberger Delfinarium in der Vergangenheit durchaus auch Erfolge aufweisen konnte.
Und das vielleicht nur als kleine Nebenanekdote. Scheinbar ist es phasenweise. Wir sehen jetzt eine erfolgreiche Zucht in Duisburg. In der Vergangenheit war es das nicht. Wir haben in Nürnberg in der aktuellen Situation keine Zuchterfolge. Aber in der Vergangenheit ist es schwer, dies an Haltungsbedingungen festzumachen. Zumindest fehlen mir dazu die Informationen. Aber was ich noch ergänzen möchte, das sind unsere Erkenntnisse, die wir aus den Daten aus Nürnberg bekommen haben. Wir haben insgesamt 22.000 Seiten kopiert. Die hat sich ein Tierarzt angesehen. Ich habe in meiner Stellungnahme auf einige Hauptpunkte Bezug genommen, also beispielsweise die, dass an durchschnittlich ist jedes Tier in den 11 Jahren, die wir betrachtet haben, im Durchschnitt, also jedes Tier im Durchschnitt 6 Wochen Psychopharmaka bekommen hat. Jedes Tier wurde durchschnittlich 2 Monate pro Jahr mit Hormonen behandelt. Hormone sind möglicherweise sinnvoll. Da muss man sich immer fragen, was ist der Einsatzzweck. Wir haben in vielen Fällen feststellen müssen, dass die Tiere, dass besonders männliche Tiere mit weiblichen Hormonen behandelt worden sind. Das würde man machen, wenn man das Verhalten beeinflussen will. Und wenn man diese Informationen zusammensetzt, wir haben keinen Beleg für ein durchschnittliches Alter oder für eine Lebenserwartung bei Delfinen, weil die Daten nicht da sind. Wir haben Hinweise aus der Zooliteratur, dass die Zucht in Europa nicht nachhaltig ist. Wir haben Informationen darüber, dass zumindest in Duisburg Psychopharmaka und Hormone zur Verhaltenskontrolle gegeben wurden. Das sind Informationen, die wir vorgelegt haben und haben daraufhin im Rahmen des Säugetiergutachtens angeregt, dass man sich der Literatur bedient, die an dieser Stelle hilfreich sein kann. Und dafür gibt es vielfach Literatur, nämlich Literatur zur Freilandforschung und zum sozialen Leben der Tiere. Denn wenn man mit Psychopharmaka oder mit Hormonen das Verhalten beeinflusst, dann löst man damit soziale Probleme. Und diese Probleme, die muss man natürlich analysieren. Da muss man gucken, wie kommen die überhaupt zustande. Und da würde einem dann ganz schnell auffallen, dass auch in dieser offenkundig, wie Herr Winkler gesagt hat, sozial sehr verträglichen Gruppe hier in Duisburg Delfine eigentlich unter Bedingungen gehalten werden, die nicht natürlich sind. Denn die Gruppe, die wir hier in Duisburg sehen, die würde es in Freiland überhaupt nicht geben. Die ist nicht natürlich. Die würde höchstens temporär vorkommen, denn in Freiland leben die Tiere nach Geschlechtern getrennt. Das ist der Zoogemeinschaft auch sehr wohl bewusst. Man hat allerdings beobachtet, dass man, wenn man ein adultes Männchen in eine Gruppe mit Weibchen hineintut, dass dann das Männchen alle anderen Tiere dominiert und dass dadurch halt eventuell unter bestimmten Bedingungen, wenn keine weiteren älteren Männchen da sind, eine gewisse Beruhigung in der Gruppe zustande kommt, wenn es ältere Tiere gibt, die es auch in Duisburg in Bälde geben wird, weil die Tiere heranreifen und wachsen, dann wird es auch dort wieder zu sozialem Stress kommen, wie wir ihn auch in Nürnberg beobachten konnten. Und wenn ich das jetzt alles zusammennehme, dann möchte ich sagen, dass die Überarbeitung des Säugetiergutachtens insofern nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen erfolgt. Und das war auch der Grund, warum ich, nachdem ich mehrfach das Ministerium darüber informiert habe, aus der Gutachtergruppe zurückgetreten bin. Dann muss ich sagen, dass die wissenschaftliche Überzeugungskraft des Säugetiergutachtens und damit die Vorgaben, die wir jetzt praktisch als Grundlage hier in Deutschland haben, für Delfine eigentlich nicht akzeptabel sind. Und das wäre dann auch mein Schluss. Es gäbe genügend wissenschaftliche Literatur, nämlich zum Sozialverhalten der Tiere, die man heranziehen könnte, um möglicherweise Probleme zu lösen und um auch die Probleme, die von der Zoogemeinschaft bereits bekannt sind, zu adressieren. Danke. Dankeschön, Herr Dr. Brensing. Wir kommen jetzt zur letzten Frage in dieser Runde. Die kommt von Herrn Höhne von der FDP-Fraktion. Sie geht an Herrn Professor Janik von der Universität of St. Andrews und aus dem Vereinigten Königreich. Bitte schön. Vielen Dank. Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung hier. Und ich finde diese Diskussion sehr interessant. Das ist sicherlich auch eine gute Idee, solche Sachen immer wieder einmal zu diskutieren. Die Frage, die an mich gestellt wurde, war jetzt hier, ob die Anforderungen im Säugetiergutachten ausreichend sind. Und auch, ob diese in Duisburg gegeben sind und ob man etwas verbessern kann. Ich war als einer von mehreren Sachverständigen auch zur Erstellung des Säugetiergutachtens befragt worden und war an den Diskussionen zumindest für die Meeressäuger beteiligt.
Und ich widerspreche ganz klar der Aussage, dass das nicht auf wissenschaftlicher Grundlage geschehen ist. Und ich möchte kurz ausführen, warum dem so ist. Das erste Thema, was schon mehrmals angesprochen wurde dabei, ist, wie weit die Tiere schwimmen. Nun ist es ja bei keinem Tier so in einem Zoo, dass man dort praktisch den Lebensraum zur Verfügung stellt oder die Distanzen zur Verfügung stellt, die die Tiere tatsächlich nutzen in freier Wildbahn. Nun kann man das aber von verschiedenen Winkeln aus betrachten. Das erste dazu ist, dass man sagen muss, dass natürlich für das Tier das im Grunde genommen nicht so eine Frage ist, ob es das nun in einer geraden Linie schwimmt oder ob es dabei Kurven schwimmt. Das heißt also, die Gehege, die wir hier haben und die vorgeschlagen sind, sind ausreichend groß, um diese Strecken zurückzulegen pro Tag. Das möchte ich dazu als erstes einmal sagen. Das zweite dabei ist, dass in freier Wildbahn Tiere, wenn sie zugefüttert werden, da gibt es eine Studie zu vor Westaustralien, ihre normales Gebiet, was sie abschwimmen, drastisch verringern. Da gibt es einen Strand, wo Tiere zugefüttert werden, nur zweimal am Tag kriegen die sehr wenig Fisch und da wird tatsächlich diese sogenannte Home Range verringert sich um mehr als die Hälfte. Das heißt also im Grunde genommen, worüber wir hier sprechen oder warum diese Tiere diese Strecken zurücklegen, hat halt vor allen Dingen mit der Nahrungssuche zu tun. Wenn man jetzt sich weiter fragt, ob so ein Tier tatsächlich jetzt eine Vielfalt von Lebensräumen aufsucht, da ist es so, dass wir jetzt eine Studie in Florida haben, wo wir sogenannte D-Tags, das sind also kleine Aufnahmerekorder, die man mit Saugnäpfen an Tieren befestigen kann, die teilweise auch mit in Duisburg entwickelt worden sind. Da sehen wir, dass die Tiere also in erster Linie einfach diese Strecken abschwimmen und praktisch nach Nahrung suchen und dann das kurzzeitig unterbrochen wird, wo die Tiere halt fressen und dass das in erster Linie der Grund zu sein scheint, warum sie diese größeren Distanzen zurücklegen. Der zweite Aspekt ist das Sozialverhalten, was ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen wurde. Und da ist einfach, muss man das einfach etwas differenzierter sehen mit den Gruppen. Auch hier ist es natürlich so, dass in einem Zoo es viele Tierarten gibt, die natürlich viele andere Individuen im freien Lebensraum begegnen würden. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt das suchen. Und was wichtig ist halt vor allen Dingen bei den Delfinen, ist, dass sie halt zusammenkommen können und auch wieder auseinandergehen können, was ja in diesen Mehrbeckensystemen auch gegeben ist. Diese sogenannte Fish and Fusion Society, wo also Tiere zeitweise Zeit zusammen verbringen, dann aber auch auseinandergehen, aber meistens trotzdem bevorzugte Partner haben, ist etwas, was man relativ viel oder bei relativ vielen Tieren findet. Für die Delfine aber gibt es eine sehr interessante Modifikation und das ist sehr wichtig zu bemerken, was auch die Tiere eigentlich sehr interessant macht. Das heißt nämlich, dass man bei einigen Säugetieren eine große Komplexität im Sozialverhalten findet. Das heißt aber nicht, dass diese Komplexität heißt, diese Tiere haben dieses eine Sozialverhalten und damit hat sich's dann. Sondern was wir tatsächlich bei den großen Tümmlern haben, ist, dass die verschiedenen Populationen doch auch verschiedenes Sozialverhalten an den Tag legen. Das heißt also, zum Beispiel gibt es diese viel besprochenen Allianzen, wo Männchen sich zusammentun und fast immer zusammenschwimmen in einzelnen Individuen. Diese Allianzen gibt es in mehreren Populationen vom Tosiops truncatus, dem Tier, über das wir hier sprechen. Es gibt aber auch zwei bekannte Populationen, wo die nicht auftauchen. Auch beide von dieser Art. Eine davon ist die Gruppe in Neuseeland, die auch in dem einen Gutachten zitiert wird, wo Männchen und Weibchen zusammen in größeren Gruppen leben. Das heißt also nicht, dass die immer separat liegen. Diese Flexibilität, die die Tiere an den Tag legen, ist vermutlich gesteuert durch die spezifischen Gegebenheiten in ihrer Umgebung. Das heißt also, was für ein Nahrungsangebot dort ist, wie tatsächlich der Lebensraum gestaltet ist. Das heißt also, dass die Tiere, die jetzt hier im Zoo gehalten werden, nicht in einer unnatürlichen Gruppe sind, sondern sie sind in einer der Gruppenformen, die für diese Tiere möglich sind, werden sie gehalten. Der dritte Aspekt ist die viel besprochene und auch von mir untersuchte sogenannte Intelligenz von Delfinen. Dazu möchte ich sagen, das ist natürlich ein Thema, was sehr interessant ist. Die Ergebnisse dazu sind oft umstritten, aber natürlich zeigen diese Tiere sehr interessante Fähigkeiten, das ist gar keine Frage. Man muss dabei aber erstens einmal bemerken, dass diese Ergebnisse tatsächlich aus Zoos und wissenschaftlichen Einrichtungen kommen. Das heißt also, diese Fähigkeiten, die dort zitiert werden, wurden herausgefunden an Tieren, die sich tatsächlich in diesen Bedingungen finden. Das heißt also nicht in irgendeiner Form, da wir eine Einschränkung finden, sondern ganz im Gegenteil, diese Fähigkeiten entdecken im Prinzip.
Der andere Aspekt ist natürlich, dass man jetzt nicht sagen kann, der Delfin ist sehr viel anders als andere Tiere. Der Delfin hat Anpassungen an den Lebensraum und an das Sozialverhalten, aber wir finden ganz ähnliche Anpassungen zum Beispiel bei Rabenvögeln. Das macht aber das Tier halt gerade besonders interessant, weil nämlich dieselben oder sehr ähnliche Merkmale sich ausgeprägt haben in völlig unterschiedlichen Lebensräumen. Und das macht sie biologisch von großem Interesse. Nun war eine der Fragen, ob denn nun die Säugetiergutachtenanforderungen ausreichend sind und ob diese in Duisburg gegeben sind. Meiner Ansicht nach sind sie ausreichend, denn es sind ja Mindestanforderungen. Und dazu auch gleich dann zu der Frage, ob es noch Verbesserungen geben kann. Ich glaube, es kann immer Verbesserungen geben. Und das ist aber ganz klar natürlich etwas, was wir alle, an dem wir alle Interesse haben. Und es ist etwas, was ich ganz klar bei den deutschen Zoos sehe. Ein stetiges Versuchen der Verbesserung und der weiteren Wissensanreicherung. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo ich jetzt nicht sagen kann, oh, da gibt es jetzt einen Verbesserungsbedarf, sondern tatsächlich, wo die Forschung auch reinkommt und wir praktisch dadurch, dass wir Neues über die Tiere lernen, dann auch unsere Erwartungen oder vielleicht auch unsere Haltungsbedingungen verändern. Und das zeigt sich ja nun auch in so einem Prozess wie dem Säugetiergutachten, was dann revidiert wird und wo sich Sachen verändern. Das ist halt ganz normal der Prozess dafür. Insgesamt möchte ich sagen, dass wir natürlich als ein Forschungsinstitut oder das größte Meeressäugerforschungsinstitut in der Welt wirklich freie Auswahl haben, wo wir unsere Arbeiten machen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie an ein bestimmtes Institut gehen müssen. Es ist auch nicht so, dass diese Institute Geld zur Verfügung stellen, sodass wir da kommen, sondern es ist so, dass wir aussuchen, wo wir hingehen können und wo wir am besten uns diese Tiere angucken können und am sinnvollsten arbeiten können. Duisburg ist einer der Zoos, Nürnberg ist einer der Zoos, in denen wir arbeiten. Wir arbeiten aber auch in Zoos in Nordamerika, in Holland und in vielen anderen Ländern. Es gibt aber tatsächlich jeweils immer eine Betrachtung dieser Zoos und ob wir dort arbeiten wollen oder nicht. Und wir haben durchaus auch Zoos, wo Mitarbeiter arbeiten wollten oder die uns Möglichkeiten angeboten haben, abgelehnt. Dazu muss ich dann sagen, dass ich also finde, dass durchaus in Duisburg die Mindestanforderungen gegeben sind und sogar einiges mehr. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern diese deutschen Zoos sehr erfolgreich sind, unser Wissen voranzutreiben und auch praktisch neue Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend möchte ich abschließend sagen, dass ich eigentlich überrascht bin über viele der Aussagen in diesen Gutachten, denn ich kann keinerlei wissenschaftliche Grundlage sehen für Aussagen, dass diese Haltung grausam ist, dass dort Tierleid verursacht wird, dass die Tiere sich unnatürlich verhalten. Wir haben diese Vergleiche gemacht. Und man möchte vielleicht auch noch bemerken, dass bei solchen Studien natürlich es auch für uns sehr wichtig ist, für diese Studien, dass wir über die Tiere etwas lernen und nicht uns ein Tier angucken, was völlig aus seinem Normalbereich herausfällt. Wir suchen uns natürlich genau solche Anlagen, wo wir das Problem nicht haben. Und es sind auch nicht alle Forschungen Verhaltensforschungen. Es gibt durchaus auch viele Forschungen, wo wir uns zum Beispiel Hörschwellen oder Hörvermögen der Tiere angucken, die insgesamt auch von den Haltungsbedingungen beeinflusst werden könnten. Und auch da achten wir darauf, dass die Institutionen entsprechende Mindestanforderungen haben. Das heißt also, ich kann eigentlich diese Argumente, die oft auch unbegründet bleiben und oft auch keine Quellenangaben haben, wirklich nicht nachvollziehen und verstehe ehrlich gesagt nicht, woher die kommen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Professor Janik. Wir kommen jetzt zur nächsten oder zweiten Fragerunde. Fangen wir mal diesmal mit der SPD an. Wer möchte? Herr Börner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Zu zwei unterschiedlichen Punkten hätte ich jetzt noch Fragen. Einmal Delfine, wenn wir uns darüber unterhalten uns ja eigentlich über das Thema Zoos insgesamt. Und da hätte ich jetzt eine Frage an Frau Breining. Wenn ich jetzt nochmal die These in den Raum werfe, medizinische Erkenntnisse zur Tiergesundheit, auch insbesondere wildlebender Tiere, werden im Wesentlichen in Zoos gewonnen. Wie bewerten Sie diese Chance, die wir durch Zoos haben, letztlich, wenn wir es auf Delfine reduzieren, aber gerne auch auf andere Tiere, und da also die Notwendigkeit eben, dass sie dann in Gefangenschaft leben. Die nächste, also Herr Janik hatte das schon angeführt, aber würde mich mal Ihre Position dazu interessieren. Dann, das wurde auch schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal von Herrn Rades und Herrn Bernsing. Die Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich so häufig mit Delfinen und die ganzen anderen Tiere, die auch im Zoo gehalten werden? Tiger, Löwen, die haben ja nun auch ein sehr, sehr interessantes Leben, Kamele. Wieso beschäftigen wir uns nur mit dieser einen Art von Tieren? Dann eine ganz andere Richtung, viel spannender, als sich über die wenigen Delfine in
Nürnberg und Duisburg zu unterhalten. Das ist ja, was in freier Wildbahn passiert. Und da erleben wir ja auch recht spannende Verhaltensauffälligkeiten, dass plötzlich aus irgendwelchen Gründen Delfine oder Wale in Masse an Land kommen und dann da verenden. Es gibt ja einige Forschungen, was Bioakustik oder akustische Merkmale, die dann in Delfinarien durchgeführt werden. Da wäre jetzt nur die Frage an Herrn Rades, Herrn Janik, inwieweit kann man diese Forschungen über das Verhalten aufgrund von irgendwelchen Signalen, die wir als Menschen erstmal nicht wahrnehmen, in der freien Wildbahn dann auch einsetzen? Wenn ich daran denke, dass wir Windräder auf hoher See bauen, andere Offshore-Anlagen, dass man da besser vorgeht als vielleicht in der Vergangenheit oder auch was Schiffe an Signalen abgeben, die Tiere dann irritieren. Das finde ich mal interessant zu bewerten, weil ich sage, im Zweifel geht das ja ein bisschen zu unserer Energiewende, wo wir eine ganze Menge in der Nordsee bauen wollen, was ja dann vielleicht durch die Forschungen in den Delfinarien sensibler und besser gebaut werden kann. Dankeschön. Dankeschön, Herr Börner. Für die CDU, Herr Hohenjürgen. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Und auch nochmal herzlichen Dank an die bisherigen Ausführungen, die wir hören konnten. Sie waren in großen Teilen sehr, sehr interessant und nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz gibt es noch Fragebedarf und der richtet sich an Frau Dr. Breining. Auch hier nochmal analog zu der Frage des Kollegen von der SPD. Können Sie Ihre Behauptung aufrechterhalten, dass es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse geben kann, die man gewinnt bei Tieren in Zoohaltung, die auch den Tieren in der Freilandhaltung zugutekommen, beziehungsweise können Sie aufrechterhalten, dass die dort gewonnenen, in Zoos gewonnenen Erkenntnisse keine wissenschaftliche Bedeutung haben, so wie Sie sich vorhin ausdrückten. Und ich würde dann auch von Herrn Janik und von Frau Dr. Baumgartner noch einmal die Bewertung ihrer Erkenntnisse in diesem Zusammenhang hören. Des Weiteren würde ich gern von Herrn Adler wissen, warum denn der Münsteraner Zoo seine Delfinhaltung aufgegeben hat. Dankeschön. Jetzt für Bündnis 90 Grüne Herrn Abel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Brensing und noch eine an Herrn Dr. Maisack. An Herrn Dr. Brensing, es wurde ja ausgeführt in der Stellungnahme und auch nochmal mündlich von Herrn Dr. Maisack, dass insbesondere die Grundbedürfnisse, Nahrungserwerbsverhalten, Mutter-Kind-Verhalten, Sozialverhalten unter dem weitreichenden Schutz des Tierschutzgesetzes stehen. Können nach Ihrer wissenschaftlichen Einschätzung diese Grundbedürfnisse in der Anlage in Duisburg aus Ihrer Sicht adäquat befriedigt werden? Die zweite Frage an Sie wäre, dass es ja in der Stellungnahme des Zoo Duisburgs nunmehr eingeräumt wird, dass es in den letzten zwei Jahren zum Einsatz von Psychopharmaka und anderen Medikamenten kam. Herr Pagel verweist in seiner Stellungnahme ja auch noch mal auf die Ausführung von dem damaligen Veterinär aus Nürnberg, das Stichwort Social Calming. Sie haben damals die Akteneinsicht in Nürnberg erstritten und haben das ja auch schon in Ihrem mündlichen Beitrag einfließen lassen. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme über Aggression, gestörtes Sozialverhalten, die mit diesen Medikamenten behandelt werden. Können Sie das nochmal ausführlich ausführen? Und dann an Dr. Maisack in diesem Zusammenhang dann die Frage, aufgrund der Stellungnahmen und dem, was aus der Akteneinsicht berichtet wurde, gibt es über den Einsatz solcher Medikamente bei Tieren rechtliche Auseinandersetzungen? Und können Sie aus diesen ableiten, wie beispielsweise Gerichte den Einsatz von Medikamenten zur Beruhigung beurteilen und wie die rechtliche Situation ist? Dankeschön, Herr Abel. Für die FDP, Herr Höhne. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage an Herrn Adler und Herrn Winkler. In einigen Stellungnahmen geht es grundsätzlich auch noch mal darum, was für Aufgaben, Aufträge sich insgesamt an Zoos richten, also das Thema Artenvielfalt, Artenschutz, das Thema Bildung und so weiter. Vielleicht könnten Sie uns noch mal in wenigen Worten erläutern, wie sich das so verteilt, auf welchen Bereich, welche Bereiche Sie für besonders wichtig hier an dieser Stelle halten, und mich würde vor dem Hintergrund auch noch mal insbesondere interessieren, vielleicht an ein, zwei konkreten wichtigen Beispielen, inwieweit es
größere Weiterentwicklungen, Verbesserungen bei der Haltung bei Delfinen auf der einen Seite sicherlich, darum geht es ja heute hauptsächlich, aber eben auch bei anderen Tierarten gegeben hat. Auch das ist ja eben schon mal so grob angeklungen, dass es da zahlreiche Verbesserungen gab. Ein, zwei anschauliche Beispiele machen das meiner Meinung nach immer noch mal ein bisschen einfacher. Dann würde ich gerne noch mit einer Frage an Frau Dr. Baumgartner anschließen, die an das auch anschließt, was der Kollege Abel gerade noch mal angesprochen hat in Bezug auf die Medikamente. Für mich jetzt als Laien, wenn ich jetzt höre, 4 Wochen, 6 Wochen pro Jahr wurde mit Medikamenten behandelt, ist das im Vergleich zum Menschen, da kann ich es ja einigermaßen einschätzen, im Normalfall viel. Wie verhält sich das denn zu anderen Tierarten oder zu anderen Delfinarien? Ist das viel? Ist das wenig? Wie kann man da reduzieren? Und die anderen Aspekte hat ja der Kollege Abel eben schon angesprochen zum Thema Medikamente. Dankeschön. Jetzt Frau Brandt für die Piraten. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Entrup. Es wird immer wieder auch gerade von Herrn Winkler davon gesprochen, dass seit in den Delfinarien nur Tiere aus küstennahen Populationen leben. Das klingt so ein bisschen, als wenn die so auf Badewannentiefe rumplanschen. Wie muss man sich denn so einen küstennahen Streifen in der Natur vorstellen und kann ein Becken in einem Zoo solche Bedingungen nachempfinden? Und dann ein Fragenkomplex, der geht an Dr. Brensing und Herrn Winkler. Es wird ja immer wieder auf das Säugetierachten referenziert, was ja von allen Tierschutzorganisationen massiv kritisiert wird, dass es nicht reichen würde für die artgerechte Haltung. Gehen wir jetzt aber mal auf das Säugetiergutachten. Und dort wird festgehalten, dass es eine obere Grenze von 40 dB über der Hörschwelle bei der Haltung von Delfinen gibt. Meine Frage an Dr. Brensing: Was passiert denn, wenn Delfine immer wieder Lärm ausgesetzt sind, der deutlich über diesem Wert liegt? Und an Herrn Winkler: Gibt es bei den Shows, bei denen ja mehrere tausend Menschen täglich teilnehmen, Lärmmessungen? Und was tun Sie, um zu verhindern, dass die Tiere über die Maße durch Lärm belästigt werden? Danke. Dankeschön, Frau Brandt. So, jetzt kommen wir zur Beantwortungsrunde. Zunächst die Fragen von Herrn Börner an Frau Dr. Reinig, die bitte dann auch die Fragen der anderen Fragesteller mitbehandeln möchte. Bitte schön, Frau Dr. Breining. Also ich kann an dieser Stelle nur wiederholen, dass die Lebensbedingungen im Ozean einfach so unnatürlich sind, im Delfinarium so unnatürlich sind im Vergleich zum Ozean, dass sich jeder vorstellen kann, wie ein Delfin, der im Ozean zu Hause ist, der dort mit vielen Artgenossen lebt und seine Zeit damit verbringt, frei zu spielen und in den Wellen zu surfen, der lebt jetzt in einem Betonbecken und hat 0,0001% Platz, den er vorher hatte, also ein Zehntausendstel. Wie kann man die Ergebnisse von solchen Studien auf Freilandpopulationen übertragen? Man kann diese Studien durchführen, sicherlich, und man erhält Ergebnisse für die Delfine im Delfinarium. Aber man kann diese Studien nicht auf Freilandpopulationen übertragen. Verhaltensstudien in der Biologie werden im Freiland durchgeführt. Verhaltensstudien in zoologischen Einrichtungen haben Aussagekraft für diese Einrichtungen, aber für die Freilandpopulation muss erst mal bewiesen werden, dass die übereinstimmen. Die medizinischen Erkenntnisse, die in der Gefangenschaft gewonnen werden, nützen die denn den Tieren in der freien Wildbahn? Wenn Sie jetzt ein Medikament finden für eine Giraffe, die Halsschmerzen hat, wird dieses Medikament sicher nicht zum Einsatz kommen in Afrika. Von daher stelle ich mir die Frage, warum sind solche Erkenntnisse überhaupt notwendig? Und selbst wenn einige Studien überhaupt zu Ergebnissen führen, dann stellt sich immer noch die Frage, zu welchem Preis? Zu welchem Preis für die Tiere? Zu welchem Preis für die Delfine? Dürfen hochintelligente Tiere jahrzehntelang in enge, kahle Betonbecken gesperrt werden? Tiere, die nicht nur hochintelligent sind, sondern nachweislich auch ein Ich-Bewusstsein haben und wissen, dass sie in Gefangenschaft sind, die darunter leiden. 2010 forderte der Ethikprofessor Thomas White dazu auf, dass Delfine aufgrund dieser Kombination aus hoher Intelligenz und Selbstbewusstsein mit Respekt und Achtung behandelt werden.
und nicht für Tierschoß vermarktet werden und auch nicht, dass man an ihnen herumexperimentiert. Und es gibt zahlreiche unabhängige Delfinforscher wie Lori Marino und Ken Levasseur und der französische Forscher Philippe Mort, die solche Studien ablehnen, weil sie über die Ähnlichkeit der Gehirne zwischen Mensch und Delfin Bescheid wissen, weil sie wissen, Delfine fühlen so ähnlich und denken so ähnlich wie wir Menschen. Vor 2 Wochen sagte der französische Ethologe Philippe Mort, es würde ihn mit einem Augenzwinkern, es würde ihn nicht wundern, wenn Delfine Unterwasserkonferenzen über uns Menschen abhalten, weil sie eben so ähnlich denken und fühlen wie wir Menschen. Und aufgrund dieser Charaktere, die Delfine ausmachen, einfach diese Besonderheiten der Intelligenz und die Besonderheiten dieses Ich-Verständnisses, sind Delfine einfach eine Tierart, die nicht in Gefangenschaft gehalten werden kann. Aber auch die anderen Tiere dürfen nicht in Gefangenschaft gehalten werden. Denn wozu? Ich meine, natürlich hat es Gründe für uns Menschen. Es ist interessant, an ihnen herum zu experimentieren. Und es ist interessant, eine Giraffe im Zoo zu besichtigen. Aber für die Tiere ist es von keinerlei Interesse. Und für die Tiere sind solche Studien überflüssig. Und wenn man jetzt betrachtet, dass das Echolot für Nachzuchten in Betonbecken niemals richtig genutzt werden kann, dass das Echolot aber sehr wichtig ist für Delfine, um über viele Kilometer zu kommunizieren. Delfine sehen quasi mit ihrem Echolot. Sie schwimmen im Ozean und entdecken Hindernisse, erkennen ihre Beute, sie fangen damit. Und im Delfinarium hat dieses Echolot plötzlich gar keine Funktion mehr. Es gibt keine Umwelt mehr, die man entdecken kann. Es gibt keine Beute, die man fangen kann. Es gibt keinen Grund mehr und daher verkümmert dieser Sinn. Und wenn dieser Sinn verkümmert, was verkümmert dann noch? Und daher machen für mich als Biologin solche Studien keinen Sinn. Und es gibt auch noch andere Delfinforscher, für die solche Studien auch keinen Sinn machen. Aber vor allen Dingen geht es hier heute um die Ethik, darum, dass selbst wenn solche Studien Ergebnisse bringen würden, dürfen Delfine nicht jahrzehntelang in enge, kahle Betonbecken gesperrt werden und ihnen darf nicht alles genommen werden, was ihr Leben in Freiheit ausmacht. Dankeschön. Jetzt Herr Rades vom Vogelpark Herborn. Ja, meine Damen, meine Herren, auch ich darf mich herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, mich zur Delfinhaltung hier zu äußern, bedanken. Ich bin hier in meiner Funktion als Leiter des Vogelpark Herborn und als Tierökologe, der für den NABU über mehr als 2 Jahrzehnte im Artenschutz aktiv ist, ursprünglich hauptamtlich als Artenschutzreferent des NABU Niedersachsen und inzwischen ehrenamtlich. Im Zusammenhang mit diesem ehrenamtlichen Engagement habe ich mich im Rahmen der Arbeit unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Internationaler Artenschutz, das ist ein Fachgremium des NABU, insoweit ist die Eingabe richtig, dass ich nicht für den NABU allgemein spreche, sondern für das Fachgremium der Bundesarbeitsgemeinschaft Internationaler Artenschutz, besetzt aus Biologen und Juristen. Wir haben uns intensiv mit Delfinarien auseinandergesetzt, weniger vor dem Hintergrund der heutigen Debatte als vor dem Hintergrund unter Artenschutzrelevanz, der Debatte um den Orca Morgan, ein weiblicher Orca, der 2010 im niederländischen Wattenmeer entkräftet aufgegriffen wurde, der dank des Engagements der Kollegen im Delfinarium Harderwijk rehabilitiert werden konnte, so weit, dass das Tier inzwischen wieder ein halbwegs gesundes Leben führen kann, halbwegs gesund nur deshalb, weil das Tier ist, auch deswegen ist es gestrandet, hat schwere Hörschäden und hat entsprechende Orientierungsprobleme. Und da wären wir zum Beispiel bei einer Frage, warum denn die Forschung in Delfinarien den Tieren in der Natur helfen kann. Diesem Orca hat das geholfen und ich konnte mich bei 2 langen Aufenthalten in Teneriffa davon überzeugen, dass es dem Tier dort bestens geht, dass er im Gegensatz zur Darstellung von mancher verklärten, sehr unwissenschaftlichen Seite, auch wenn es von Wissenschaftlern unterschrieben worden ist, aber das bedeutet nicht, dass es hier auch Menschen sind, die Fehler machen können, dass da extrem unsachlich argumentiert worden ist. Und jetzt zurück, weil dieser Orca Morgan führt uns zu der ersten Frage, die aussagt, wie es denn kommt, dass just die Delfine uns emotional dermaßen ansprechen. Wir stellen tatsächlich heute wieder fest und im Zusammenhang mit solchen Debatten fest, diese Tiere vermögen zu polarisieren. Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich sehr begrüße, wenn wir sachkonform miteinander umgehen, wenn wir zivil miteinander umgehen und wenn wir versuchen, einen weitmöglichen Kontext hinzubekommen, weil dass die Delfine dermaßen polarisieren, ist ja eine Chance. Und das sage ich als aktiver Natur- und Artenschützer,
die wir dringend nutzen müssen. Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen. Die Menschheit vermehrt sich in der Stunde, die wir hier sitzen, um 12.000 Köpfe. Es gibt keine 4.000 Tiger mehr auf der Welt. Wenn man diese Zahl einfach mal gegeneinander hält, dann weiß man, was wir für große Probleme haben und dass wir vielmehr den Schulterschluss suchen sollten zwischen Leuten, die in Natur und Arten und auch im Tierschutz engagiert sind, mit den wissenschaftlich forschenden Einrichtungen, zu denen die Universitäten genauso gehört wie die zoologischen Gärten. Die zweite Frage, Universitäten, führt denn dazu, welche Forschungsergebnisse können uns denn Tiere liefern in Delfinarien, die den Tieren in der Natur zugutekommen? Ich darf daran erinnern, dass Dr. Klaus Lucke, ein deutscher Wissenschaftler, der inzwischen in Australien ansässig ist, dass der ganz wichtige bioakustische Untersuchungen gemacht hat am Schweinswal. Schweinswal ist, wir reden interessanterweise über Schweinswale so gut wie gar nicht. Das ist die deutsche Delfinart. Sie kommt in der Nord- und Ostsee vor, ist hochgradig von der Ausrottung bedroht, im Gegensatz zum großen Tümmler, über den wir reden. Und diese Studien hat Herr Dr. Lucke hauptsächlich im Delfinarium gemacht, weil es in der Natur gar nicht möglich gewesen wäre. Und das hat dazu geführt, dass entsprechende Richtlinien in Deutschland zumindest erlassen worden sind, die Grenzwerte vorgeben, dass diese Population nicht über Gebühr beansprucht wird, durch Offshore-Bohrungen und dergleichen. Und da schließt sich der Kreis zum Ockermorgen. Wir wissen heute noch nicht, warum dieses Tier verwaist im Alter von circa 3 Jahren aufgegriffen worden ist. Aber diese Forschungsergebnisse können auch bei der Rehabilitierung solcher Tiere helfen, wie das Beispiel Harderwijk und Loropark Teneriffa zeigt. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Rades. Ich darf dazwischen eine kurze Protokollnotiz mit einbringen. Herr Rades, Sie haben sich in Ihrem Statement auf den Naturschutzbund, auf den NABU bezogen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass mich Herr Thumbrink vom NABU angeschrieben hat, beziehungsweise die Präsidentin, der auffordert, dass Sie nicht autorisiert sind, für den NABU zu sprechen. Er distanziert sich ausdrücklich davon, was Sie hier sozusagen verlautbaren. Das bitte ich also zu bemerken. Meine Damen und Herren, Entschuldigung, darf ich mich dazu äußern? Nein, Moment, noch was. Ich darf auch die Zuschauer darauf hinweisen, weil ich das ein paar Mal schon gesehen habe, dass also wir in einer Ausschusssitzung ausdrücklich nicht vor Bild- oder Tondokumente zulassen. Also bitte keine Aufzeichnungen bzw. Fotos. Von wem? Also bei mir ist keine Genehmigung eingeholt, wenn das kenne ich. Also ich bitte Sie, das zunächst zu unterlassen. Das müsste ich dann erstmal hier vorliegen haben. Wir können hier nicht anders vorgehen wie in normalen Ausschusssitzungen aus. Bitte ich das zu berücksichtigen. So, Sie wollten sich dazu noch mal äußern, Herr Rades, zu diesem Einwurf von Herrn Thumbrink vom NABU. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Das handelt sich um eine reine formale verbandsinterne Geschichte. Es ist so, dass der NABU ein basisdemokratisch organisierter Verband ist, mit mehr als 1.000 Orts- und Kreisverbänden in Deutschland, und das über entscheidende Positionspapiere. Und es gibt vom NABU kein offizielles Positionspapier zu Delfinarien, weil es auch nicht dem satzungsgemäßen Auftrag entspricht. Der NABU engagiert sich primär im Natur- und Artenschutz und erst sekundär im Tierschutz, da wo es gemeinsame Schnittmengen gibt. Ich bin dahingehend autorisiert, dass wir innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, Bundesarbeitsgemeinschaft Internationaler Artenschutz, mit den Experten, die darin tätig sind, dass wir dort Übereinkunft haben, dass das Statement, was ich abgebe, im Sinne der Fachexperten ist. Die politischen Dimensionen, das sind Dinge, die in einem so großen Verband Jahre dauert, bis da eine entsprechende Positionierung erfolgt ist, wenn sie überhaupt erfolgt, weil, wie gesagt, diese tierschutzrelevanten Dinge nicht dem satzungsgemäßen Zweck des NABU entsprechen. Danke. Das müssten Sie jetzt innerhalb Ihrer Organisation klären. Ich lese jetzt noch mal vor, damit wir das alles auch ordnungsgemäß hier protokollieren. Im einen Absatz des von Herrn Thumbrink, NABU-Landesvorsitzender NRW. Zur Anhörung liegt Ihnen die Stellungnahme 16-15-97 des geladenen Sachverständigen Herrn Wolfgang Rades vor. Die Absenderadresse wie auch der Text vermittelt den Eindruck, dass Herr Rades auch für den NABU die Stellungnahme abgibt und diese Stellung meine die Meinung des NABU wiedergibt.
Dies ist nicht der Fall und ich stelle das auch nach Rücksprache mit dem NABU-Präsidium ausdrücklich klar. Er ist dazu nicht autorisiert. Das fürs Protokoll und das andere klären Sie bitte unter sich. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Herrn Börner an Herrn Dr. Brensing. Der hat auch gleichzeitig Fragen bekommen von Frau Brandt, von Herrn Abel, ja, von den beiden. Herr Dr. Brensing, bitteschön. Ja, schönen Dank. Also die Frage ging ja in die Richtung, warum beschäftigen wir uns hier, warum sitzen hier so viele Menschen zusammen, um über so wenig Tiere zu reden. Naja, ich denke mal, die Tiere haben eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist der Grund, warum wir uns darüber unterhalten und warum das auch scheinbar von politischer Relevanz sind. Die Tiere stehen für vieles und vielleicht hinterfragen sie auch die Möglichkeit, ob es überhaupt möglich ist, alle Tiere in Gefangenschaft zu halten. Und ich glaube, das ist eine Frage, die hier mit praktisch auf dem Tisch liegt. Für die WDC gesprochen, also die Organisation, für die ich arbeite, ist die Frage ganz einfach. Wir beschäftigen uns natürlich mit den Tieren, weil es unser Mandat ist. Wir haben uns als Organisation dem Schutz von Walen und Delfinen verschrieben. Insofern ist es gar keine Frage, worum wir da Interesse haben. Es hat sich in der Vergangenheit im Naturschutz bewährt, sich auf Arten zu konzentrieren. Damit ist man sehr erfolgreich, deswegen machen wir das auch. Und ein weiterer Punkt, warum wir uns jetzt gerade an der Stelle jetzt nicht über Beifang und die Probleme im Freiland unterhalten. Und dahin ging ja die Frage, die WDC ist natürlich extrem engagiert, wenn es um Freilanduntersuchungen und um Freilandnaturschutz geht. Das ist eigentlich unsere Hauptarbeit. Wir sind in allen internationalen Gremien, die sich damit beschäftigen und das ist unsere Domäne. Die Gefangenschaftshaltung ist eher etwas, was vielleicht auch unsere Supporter von uns erwarten und deswegen kümmern wir uns auch darum. Aber wir verstehen uns im Wesentlichen als Naturschutzorganisation, die für die Tiere im Freiland aktiv ist. Und aus diesem Grund, und jetzt freue ich mich, dass der Herr Lucke mehrfach genannt worden ist, ist ein ehemaliger Kommilitone von mir, mit dem ich auch sehr in Kontakt bin, weil wir beide akustisch arbeiten, erwähnt worden ist. Das gibt mir die Möglichkeit, über einen Aspekt meiner eigentlichen Arbeit zu reden, das ist nämlich die Akustikforschung. Und da bin ich praktisch in dem europäischen Gremium, was die Akustikforschung, die beispielsweise auch unser Wissenschaftler aus England, der Herr Janik, produziert diese Daten, die dort produziert werden, diese Erkenntnisse, die dort produziert werden und eben auch die Daten und Erkenntnisse von Herrn Lucke, werden in dieser Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission, in der ich Mitglied bin, verarbeitet und man gibt daraufhin Empfehlungen an die Mitgliedstaaten raus. Das ist die Europäische Marine Strategy Framework Directive, das ist mir vertrauter als der englische Begriff, als der deutsche Begriff. Und da fließen Daten rein, eben beispielsweise auch von Herrn Lucke. Und diese Daten, die da reinfließen, die werden natürlich nach Relevanz beurteilt. Und das ist ein schönes Beispiel, wo wir darüber reden können, wie wichtig ist Forschung in Gefangenschaft und wie wichtig ist Forschung im Freiland. Wir in Deutschland sind in der glücklichen Position, dass wir aufgrund der Untersuchung von Herrn Lucke tatsächlich einen Schwellenwert definiert haben, der sagt, wie laut es draußen im Meer sein darf. Das ist ein Durchbruch. Aber aus meiner eigenen Erfahrung in diesen Gremien und auch in anderen weiß ich, dass sich dieser Wert nicht durchsetzt. Und warum setzt er sich nicht durch? Weil er nicht wirklich reproduzierbar ist und weil kritisiert wird, dass die Untersuchung an einem gefangenen Tier bzw. an gefangenen Tieren gemacht wurde, weil beispielsweise das Tier, was auch nicht in Deutschland war und was im Übrigen auch kein Delfin ist, sondern der Schweinswal ist ein Wal, dieses Tier wird in Dänemark gehalten und ist dort in einem Art Hafenbecken, also auf jeden Fall im Freiwasser. Und ist dort eben auch den Hafengeräuschen ausgesetzt. Und wir wissen jetzt gar nicht, und das ist die Kritik, die wissenschaftliche Kritik an den Untersuchungen, inwieweit hat diese Bedingung, denen das Tier dort ausgesetzt ist, überhaupt dafür gesorgt, dass eben eine bestimmte Hörschwelle bei dem Tier gemessen werden konnte. Und das sind Untersuchungen, die jetzt im Freiland mit freien Tieren wiederholt werden. Ja, also die Untersuchungen, die in Gefangenschaft gemacht werden, sind zweifelsweise da. Aber sie müssen, wenn sie Bestand haben sollen, wenn sie wirklich anerkannt sein sollen im Freiland, reproduziert werden. Und dann möchte ich noch eine Sache anschließen. Die WDC hat mal eine Analyse gemacht,
ist vor 2 Jahren ungefähr veröffentlicht worden, wo wir nachgeschaut haben, wie viel wissenschaftliche Informationen werden auf der ECS, das ist die europäische, die Hauptkonferenz zum Wahl, zu Wahlen und Delfinen in Europa, und wie viel Prozent der Informationen, die dort präsentiert werden, werden aus Gefangenschaft produziert. Und wir sind bei kleiner als 5% gelandet. Also das nur, um den Wert zu gewichten. Freilandforschung ist zweifelsfrei die wesentliche Informationsquelle, die wir haben. Und auch bei vielen Kognitionsforschungen beispielsweise, die Erkenntnisse, die wir über die von Herrn Janik erwähnten Netzwerke haben, das sind Freilandforschungen. Die Erkenntnisse, die wir über den Einsatz von den Pfiffen, von den Identifikationspfiffen von den Tieren haben, die etwas Beeindruckendes, eine beeindruckende kognitive Leistung ist, die beeindruckenden Untersuchungen von Herrn Janik dazu sind Freilanduntersuchungen. Und vielleicht kann ich an der Stelle noch ganz kurz auf die Frage von den Piraten eingehen. Was passiert, wenn die Tiere mehr als 40 dB ausgesetzt werden? Dazu muss man 2 Dinge betrachten, die auch im Freiland betrachtet werden, wenn es darum geht, die Windkraftanlagen zu evaluieren und zu gucken, ob die eventuell einen negativen Einfluss auf die Population haben. Der eine Effekt ist die direkte, unmittelbare Schädigung. Darauf zielen auch die Untersuchungen von Herrn Lucke hin, denn der hat geguckt, ab wann kommt es zu direkten Schädigungen, reversiblen Schädigungen, aber eben Schädigungen. Das kann passieren, wenn die Geräusche zu laut sind, wenn beispielsweise, wie in Nürnberg der Fall war, ich kann jetzt nicht sagen, ob da irgendwas passiert ist, weil ich habe keine Messung, aber wenn beispielsweise Baulärm in der direkten Umgebung ist, ist es durchaus möglich, dass hohe Schallpegel, die weit über dem 40 dB-Wert liegen, über den Körperschall, über die Erde, auch in das Wasser übertragen wird. Das ist also ein sehr guter akustischer Transportweg, das wäre also keine Überraschung, dann könnte es durchaus möglich sein, dass Gehörschaden entsteht. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Delfin, ein Orca ist nämlich ein Delfin, dass der Delfin morgen, also der Orca morgen, dass der möglicherweise den Gehörschaden auch in Gefangenschaft bekommen hat. Das lässt sich nicht ausschließen, denn man hat es versäumt nach seiner ich nenne es jetzt mal nach seiner Rettung, weil es so gerne dargestellt wird, oder seiner Gefangennahme, je nachdem, weil man es versäumt hat, die Untersuchung dort durchzuführen. Das hätte man sinnvollerweise natürlich machen müssen. So kann man nicht ausschließen, ob das Tier jetzt in Freiland oder in Gefangenschaft den Hörschaden bekommen hat. Auch dieses Tier hat in irgendeiner Form vermutlich mal eine Dosis bekommen, die das Gehör nachhaltig geschädigt hat. Und nachhaltige Schädigung ist entweder, wenn das Geräusch sehr, sehr laut ist oder wenn es repetitiven Charakter hat, das heißt also, wenn es mehrfach erfolgt. Das ist die eine Form, die man berücksichtigt. Die andere Form, die man berücksichtigt und die in Delfinarien weitaus wichtiger sein kann, das ist eben der permanente Schallpegel, der in Freiland zu Stress führen könnte oder zu Vermeidungsreaktionen. Denn die Tiere versuchen halt, einem Schallpegel zu entweichen. Diese Beobachtung wäre vermutlich im Delfinarium schwer, weil sie können ja nicht aus dem Becken raus. Insofern ist das schwer zu beurteilen. Der Grenzwert, diese 40 dB überhalb der Gehörschwelle, zielt allerdings darauf hin, dass man die Tiere nicht stören will. Das wären die Fragen dazu. Dann hatte ich noch die beiden Fragen von den Grünen. Da war, glaube ich, die erste Frage die Frage nach den einzelnen Funktionskreisen, die Herr Maisack ausgeführt hatte, wo es darum ging, welche Funktionskreise, Nahrungserwerb, Ruheverhalten, Körperpflege, Sozialverhalten, Mutter-Kind-Verhalten, Erkundung werden in Delfinarien realisiert. Das müsste ich dann jetzt einzeln durchdeklinieren. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber es ist natürlich, man muss da halt auch ins Detail gehen. Schauen wir uns Nahrungserwerb an, weil es hier der erste Punkt ist. Delfine essen lebenden Fisch und die essen den unter Wasser. Und Delfine bekommen toten Fisch oberhalb der Wasseroberfläche in Delfinarien. Insofern glaube ich, objektiv betrachtet kann man nicht von Nahrungserwerbverhalten sprechen. Also dieser Punkt wäre nicht gewährt oder ist nicht ermöglicht, in keinster Form, ehrlich gesagt. Ruheverhalten ist natürlich gut möglich. Das ist auch erwartungsgemäß.
Eigenkörperpflege ist bei Delfinen kommt nur begrenzt vor, denn die haben eine Haut, die sich selbst reinigt. Es gibt allerdings Beispiele dafür, dass sich die Tiere auch mal auf Sand bewegen und rollen. Das ist sicherlich mit Einschränkungen, wenn man jetzt Sandboden hätte. Sozialverhalten ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Und da möchte ich ganz klar Herrn Janik widersprechen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, Delfine, wenn man ein Sozialkonstrukt, was besteht, wenn man das nimmt und über die Zeit ausdehnt. Und das ist nämlich gerade das Charakteristische an einer Fish and Fusion Society, dass die je nach Kontext und auch Lebensphase ihre sozialen Interaktionen ändern. Und man kann sich nicht einfach, ohne das Tier dessen zu berauben, einen bestimmten Aspekt ihres Soziallebens raussuchen und den dann realisieren. Das geht nicht. Wenn es jetzt das Charakteristik oder wenn es jetzt das Soziale wäre, was man in der Regel beobachtet, dann könnte man vielleicht sagen, gut, man hat sich an dem orientiert, was am meisten ist. Aber die Delfinhaltung orientiert sich an Ausnahmesituationen. Denn ein Männchen zu einer Gruppe von Weibchen zu tun, ist etwas, was in der freien Natur nur äußerst selten ist. Und dann müsste man sich natürlich auch fragen, aus welcher Tradition, insofern aus welcher Population kommen die Tiere, welches Sozialleben zeigen sie da. Die Tiere, die wir hier in Europa halten, kommen aus kubanischen Gewässern und aus dem Golf von Mexiko. Insofern ist der Bezug auf die sehr kleine Population für Sarasota meiner Meinung nach nicht belegbar. Also ich wüsste jetzt kein Tier, was bestätigterweise aus der Population von Sarasota kommt. Und dann wäre noch das Mutter-Kind-Verhalten, was natürlich auch ein Sozialverhalten ist. Aber das Mutter-Kind-Verhalten ist aus meiner Sicht auch sehr problematisch zu realisieren, schlichtweg, weil es zu wenig Tiere in Gefangenschaft gibt. Dazu gibt es eine sehr gute Analyse, wobei da auch gefragt werden muss, ist das für jede Population und auch für die Population, aus der die Tiere entnommen worden sind, die bei uns sind, Bestand. Aber es gibt sehr interessante Analysen, die nicht überraschend wären, wenn man sie auch im Golf von Mexiko beobachten würde, wo man sich das Mutter-Kind-Verhalten angesehen hat. Und da hat man festgestellt, dass junge Delfine in einem sehr jungen Alter, schon nach wenigen Wochen bis Monaten beginnt das, ein sogenanntes Ego-Netzwerk aufbauen. Und in dieser Zeit haben sie, also auch in den Folgejahren, haben sie Kontakt zu vielen unterschiedlichen Individuen, die auch beiderlei Geschlecht sind. Und es ist also nicht so, dass ein Delfin-Kalb nur von der Mutter lernt oder von den Tanten. Das hat man früher mal geglaubt. Heute denkt man, dass das, was die Tiere für ihr Leben lernen, im Netzwerk entsteht. Und das ist praktisch ein Funktionskreis, der nicht realisierbar ist. Dazu gibt es viel zu wenig Tiere in einem Delfinarium. Und der letzte Punkt ist hier Erkundung. Das gibt mir auch nochmal die Möglichkeit, über ein Mehrbeckensystem zu reden. Also ein Mehrbeckensystem benutzt man in der Praxis, um Tiere zu separieren. Das ist auch ganz erforderlich, denn wenn es zu Spannungen kommt, dann muss man die Tiere separieren, weil sie eben kein Areal haben, in dem sie einfach ihr natürliches Verhalten zeigen können, nämlich wegschwimmen. Und dann muss man die Tiere trennen. Und was die Erkundung in einem solchen Becken angeht, da muss man sagen, dass es ein Areal ist, was Tiere im Freiland nicht aufsuchen würden. Da würden sie also nicht erkunden, denn dazu sind die Beckensysteme zu klein und auch mit oft zu kleinen Gates verbunden. Dazu muss man wissen, dass Delfine Gates meiden, denn sie würden im Freiland in Probleme geraten, denn sie sind nicht gute Rückenschwimmer, sie müssen sich also irgendwie drehen. Das heißt, es ist relativ selten, dass man Tiere in Arealen beobachtet, die mit einem Delfinarium vergleichbar wären. Ich würde sogar von einer absoluten Ausnahme reden. Also sie würden dieses Habitat nicht erkunden. Insofern ist es auch fraglich, ob in diesem Habitat überhaupt etwas Erkundenswürdiges wäre. Das wäre die Frage. Dann ist die letzte Frage von den Grünen. Darf ich da noch mal bitten, dass die wiederholt wird? Wäre das möglich? Ja. Oh.
kleine Rückkopplung, volle Aufmerksamkeit. Die Frage ging in die Richtung, Herr Dr. Brensing, bei dem Social Calming, was auch in der Stellungnahme von Herrn Pagel ja angesprochen wird. Da ging es ja nochmal um den Einsatz von Psychopharmaka. Sie haben in Nürnberg die Akteneinsicht erstritten und Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme über Aggression und ein gestörtes Sozialverhalten, die mit Psychopharmaka und Hormonen behandelt werden. Können Sie uns diesbezüglich nochmal genauere Ausführungen machen? Ja, gerne. Die Tatsache, dass wir über Psychopharmaka und den Einsatz von Hormonen zur Verhaltenskontrolle überhaupt reden, ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die WDC diese Akteneinsicht gewonnen hat und wir diese Informationen in der Öffentlichkeit diskutieren. Davor gab es diese Diskussion noch nicht. Ich mag jetzt vielleicht darauf hinweisen, dass das Delfinarium in Rimini letztes Jahr geschlossen worden ist, wegen Antibiotika bzw. auch wegen Psychopharmaka-Einsatz und Ausnutzung, also Abuse-Missbrauch. Und dass besonders Conniland wegen dem Missbrauch von Antibiotika geschlossen worden ist. Die Hinweise, die wir in Nürnberg bekommen haben, gehen tatsächlich in die Richtung, dass Tiere unter bestimmten Umstellungen, und dazu muss man sagen, dass Nürnberg mit der sozialen Gruppe in den Beobachtungsjahren extrem gespielt hat, also überraschend viel gespielt hat. Das lag auch mit daran, dass Nürnberg zu dem Zeitpunkt eigentlich aus zwei Delfinarien bestand, zwei sehr kleinen. Und diese Tiere wurden dann je nach Bedürfnis, was nicht immer nachvollziehbar war, gruppiert. Und je nach Gruppierung gab es mehr Bedarf, Antibiotika einzusetzen oder nicht. Was für mich überraschend war, war die Tatsache, dass man Gruppierungen doch aufrechterhalten hat, wenn es zum Einsatz von Psychopharmaka kam. In unseren Untersuchungen, das hatte ich vorhin schon gesagt, gab es insgesamt 3 Wochen Psychopharmaka pro Tier auf die 11 Untersuchungsjahre und 6 Wochen Antibiotika und Fungizide. Und wenn ich das interpretiere, ich bin nun kein Jurist, aber wenn ich Verhalten von Tieren kontrolliere und an die Haltungsbedingungen anpasse, dann passe ich das Verhalten von den Tieren an. Und auch die Gabe von Hormonen ist im Prinzip ein vorausgreifender Akt, dass man Männchen weibliche Hormone gibt, sorgt für ein bestimmtes Verhalten, was weniger Aggressionen erzeugt. Und wenn ich dazu genötigt bin, dies zu tun, dann passe ich die Tiere an die Haltungsbedingungen an. Und ich glaube, das ist in Deutschland ungesetzlich. Aber da könnte vielleicht dann Herr Maisack mehr dazu sagen. Danke. Dankeschön. Ich nehme jetzt mal das Recht, dass ich zunächst Frau Dr. Baumgartner vom Zoo Nürnberg oder Tiergarten Nürnberg bitte, vielleicht dazu Stellung zu nehmen und gleichzeitig auch die Fragen, die an Sie gestellt worden sind, zu beantworten. Ja, sehr gerne. Ich würde gerne beginnen mit der Fragestellung, warum brauchen wir Erkenntnisse aus den Zoos für die Wildbahn? Ganz einfach, weil wir Menschen die Wildbahn zerstören. Und es geht nicht um ein einzelnes Tier, sondern es geht um Erkenntnisse, die es uns vielleicht erlauben, einen Teil der Populationen zu retten. Ich weiß, wir reden hier über den Delfin und keiner denkt nach über Insekten, über Vögel, die jährlich verschwinden. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Nur zum einen, es gibt vielleicht, wissen es sicherlich viele von Ihnen nicht, es gibt das sogenannte Handbook of Marine Mammal Medicine. Das ist fast ausschließlich von Tierärzten geschrieben, die in Delfinarien oder Zoos gearbeitet haben. Und was mich hier ein bisschen verwundert, es wird hier so dargestellt, als würden die Tierärzte der Delfinarien gegen die Tierärzte kämpfen, die im Freiland arbeiten. Das stimmt nicht. Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit, weil wir nämlich einander brauchen. Es werden Tierärzte von Zoos zum Beispiel geholt, wenn es Ölkatastrophen gibt, haben wir Menschen ausgelöst. Warum? Es gibt natürlich Organisationen vor Ort, die sehr wohl in der Lage sind, diese Hilfsaktionen zu koordinieren. Aber es gibt praktisches Wissen, das man nur im Zoo erfahren kann. Ich selber war bei einer Ölkatastrophe in Südafrika dabei und es waren nun mal keine Leute, die in der Lage waren, bei Pinguinen Blut zu nehmen oder zu bestimmen, wo ist der toxische Wert für ein Tier. Es braucht dieses Wissen, es braucht, wir nennen das im Zoo Handling, also der Umgang mit Tieren. Die Trainer aus dem Delfinarium Duisburg fahren regelmäßig mit zu Untersuchungen im Freiland und es wird beklagt, wenn sie nicht dabei sind, weil wichtige Personen, die
mit den Tieren umgehen können und damit Schaden vermeiden an den Tieren, das auch tun. Wenn wir wissen wollen, was ein toxischer, also ein gefährlicher Wert für ein Tier ist, brauchen wir die Normalwerte. Wir haben Vitaminstudien durchgeführt. Diese Vitaminstudien wird man jetzt versuchen, im Freiland umzusetzen, um zu sehen, woran liegt es denn, dass wir zum Teil so eine hohe Sterblichkeit haben. Wir haben im Moment Episoden beim großen Tümmler mit Morbillivirus und Herpesvirus, wo bis zu 50% der Population bedroht ist. Warum finden wir das raus? Weil wir epidemiologische Studien machen. Diese epidemiologischen Studien gibt es natürlich, weil bereits vorab in den Delfinarien über diese Krankheiten überhaupt geforscht worden ist. Und es geht gar nicht um Behandlung in diesem Fall, es geht um Tests, die wir durchführen können. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit kleinen Schritten zu helfen, aber eben auch Wissen, praktisches Wissen, das die Zoos eben haben, in der Rettung der Wildtiere einzusetzen. So, und jetzt komme ich mal zu dem anderen Thema. Also zum einen möchte ich sagen, es haben bei uns sehr viele oder einige Organisationen Akteneinsicht bekommen, sind auch durchaus zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Es wurden sogar Tiere mit einbezogen, die gar nicht in unserer Institution waren und auch nicht von uns behandelt worden sind, wurde trotzdem mitgerechnet, die Medikamente, die sie bekommen haben. Und das muss ich jetzt mal sagen, ich habe mir ja vorgenommen, mich ganz ruhig zu verhalten, aber was mich absolut wurmt, keiner dieser Personen, die Zeit hatte, 22.000 von mir aus 25 Seiten zu kopieren, hat sich jemals mit mir zusammengesetzt und sich mit uns unsere Tiere angeschaut. Und ich habe es auch anwesenden Personen hier angeboten. Und dann muss ich sagen, frage ich mich, ob man tatsächlich das Krankheitsbild des Tieres sehen will oder die Medikamentengabe. Zur Medikamentengabe. Natürlich werden Medikamente eingesetzt. Und wenn wir fangen wir mal bei den Hormonen an, diese weiblichen Hormone des Megestat verwenden wir nicht mehr. Es wurde teilweise zur Appetitanregung verwendet, hat aber einen riesen Nachteil, weil man nämlich so lange ausschleichen muss. Das bedeutet, man gibt diese Dosis und braucht dann Monate, um das nicht mehr zu verwenden, und das ist nicht in Ordnung. Es werden Tieren die Pille gegeben. Also es wird zum Beispiel ein Weibchen bei uns bekommt die Pille. Die hatte missgebildete Kälber und wir sind nicht der Auffassung, dass es tierschutzgerecht ist, dass dieses Tier nochmal ein missgebildetes Kalb bekommt. Und dann helfen wir natürlich auch Tieren. Der Herr Brensing hat vorhin formuliert, wir spielen mit den Tiergruppen. Muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Wir hatten bis vor kurzem die Möglichkeit, wir hatten zwei getrennte Delfinarien und haben einer Organisation, die ihr Delfinarium geschlossen hat, ausgeholfen, weil sie ihre Tiere unterbringen musste. Das war 2005 und 2008. Es hieß als kurzfristige Unterbringung bei uns, und in der Zwischenzeit werden von anderen Organisationen Meeresbuchten vorbereitet. So, wir hatten mit diesen Tieren extreme Probleme. Es war eines dieser Tiere, die sicherlich jetzt in die Statistik eingeflossen ist. Die war schwer krank. Die haben wir 1,5 Jahre behandelt. 1,5 Jahre mit regelmäßigen Untersuchungen, mit Antibiotika und mit Pilzmitteln, weil das nämlich ihre Erkrankung war. Dieses Tier ist geheilt. Seltsamerweise erscheint dieses Tier nicht in den Akten, auch nicht diese Geschichte, auf die wir schon sehr froh sind, dass sie so ausgegangen ist. Des Weiteren hatten wir tatsächlich soziale Probleme bei uns in der Gruppe. Das waren aber die zwei Bullen, die wir übernommen haben, die sollten wir, Achtung, nochmal kurzfristig übernehmen, 2008. Wir haben die Bullen, die waren nicht im EEB, wir waren sowieso nicht in der Lage, sie zu vermitteln, weil es nicht unsere Tiere sind. Wir konnten sie auch nicht in unsere Gruppe integrieren, weil wir nicht unsere Gruppe stören wollten, die damals sehr ruhig funktioniert hat. Und haben diese Tiere unter Bedingungen, die nicht in Ordnung waren, also wirklich zwei Brüder, die auch antagonistisch miteinander sich verhalten haben, gehalten und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir diese Tiere unter diesen Bedingungen nicht halten können. Wir sind von Diazepamgaben auf ein pflanzliches Mittel umgestiegen. Wir haben alles, was in unserer Möglichkeit stand, getan. Wir haben ein Weibchen genommen, ist daneben ins Becken gesetzt, nicht mit den Bullen, was ein bisschen ihr Verhalten verbessert hat, haben sie dann später, als die Lagune gebaut war, in einen Abteil der Lagune gesetzt, was wiederum
ihr Verhalten verbessert hat. Das waren Tiere, glauben Sie mir es hier oder nicht, über die ich mich täglich Sorgen gemacht habe. Und diese Tiere sind auf unseren Druck jetzt. Einer dieser Tiere ist jetzt Zuchtbulle in einer großen Gruppe. Der andere ist bei uns in der Gruppe integriert, ebenso das Weibchen. Und ich muss schon sagen, es ist, wenn man angewiesen ist auf die Hilfe anderer und wir in dem Fall eine Hilfestellung geleistet ist, haben, ist es natürlich schon verwunderlich, wenn genau die Leute, denen es offensichtlich um die Tiere geht, sich in der Zeit aber nicht um diese Tiere gekümmert haben und auch unsere Hilferufe nicht gehört haben. Und vielleicht noch eine Sache, die muss ich unbedingt nochmal loswerden. All unsere Medikamentengaben sind natürlich von den Amtstierärzten regelmäßig, jährlich einsehbar, werden kontrolliert und beurteilt. Es werden keine Medikamente gegeben im Durchschnitt. Es werden keine Medikamente gegeben, weil jetzt wieder März ist und die 3 Monate anstehen, sondern es werden Medikamente gegeben, wenn Bedarf dazu herrscht. Dankeschön. Dankeschön, Frau Dr. Baumgartner. Jetzt kommen wir zu Professor Janning, zu den Fragen von Herrn Börner und von Herrn Hovenjürgen. Gut, dankeschön. Also da ging es vor allen Dingen jetzt nochmal um die Bedeutung von der Forschung in Zoos. Und Herr Brensing hat ja eigentlich schon ganz gut darauf hingewiesen, wie wichtig diese Forschung auch ist, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, Schwellenwerte festzulegen. Vielleicht als Anmerkung, diese Schweinswahl-Schwellenwerte, die nicht akzeptiert werden, weil vielleicht dieses Tier in einem Hafen gelebt hatte, bedeutet, dass die Schwellenwerte eigentlich noch niedriger sein sollten. Denn wenn das Tier tatsächlich hohem Lärm ausgesetzt war, dann kann es nur heißen, dass die Hörschwelle sogar noch raufgesetzt war. Das heißt, das Tier also schwerhörig ist, in anderen Worten, und daher eigentlich im Grunde der Schwellenwert vielleicht noch niedriger sein sollte. Und das ist einer der Aspekte, um die es sich da dreht bei dieser Diskussion. Was ich eigentlich dem vor allen Dingen hinzufügen möchte, ist, wir haben so ein bisschen von Forschung im Freiland und im Zoo gesprochen, als wenn es so schwarz und weiß ist, entweder oder. Und das ist nicht die Realität der Forschung. Was wirklich eigentlich passiert ist, dass diese beiden Arten der Herangehensweise Hand in Hand gehen müssen. Und ich kann Ihnen da mehrere Beispiele nennen. Der Herr Brensing hat erwähnt, einige unserer Studien, die im Freiland durchgeführt worden sind. Eine der meistzitierten Studien davon aus den späten 90er Jahren wurde im Zoo Duisburg durchgeführt und hat uns dazu gebracht, bestimmte Hypothesen weiterzuentwickeln und dann im Freiland zu testen. Und genauso passiert es, dass wir im Freiland Sachen uns angucken können, wo vor allen Dingen sogenannte Korrelationen stattfinden. Das heißt, wir sehen ein bestimmtes Verhalten in bestimmten Kontexten. Wir aber dann das natürlich nicht wirklich als Ursache sehen können. Wir müssen in irgendeiner Form den Kontext auch manipulieren können, um herauszufinden, ob das wirklich die Ursache für einen Kontext ist in einem experimentellen Ansatz. Das heißt, wir gehen dann also auch wieder zurück zu Zoos und versuchen dort herauszufinden, was der tatsächliche Mechanismus ist. Man kann jetzt sagen, solche Forschung ist ja sehr interessant, aber hilft den Tieren nichts. Ich denke, die Tatsache, dass viele dieser Ergebnisse in einem Atemzug genannt werden mit der Forderung nach Schließung von Delfinarien, zeigt, dass offensichtlich das eine Auswirkung hat. Und dieses Interesse an den Tieren natürlich auch schürt. Und das sehe ich auch ganz zu Recht so. Diese Tiere sind sehr interessant. In der Forschung generell muss man es aber stark vermeiden, eine Herangehensweise zu haben, wo man eigentlich nach kleinen Menschen in Delfinhaut sucht. Und dabei möchte ich einmal ganz klar ausdrücken, dass es sehr schwer ist, Sachen zu folgen, die zum Beispiel sagen, jeder kann sich vorstellen, wie ein Delfin sich fühlt. Dem widerspreche ich ganz entschieden. Das ist ein Tier, was in einer Umwelt lebt, die völlig anders ist als unsere, meistens in völliger Dunkelheit, ein sensorisches System hat, das wir überhaupt nicht kennen und einsetzen können, die Echoortung. Und dass wir dort hinkommen und sagen, naja, eigentlich denken die ja wahrscheinlich so wie wir, weil sie sich halt auch im Spiegel erkennen, ist wirklich ein Fehlschluss. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Gerade das macht ja die Tiere so interessant, dass sie diese Fähigkeiten haben. Aber wenn wir sagen, die sind wahrscheinlich so wie wir, dann stellen wir eigentlich unsere Forschung in eine Schiene. Und das, was vielleicht wirklich passiert, sehen wir gar nicht, weil wir halt zum Beispiel jetzt aus meinem Bereich nach Sprache suchen. Wenn ich nach Sprache suche, das ist nicht die einzige komplexe Kommunikationsform, aber wenn ich nur nach Sprache suche, dann kann ich auch eigentlich nur Sprache finden. Wenn ich aber breiter gucke, dann kann ich auch andere Sachen sehen. Und das ist eigentlich das, was so interessant ist hierbei. Also diesen direkten Schluss vom eigenen Empfinden auf das, wie ein Wildtier sich fühlt, ist wirklich kurzsichtig. Und ich würde auch sagen, dass also Dr. Marino mit Sicherheit bestätigt, dass die Feinstruktur vom Gehirn, vom Delfin und vom Menschen sehr unterschiedlich ist und das halt gerade das ein spannendes Forschungsthema macht. Das heißt also, das ist nicht so, dass da große Ähnlichkeiten in dem Sinne da sein müssen. Gut,
ganz kurz auch noch zu der Rolle von Lärmuntersuchungen für das Freiland. Wir nehmen da immer wieder Klaus Luckes Studie als Beispiel, und das ist eine sehr gute Studie und es ist sehr gut, dass die gemacht worden ist. Ich möchte aber dazu kurz anmerken, dass es da sehr viele Studien gibt, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Bereich, die an Tieren in Zoos und Wissenschaftseinrichtungen durchgeführt wurden und diese Diskussionen informieren. Und da gibt es zum Beispiel auch von Dorian Hauser eine Studie, die ganz klar an trainierten Tieren zeigt, wann die sozusagen nicht mehr bereit sind, bei so einem Lärmtest mitzumachen, was da sehr informativ ist, dahingehend, wie das Tier eigentlich solche Lärmquellen beurteilt. Ganz kurz, um auf die 40 dB einzugehen, ich weiß nicht, ob jedem das ein Begriff ist, was jetzt 40 dB über der Hörschwelle sind. Das ist leises Sprechen. Das heißt, es ist also wirklich ein sehr, sehr niedriger Wert. Auch zur Information, ein Delfin, der einen lauten Pfiff produziert, ist 100 dB über der Hörschwelle von einem anderen Delfin. Ja, dass das nur mal so ein bisschen in Relation gesetzt wird. Natürlich ist es so, dass eventuelle Hörschäden bei den Tieren vor allen Dingen damit zusammenhängen, wie lange sie solchen Pegeln ausgesetzt sind. Und dabei ist es natürlich schon so, dass in einem Hafen man durchaus annehmen kann, dass Tiere, die dort ständig den Booten ausgesetzt oder Industrielärm ausgesetzt sind, da die Hörschwelle darunter leidet. Das Interessante ist aber, dass gerade in Zoos natürlich meistens die Tiere nicht so gehalten werden und wir tatsächlich Zootiere auch sozusagen als Referenzen benutzt haben, um zu sehen, was eigentlich zum Beispiel in der Nordsee passiert, wo wir Windanlagen einrichten, wo auch unter anderem für die Ölexploration sogenannte Airguns eingesetzt werden, aber also ein sehr hoher Geräuschpegel ist. Und wo wir jetzt eine Studie haben, die wir gerade zur Veröffentlichung einreichen, wo wir zeigen, dass viele dieser Tiere, die selbst mehrere 10 Kilometer weit wegschwimmen von solchen Anlagen, temporäre Schädigungen in ihrer Hörschwelle erfahren, die dann zum Glück wieder reversibel sind, aber wenn die immer wieder auftauchen, auch zu permanenten Störungen führen können. Das heißt also, sehr wichtige Referenzstudien dort, die dort durchgeführt werden können an Tieren, die eine ganz andere Erfahrung haben von der Lärmumwelt her. Und diese Lärmumwelt her in der freien Wildbahn ist nicht die freie Wildbahn, das sind wir. Und vor allen Dingen in der Nordsee gibt es da ganz extrem starke Geräuschpegel, die dort benutzt werden. Abschließend vielleicht noch kurz zu diesen Fragen, was mich so ein bisschen überrascht ist, diese Frage, wo ziehen wir die Grenze? Denn wir haben schon eigentlich etabliert, dass wenn man ein Tier im Zoo hat, man nicht genau dieses Freiland liefert. Das heißt also, in irgendeiner Form gibt es Veränderungen für das Tier. Und die Frage ist wirklich, wo ist diese Grenze? Da wurde hier also von Grundbedürfnissen gesprochen. Da wurde gesprochen davon, ob Tiere in einem sozialen Netzwerk von Tieren, die sie manchmal treffen, etwas lernen oder nicht. Und die Frage ist, wenn ich dann den Begriff unnatürlich benutze oder sage, die Tiere brauchen diesen speziellen Input sozusagen, da müssen wir uns wirklich fragen, wo ist denn diese Grenze? Und dazu muss man sagen, dass zum Beispiel mit diesem Ego-Netzwerk, was gerade erwähnt wurde, es völlig unklar ist, was die Tiere sozial von anderen lernen. Da gibt es Vermutungen zu und wir haben jetzt gerade eine Studie angefangen, wiederum in einem Zoo, um zu sehen, was die Tiere tatsächlich sozial lernen, wenn sie dem nur so ausgesetzt sind, damit wir das quantifizieren können, was dort tatsächlich unter Umständen der Einfluss ist. Aber nichtsdestotrotz begegnet natürlich jedem Tier mehr Artgenossen, meist in freier Wildbahn, als es das im Zoo tut. Und die Frage ist wiederum die, warum sage ich, diese Nummer von Tieren, mit denen das Tier interagiert, ist unnatürlich, dieses natürlich. Was aber wichtig ist für das Tier, sind natürlich zum Beispiel die nächsten Verwandten. Und das ist das doch ganz klar im Zoo gegeben und auch wichtig für unsere Einschätzung von der Haltung in einem Zoo. Gut, und ich glaube, damit bin ich fast durch. Ach so, eine kleine Anmerkung natürlich auch da noch, ist, dass wir uns hier endlos darüber unterhalten können, was für eine Sozialstruktur es in der einen Population gibt oder in der anderen. Ich möchte nur einmal nochmal betonen, dass es da eine große Flexibilität bei diesen Tieren gibt. Und einfach nur, um auch hier noch zwei Beispiele zu geben, es gibt viele Delfine, die in Hafenbecken nach Fischen jagen, dort die Wände benutzen als Barriere, um die Fische leichter fangen zu können. Da gibt es Beispiele aus Florida, aus Texas, wo die in sehr kleinen Becken rumschwimmen. Natürlich ist das nicht das Normale, was sie machen, aber gleichzeitig sind die Tiere dort offensichtlich nicht gestresst, denn sie verbringen dort Stunden mit der Nahrungsaufnahme. Und was man auch sagen kann, ist, dass natürlich diese Ergebnisse von zum Beispiel den Ego-Netzwerken und auch diesen Allianzen höherer Ordnung, die oft angeführt werden, nur in einem Bereich gefunden wurde, wo die Leute, die dort arbeiten, selbst sagen, dass sie nicht mal sicher sind, ob das wirklich ein großer Tümmler ist. Es ist mit Sicherheit eine andere Art als die wir hier halten. Und es ist unter Umständen sogar ein Stenella, also eine andere Gattung als der große Tümmler, mit dem wir uns hier befassen. Man muss also wirklich da auch sehen, dass die verschiedenen Arten sich unterscheiden, aber selbst auch innerhalb einer Art, wie ich schon ausgeführt hatte, es große Variabilität gibt. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Professor Janik. Jetzt Herr Adler vom Zoo in Münster. Ihnen wurden von Herrn Hovenjürgen und von Herrn Höhne Fragen gestellt. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit meinem Dank für die Einladung auch noch einen prinzipiellen Satz verbinden. Ich bin froh, also ich möchte fast sagen, ich bin stolz darauf, dass wir hier in einem demokratisch gewählten Plenum sitzen, in einem demokratischen Land und über durchaus kontroverse Sachinhalte diskutieren können. Ich sage das, weil ich über 40 Jahre meines Lebens unter anderen Umständen gelebt habe und nicht diskutieren konnte. Und ich denke, diese Chance sollte man einfach nutzen. Die Frage war von Ihnen, warum wir in Münster, also ich muss dazu sagen, ich spreche jetzt nicht für den Zoo, für den ich Geschäftsführer und Direktor verantwortlich bin, sondern für eine juristisch getrennte Einrichtung im Zoo. Aber ich bin natürlich dazu autorisiert und ich sage auch dazu, dass ich nicht ganz ohne Einfluss auf die Arbeit in dem früheren Delfinarium bin. Das wäre natürlich albern. Aber wir haben also nicht das Delfinarium in Münster geschlossen, sondern das Delfinarium umgewidmet. Der Zoo in Münster ist 40 Jahre alt, das Delfinarium ist 40 Jahre alt. In den früheren Jahrzehnten hat es eine ganze Reihe von Modernisierungen gegeben, die auch einfach zum Teil gefordert waren, also getrennte Becken und mehr Licht und größere Hallen. Trotz dieser Modernisierung und trotz einer unglaublich fachlich engagierten Pflege dieser Tiere. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Es sitzen hier auch Menschen im Raum, die ihr Leben geben für die Pflege von Tieren im Zoo, auch der Delfine. Und ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, als ob das herabgewürdigt wird, weil wir eben sagen, das ist nicht akzeptabel oder so. Das sind Menschen, die das tun. Und zwar nicht nur mit Herz, sondern eben auch mit Verstand. Dennoch, obwohl diese fachlich gute Betreuung gegeben war, haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt auch diese Einrichtung entsprechend umgestalten. Nach 40 Jahren, der Zoo hat sich in den 40 Jahren seines Bestehens in den letzten 20 Jahren unglaublich gewandelt. Also es hat schon eine starke Veränderung, Modernisierung im Zoo gegeben. Dann komme ich da auch zu Ihrer Frage. Aber das hätte, ja was weiß ich, vielleicht 20 Millionen gekostet. Und da haben wir gesagt, diese 20 Millionen sind für uns in Münster nicht nachhaltig. Wir haben also eine Finanzierungspolitik der kleineren Schritte. Wir haben auch bisher nie Kredite aufgenommen, weil ich das auch nicht für ganz nachhaltig halte. Also es war die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Und wir hatten zu der Zeit vier männliche Delfine, die in Münster gehalten wurden, um später in anderen Delfinarien als Zuchttiere eingesetzt zu werden. Und die sind also dann in verschiedene andere Delfinarien abgegeben worden. Und das war für uns und natürlich auch für mich, aber insbesondere eben auch für die Delfinarium GmbH, der Moment zu sagen, wir beenden jetzt die Haltung von Delfinen. Denn ich habe auch eine ganz bestimmte Philosophie. Wir sind hier in NRW in einer relativ hohen oder überhaupt in der höchsten Zoodichte Europas. Und ich habe auch gesagt, wir müssen nicht in zwei Zoos, die 100 Kilometer gerade mal voneinander entfernt liegen, unbedingt Delfine haben. Wenn das in Duisburg der Fall ist, ist das für die Menschen, die sich dafür interessieren, heutzutage in der Mobilität überhaupt kein Problem, dahin zu fahren. Also können wir auf Delfine verzichten und dafür etwas anderes machen. Und das andere dann auch wirklich gut. Und zwar ohne nennenswerten Einsatz von finanziellen Mitteln. Also die jetzige Einrichtung nennt sich Robbenhafen. Dort werden etwa 10 Seelöwen gehalten und gepflegt und demnächst noch mit anderen Meerestieren möglicherweise vergesellschaftet. Das ist natürlich auch alles viel kostengünstiger. Ich könnte auch was zum Thema Wirtschaftlichkeit sagen und Profit, aber dazu bin ich nicht gefragt worden. Für uns war das einfach eine Entwicklungsphase dieser Zeit und dann haben wir gesagt, gut, weniger kann durchaus auch mehr sein. Aber das Umfeld ist ja bestehen geblieben. Darf ich auch gleich was zu Herrn Hoeneß
Frage sagen? Ja. Also Sie hatten gefragt zum Thema Stellenwert, Bildung und Artenschutz. Wir haben jetzt viel schon über Forschung gesprochen. Das sind natürlich zwei Punkte, die allen Zoos enorm am Herzen liegen. Also stellen Sie sich mal vor, es gäbe keine Zoos. Ich weiß nicht, die meisten hier haben Kinder und garantiert ist jedes Kind von Ihnen schon mal in einer Zooschule gewesen, nehme ich jedenfalls an. Also in Münster, und ich kann mich jetzt nicht rühmen, dass wir die beste pädagogische Zooabteilung in Deutschland hätten, da sitzt mein Kollege aus Köln, der dürfte das vielleicht eher sagen, aber wir haben trotzdem knapp 10.000 Kinder pro Jahr in unserer Zooschule. Und ich sage es nochmal, unsere Zooschule ist nur eher so von der Kapazität her Mittelmaß. Aber diese 10.000 Kinder, die erfahren Dinge, die sie in der Schule auch bei besten Lehrern nicht erfahren können. Und insofern ist das Thema Bildung in den Zoos, ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich weitgehend Konsens, einfach nicht wegzudenken. Man muss es natürlich tun, ist auch ganz klar. Thema Artenschutz, da muss ich mich jetzt gewaltig zeitlich zusammennehmen, weil das nun auch ein Thema ist, zu dem ich sehr persönlich auch eine besondere Beziehung habe. Aber Zoos sind eben nun mittlerweile, man könnte ja auch sagen, leider ist es so, zu einer der größten weltweiten Artenschutzbewegungen geworden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, oh, Vorsicht, das ist der WWF. Also die Weltzoo-Organisation hat heute Beiträge zum Artenschutz, die sich von dem des WWF nicht mehr groß unterscheiden, weil beim WWF und bei anderen großen NGOs auch so ein gewisser Paradigmenwechsel eingetreten ist. Da geht es nicht mehr um den reinen Artenschutz, sondern eben auch größere, komplexe Vorgänge. Und warum Artenschutz in Zoos? Ja, weil wir im Jahr geschätzt, und das ist vielleicht nur die Spitze des Eisberges, mindestens 10.000 Arten verlieren. Und für den Fall, dass das für Sie nicht so ein gängiges Thema ist, diese Arten sterben nicht aus. Also es wird ja auch immer gern gesagt, Mensch, lass doch die Zoos in ihren Artenschutz alles quatschen. So, lass doch die Tiere in Würde aussterben. Das ist ein unglaublich sarkastischer Satz. Lass die Tiere in Würde aussterben. Es ist nämlich auch falsch. Es ist nicht nur Sarkasmus, es ist auch falsch. Die Tiere sterben nicht aus. Im Rahmen der Evolution wird ausgestorben. Das sind vielleicht im Jahr 10 bis 100 Arten. Das, was bei uns passiert, um uns herum, das ist Ausrottung. Wir alle rotten diese Arten aus. Und ich glaube, und nicht nur, weil ich als Christ auch für Schöpfung stehe, es ist auch verdammt dann auch unsere Verantwortung, etwas zu tun, dass das nicht passiert. Und wir haben jetzt nun keine Delfine mehr, aber die Schulklassen, die in unser Delfinarium gekommen sind, denen war das relativ, muss ich jetzt auch so sagen, egal wie groß und wie hell und wie rund das Ganze ist, sondern die haben nur gelauscht, was die Pfleger, die Trainer denen erzählt haben. Ich könnte natürlich auch aktuelle Beispiele bringen. Sie alle sicher wissen auch, dass unzählige Arten, die heute noch leben, nur der Rettung durch die Zoos zu verdanken sind. Ich könnte jetzt eine ganze Liste aufzählen. Ich nenne Ihnen nur mal ein Beispiel, weil es für mich immer so sehr schön plakativ ist und weil es auch nicht in Deutschland passiert ist, damit wir also gar nicht befangen sind. Der kalifornische Kondor in den USA wäre weg. Den gäbe es nicht mehr. Wenn die USA-Zoos nicht vor einiger Zeit gesagt hätten, die letzten Kondore, die letzten, fangen wir ein. Also die sind in Gefangenschaft gegangen. Das finde ich nur einen blöden Begriff, aber ich nenne ihn jetzt mal gern. Die sind eingefangen worden und heute gibt es eine stabile Population kalifornischer Kondore in der Freiheit, wenn man sie so bezeichnen will, weil die Menschen dazugelernt haben. Ohne die Zoos gäbe es die Amphibian Ark heute nicht. Sie werden vielleicht nicht unbedingt wissen, dass das größte Artensterben, das es auf dieser Erde je gegeben hat, die Amphibien betrifft, also unter anderem die Frösche. Sagen Sie vielleicht, naja, bei meinem Nachbarn quaken jetzt gerade in dieser Zeit so viele Frösche nachts, ich finde keine Ruhe, ich hätte lieber, es gibt dort keine mehr. Kann ich erstmal für Ihren Garten nachvollziehen, aber wir in Deutschland, wir sind ja im Grunde genommen, wir sind für die Biodiversität auf dieser Erde uninteressant.
Das klingt jetzt natürlich auch etwas merkwürdig, aber die deutsche die Biodiversität in Deutschland, mindestens in der Fauna, ist global gesehen relativ unbedeutend. Das heißt nicht, dass wir nicht auch jedes Rotkehlchen hier schützen müssen. Aber das muss man auch mal verhältnismäßig sehen. Wenn also bei uns noch Frösche quaken, bedeutet das nichts, sondern das große Froschsterben auf dieser Welt hat vor ungefähr 20 Jahren eingesetzt. Ich erzähle jetzt nicht im Einzelnen warum. Und wenn die Zoos nicht wären, gäbe es die Amphibienart nicht, die jedes Jahr Millionen, Theo, korrigiere mich, aber es sind mehrere Millionen, die im Wesentlichen durch Zoos zusammengebracht werden, um die Amphibien zu schützen. Denn Sie könnten vielleicht sagen, wenn es irgendwann keine Zebras oder Nashörner auf dieser Erde mehr gäbe, das wäre jetzt nur ein Verlust, ich sage nur an Schöpfung oder Vielfalt, aber da würden die Menschen weiterleben. Ohne Amphibien, ohne Frösche, wäre das ziemlich riskant. Beispiel Münster, wenn es diesen Zoo in Münster nicht gäbe, gäbe es heute einige wenige, aber immerhin ganze Arten in Vietnam und Kambodscha, also in Indochina, nicht mehr. Dieser Zoo in Münster kümmert sich seit weit über 10 Jahren um Biodiversität in Indochina. Das ist nun zufällig zustande gekommen. Aber wir tun dort etwas, so wie viele andere, ob das jetzt Duisburg, Köln oder wer alles hier mit ist, Nürnberg natürlich mit Jakub Patscha, das ist heute, glaube ich, noch gar nicht erwähnt worden. Wir tun es, weil es unsere verdammte Pflicht ist und weil wir das als Zoos, als einen der großen Paradigmenwechsel überhaupt der letzten Jahrzehnte sehen, vielleicht ausgelöst von Chimek. Und es gäbe die Arten nicht mehr, sie wären weg. Naja, können Sie sagen, ob nun Goldkopflangur in Vietnam lebt oder nicht, ist für unsere Kinder vielleicht nicht wichtig. Doch, es ist wichtig, denn wenn wir eine Art verlieren, dann verlieren wir damit ein ganzes Stück von Vielfalt. Und als letzten Satz noch, in den letzten 4 Wochen waren 2 Schulklassen einer Grundschule aus Münster im Zoo. Also die, ich weiß nicht, welcher Jahrgang war, aber das waren sehr kleine, also erstes oder maximal 2. Schuljahr. Diese Kinder haben aufgrund der Arbeit des Zoos in wenigen Wochen in großen Aktionen jeweils über 1.000 Euro für Tigerschutz und für Pandaschutz gesammelt. Also wir haben keine Pandas in Münster, keine Sorge. Wir sind also selbst davon gar nicht betroffen. Also ich hab da im Budget nichts. Ich habe nur einen Verwaltungsaufwand damit, das Geld an den Pandaschutz nach China weiterzugeben. Das haben die Kinder gemacht, weil sie Zoo kennengelernt haben, weil sie Tiere in Gefangenschaft kennengelernt haben. Haben sie sich hingestellt, haben Wettläufe gemacht, haben ihre Eltern getriezt, haben die Großeltern gebettelt und haben für solche kleinen Kinder einen Haufen Geld zusammengesammelt und haben das mit großer Begeisterung im Zoo übergeben und sind sehr glücklich nach Hause gegangen. Danke. Dankeschön. Jetzt komme ich zu Herrn Winkler vom Zoo Duisburg. Ja, schönen Dank. Ich sollte auch noch mal ein wenig ausführen neben den Aufgaben moderner zoologischer Gärten, die der Jörg Adler gerade schon angesprochen hat, die Veränderung in der Zootierhaltung. Und da kann ich wohl mich dann auf die Delfinhaltung konzentrieren, wo es natürlich über die Jahre und Jahrzehnte erhebliche Veränderungen gegeben hat. Wie überall in der Zoowelt, mache ich vielleicht doch den Schwenk noch etwas weiter. Jeder weiß, wie Zoos früher aussahen, jeder weiß, wie Zoos heute aussehen, zumindest die Zoos regelmäßig besuchen, wissen das, dass wir weg von dem Menagerie-Stil früher Jahre sind, wo Tiere in kleinen Käfigen in großer Artenfülle gehalten wurden, heute zu modernen, naturnahen Anlagen, wo wir deutlich weniger Tiere, aber in diesen großzügigen Arealen pflegen, was Tier und Mensch, in dem Fall Besucher, gerecht wird. Und bei der Delfinhaltung ist das nicht viel anders. Da haben wir über die Jahre enorm viele Erkenntnisse dazu gewonnen, die uns letztendlich im Tagesgeschäft erheblich helfen. Angefangen im Bereich der Biologie und der Tiermedizin, das Wissen, was wir vor 30, 40 Jahren gerade über Delfine hatten, das war zum Teil minimals gewesen. Bei uns im Delfinarium hängen heute noch alte Medienberichte an den Wänden, wo steht, die ersten Fische sind eingetroffen. Mit den Fischen waren die Delfine gemeint, die bekanntermaßen Säugetiere sind. Heute wissen wir das längst, aber damals war das keineswegs so selbstverständlich.
Und wenn es auch nur das ein Beispiel der Banalität ist, geht das wesentlich tiefgreifender in den Bereich der Biologie und gerade der Tiermedizin, dass wir ein enormes Wissen entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte, was sich vielleicht nochmal als Prenos-Beispiel in der Zootierhaltung allgemein ja widerspiegelt, wo wir wegkommen konnten von den gefliesten, gekachelten Anlagen, die früher einfach üblich und nötig waren, um Tiere gesund im Zoo zu halten, die es aber heute eben nicht mehr gibt, weil wir veterinärmedizinisch so weit aufgestellt sind, dass wir unsere Tiere en gros prophylaktisch behandeln können oder versorgen können, so wie wir Menschen alle unsere Schutzimpfungen bekommen, werden auch unsere Tiere entsprechend versorgt. Wir kennen das von den Haustieren als Beispiel und im Zoo machen wir es nicht anders. Was uns, was die Haltungsmöglichkeiten anbelangt, ganz andere Gegebenheiten bietet, als das in früheren Jahren der Fall war. So wie das mit den kleinen Tiergehegen bei den übrigen Arten früher üblich war, war das im Delfinarium nicht anders. Frühere Delfinarium, wenn die heutigen Delfinarium von der Größe her schon kritisiert werden, dann war das früher natürlich noch ganz, ganz anders. Unser erstes Delfinarium in Duisburg zum Beispiel, wie anderswo auch, das war im Vergleich zu heute wirklich eine Nussschale. Damals durchaus State of the Art, heute nicht mehr. Und das war auch ein Grund, weshalb viele Delfinarien über die Jahre geschlossen wurden. So wie Münster, der Jörg Adler sagt es gerade, hätte Millionen aufbringen müssen, um ein neues, modernes Delfinarium zu bauen. An diesen Summen sind auch andere Einrichtungen gescheitert. Wenn eben schon mal die Zoos in Großbritannien angesprochen wurden, dann gibt es deshalb in Großbritannien keine Delfinarien mehr, weil sich die damaligen Betreiber keine neuen Anlagen haben leisten können. Ganz einfach. Die Anlagen damals, das waren einfach nur kleine Becken, in denen die Tiere gehalten wurden, und für neue Tiere waren diese nicht mehr geeignet. Ganz davon zu schweigen, dass damals ohnehin keine Tiere zur Verfügung standen. Das ist der Grund, weshalb es in Großbritannien keine Delfinarien mehr gibt. Und Rimini, Herr Brensing, das wissen Sie auch, ist deshalb geschlossen worden, weil Rimini ein miserabel kleines, uralt Becken hat, was auch nicht mehr zeitgemäß ist und ertüchtigt werden musste, wofür Rimini auch nicht das Geld hatte und deshalb Rimini sich von den Tieren trennen musste, losgelöst davon, dass da vermeintlich schlechte Haltungsgegebenheiten aus dem Management heraus noch gegeben sein könnten, die ich allerdings so nicht weiter kommentieren kann, da mir die Detailkenntnis dazu fehlt. Aber ausschlaggebend war die geringe Größe und Gestaltung des Beckens in Rimini, weshalb dort keine Delfine mehr gehalten werden. Das betrifft auch, wird ja immer wieder gerne aufgeführt, in Deutschland gab es früher was, 9 oder 10 Delfinarien, heute haben wir noch 2. Ja, warum gab es früher so viele? Weil früher es Usus war, in Vergnügungsparks Delfine zu halten. Weil man eben meinte, das sei das Riesengeschäft, das wird ja auch immer angeführt, der Jörg Adler hat es eben im Nebensatz gar nicht erwähnen wollen. Die Vergnügungsparks, Phantasialand, gleich hier in Köln vor der Tür gelegen, und viele andere mehr hielten früher Delfine. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Vergnügungspark, der Delfine hält, wie soll sowas gehen? Früher haben sie auch Papageien und Affen und sowas erhalten. Haben sie alle von Abstand genommen, auch gut so, natürlich auch aufgrund einer gesetzlichen Entwicklung, aber auch aufgrund der Entwicklung unseres Verständnisses, was die Tierhaltung anbelangt. Und alle Vergnügungsparks hier in Deutschland unisono haben entschieden, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, das sind eben die Vergnügungselemente, Rutschen, Achterbahn und was weiß ich was, aber eben keine Delfine mehr. Die haben alle ihre Delfine aus diesem Grunde abgegeben. Und dann bleiben eben die paar wissenschaftlich geleiteten Zoos, die wir in Deutschland haben, die Delfine hielten, die wie Münster aus wirtschaftlichen Gründen die Delfinhaltung aufgegeben haben. Die aber weiterhin einen Schwerpunkt auf die Delfinhaltung gesetzt haben, haben die Haltungsbedingungen optimiert. Und das war die Frage nach den Anpassungen. Nürnberg erst kürzlich die große Lagune errichtet nach modernsten Erkenntnissen und in Duisburg haben wir das eben in ähnlicher Form gemacht, dass unser Delfinarium über die Jahre immer erweitert wurde mit einem Beckensystem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, ein Mehrbeckensystem, was nicht, Herr Brensing, mit Türen in der Form verschlossen wird, wenn ein Delfin sich dort in ein Ausweichbecken zurückzieht, dass er dort weggesperrt wird, wie Sie das eben andeuteten. Die Tiere können natürlich frei hin und her schwimmen in diesem Becken und sich bewegen, wie sie wollen. Wenn sie sich mal zurückziehen wollen, dann schwimmen sie in das Becken rein und wenn sie wieder zur Gruppe kommen wollen, dann kommen sie aus dem Becken wieder raus. Ohne dass die irgendwie weggesperrt werden. Diese Unterstellungen bitte ich zu unterlassen. Dann machen Sie sich bei uns sachschlau, wie wir es schon angeboten haben.
Aber das ist eben eine ganz wichtige Entwicklung, die wir in der Zootierhaltung, in der Delfinhaltung durchgeführt haben, dass die Tiere eben mit der Entwicklung unseres Wissensstandes immer bessere Haltungsbedingungen geboten bekommen haben. Das bezieht sich unter anderem auch auf die Wassertechnik. Nicht, dass die frühere Haltung in einem geklorten Wasser für die Delfine unbedingt schlecht war. Wenn man weiß, in was für einer Drecksbrühe die Delfine im Freiland leben, dann können die sicherlich auch in einem sauber geklorten Wasser gut überleben. Zumal wir uns tagtäglich mit Chlor die Zähne putzen und unser Gesicht waschen. Aber wir wollten von dem Chlor als Chemikalie gleichwohl wegkommen und eine biologische Filterung erproben, was wir seinerzeit in Kooperation mit dem renommierten Forschungsinstitut in Jülich erarbeitet haben, mit einer Filtertechnik, die sich als absolut bombig erwiesen hat und die mittlerweile in vielen, vielen Einrichtungen kopiert wurde und wird. Wir haben uns ganz erheblich weiterentwickelt, was unseren Wissensstand bezüglich der Jungtieraufzucht anbelangt. Da sind wir nicht scheu zuzugestehen, dass wir in den früheren Jahren aufgrund unserer wissenschaftlichen Defizite mit der Zucht unsere Probleme hatten. Ich zitiere Herrn Brensing. Ja, wir hatten Probleme. Die haben wir zum Teil auch heute noch, aber Probleme heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Probleme muss man angehen, das haben wir getan und wir sind mehr und mehr dabei, die Probleme zu lösen, beziehungsweise haben sie schon zum Teil gelöst. Und das größte Problem, was wir hatten, eben die hohe Jungtiersterblichkeit, basiert auf einem Fakt, den wir erst mühsam in unseren Zoos erarbeiten mussten, was uns als völlig irre erschien, als wir das endlich dann mal erforscht hatten, dass eben neugeborene Delfine über kein ausgeprägtes Immunsystem verfügen, was für gewöhnlich in der Tierwelt sehr wohl gegeben ist, damit die Jungtiere nach der Geburt vor Krankheitserregern gefeit sind. Das ist bei Delfinen aber nicht der Fall. Das Ergebnis war, dass unsere ersten im Zoo geborenen Delfine alle innerhalb der ersten paar Lebenstage verendeten, weil eben aufgrund des fehlenden Immunsystems die Jungtiere sich allerlei Krankheiten eingefangen haben. Und wir diese Verluste in mehrfacher Form erdulden mussten, bis wir dann anhand der Studien der verendeten Jungtiere irgendwann mal erkennen mussten, schau mal hier, da fehlt ein Immunsystem. Bei dem Jungtier auch. Letztendlich im Freiland ähnliche Ergebnisse feststellen müssen, dass wir also heutzutage wissen, dass neugeborene Delfine über ein sehr wenig ausgeprägtes Immunsystem verfügen. Und das heißt für uns im Zoo letztendlich strikteste Quarantänemaßnahmen, um sicherzustellen, dass solche Jungtiere nicht mit Krankheitserregern in Berührung kommen. Und auch dafür ist ein Mehrbeckensystem wieder nötig, wo wir dann abseits vom Publikum, spricht wieder gegen das Riesengeschäft Delfinarium, wir Mutter und Jungtier, was in der Natur allerdings nicht unähnlich ist, separieren, bis das Jungtier das Immunsystem so weit stabilisiert hat, dass wir es zurück zur Gruppe lassen oder überhaupt zur Gruppe lassen können. Für uns eigentlich ein Riesenverlustgeschäft, denn wir wollen ja eigentlich Jungtiere zeigen. Es gibt nichts Beeindruckendes als ein Babydelfin kurz nach der Geburt. Wir zeigen die Jungtiere erst nach Monaten, wenn wir sicher sind, dass die wirklich über den Berg sind und gefahrlos allen kreuchenden Erregern ausgesetzt werden können. Also auch hier eine dramatische Entwicklung, was die Haltung der Delfine anbelangt, die im heutigen Tagesgeschäft eine Fortsetzung erfährt. Frau Baumgartner kann das bestätigen durch das tägliche medizinische Training, was wir mit den Tieren durchführen. So wie bei uns zu Hause der Dackel oder welcher Hund auch immer entsprechend gut dressiert ist, sind das unsere Delfine auch. Auf Zuruf machen die nicht nur verschiedene Kunststückchen während der Vorführung, die natürlich einen Bildungscharakter haben, sondern sie lassen sich auch von den Tierärzten entsprechend untersuchen oder im Notfall auch behandeln. Ohne jeglichen Stress, ohne jeglichen Druck, auf freiwillige Art und Weise. Und das wird tagtäglich von den Pflegern in Kooperation mit den Tierärzten kontrolliert, was bis hin dazu geht, dass wir zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen am sich entwickelnden Fötus im Mutterleib des Weibchens durchführen können. Sensationelle Entwicklungen in der Zootierhaltung, die in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich erst Fuß gefasst haben. So, das dazu zum Thema Lärm. Auch das haben wir natürlich über die Jahre entsprechend angepasst, was die Filtertechnik, die Pumpenanlagen in Delfinarm anbelangt, die natürlich, um ein sauber Halten des Beckens zu gewährleisten, muss natürlich damit viel Pumpen- und Filtereinsatz gearbeitet werden, die sehr viel Lärm erzeugen und auch Schwingungen mit sich bringen, weshalb in modernen Delfinarien diese ganze Filtertechnik ganz abseits vom Beckentrakt untergebracht ist, durch mehr Kammerwände getrennt sind vom Becken, die Filteranlagen auf Pufferfüßen aufgesetzt sind, überhaupt keine Schwingungen entstehen können und somit der gesamte Lärm und die Schwingungen der Pumpen und Filteranlagen gar nicht bis zu den Delfinen vordringen können.
Vordringen, ja, tun natürlich die Geräusche, die zum Beispiel die Besucher produzieren. Ich möchte mal sagen, so ähnlich wie in einem Fußballstadion, wenn da richtig Stimmung ist und mal wieder ein Tor gefallen ist. So ist das bei uns bei den Delfin-Vorführungen auch. Die Vorführungen sind ja ganz bewusst so gestaltet, was zumindest hier in Europa der Fall ist. In Amerika hat man vielleicht eine etwas andere Philosophie, wo das auch ein bisschen mit Musik und anderem untermalt wird. Bei uns versuchen wir, die Vorführung so didaktisch wie nur möglich aufzubauen. Wir wollen den Besuchern etwas vermitteln. Das natürlich in kindgerechter Form, denn das Gros der Besucher sind natürlich Kinder und da muss das auch ein bisschen Spaßfaktor mit sich bringen. Umso besser wird das von den Kindern letztendlich auch aufgenommen. Ja, da wird es natürlich zwischendurch schon mal laut. Das ist nicht abwegig und auch nicht zu bestreiten. Aber der entscheidende Wert ist ja, was den Lärmpegel anbelangt, dass der nicht dauerhafter Güte sein darf. Und zwischenzeitlich mal großes Klatsch, Klatsch und Hurra, Hurra, das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn solch ein Lärmpegel auf Dauer permanent gegeben ist, dann drehen wir sicher über eine ganz andere Situation. Da wird der Vincent Janik als einer, der die Akustik an speziell Cetacen, also Delfinen, intensiv erforscht, bestätigen, dass dort überhaupt keine Probleme für die Delfine gegeben sind. Schon gar, wenn man weiß, dass die Delfine eine ganz andere Hörschwelle haben als wir Menschen und unter Wasser die Delfine viele Geräusche, die wir über Wasser wahrnehmen, gar nicht erkennen und wahrnehmen können. Also auch das ist etwas weit hergeholt und ich möchte gar nicht die Vergleiche anstellen, wie es tatsächlich im Freiland aussieht. Bleiben wir nun mal in Florida, wo ich auch schon häufig genug mich aufgehalten habe, was den Delfinen dort für Lärm zugemutet wird, wenn dort die Jetskis und Motorboote und anderes durch die Buchten brettern mit einem immensen Lärm, der natürlich unter Wasser dringt, anders als das Gegröle der Besucher im Delfinarium. Das ist Lärm, der den Tieren zu schaffen macht und gleichwohl bleiben die Delfine in den Buchten und schwimmen nicht etwa raus ins offene Meer, wo sie dann vielleicht eher einem Hai begegnen, was in den Buchten dann nicht der Fall ist. Also man muss das alles mit dem entsprechenden Blickwinkel betrachten, was ich hier gerade mit kurzen Worten versucht habe darzustellen, gerade auch mit Blick auf die Entwicklung der Delfinhaltung, die in den letzten 10, 20 Jahren Quantensprünge gemacht hat. Besten Dank. Dankeschön, Herr Winkler, für die umfangreiche Beantwortung. Kommen wir jetzt zu Herrn Entrup, da ist der Letzte in dieser Runde. Bitte schön. Herzlichen Dank. Die Frage an mich richtete sich zur Situation Lebensraum in Küstengewässern. Vielleicht kurz erwähnt, dass ich in den letzten 20 Jahren mit sehr, sehr vielen Wissenschaftlern arbeiten durfte, die große Tümmler in freier Wildbahn erforschen, vor allem in europäischen Gewässern, aber auch in amerikanischen Gewässern, um deren Ergebnisse in internationale Gremien, regionale Gremien, EU-Bestimmungen einfließen zu lassen, um Schutzbestimmungen zu verbessern, beziehungsweise auch Maßnahmenpläne für Meerschutzgebiete zu forcieren. Vielleicht eingangs der Verweis auf das, was Herr Direktor Winkler gesagt hat, dass man sich ja deswegen die Tiere aus Sarasota ausgesucht hat, weil eben der Lebensraum anscheinend so monoton ist, so seicht ist und so klein ist, weil es ja nur so eine Bucht ist. Zum Ersten, die Fänge in Sarasota hat man sich ausgesucht, weil sie einfach waren für die Fänger. Denn die Fänge in Sarasota waren längst vorbei, bevor die Publikation der ganzen wissenschaftlichen Studien erfolgte, die man jetzt vorliegen hat. Punkt 1. Punkt 2, wie eingangs schon erwähnt, waren die Fänge von vielen Tieren aus dem Golf von Mexiko, die in Europa gehalten werden, beziehungsweise auch aus Kuba. Und da handelt es sich eben auch um unterschiedliche Lebensräume. Der zitierte Lebensraum in Sarasota, der auch von Dr. Janik zitiert wird, und er hat ja völlig recht, wenn er wissenschaftliche Publikationen zitiert, dass zum Beispiel es Tage gibt, wo Delfine 1 bis 2 Quadratkilometer aufsuchen. Dieser Lebensraum wird in der Enzyklopädie für Meeressäuger von anerkannten Wissenschaftlern, unter anderem Bill Perrin, Herr Würsig, T. Wiesen, Peter Teig, zitiert als einer der kleinsten Lebensräume für große Tümmler mit 125 Quadratkilometern Ausmaß. Also einer der kleinsten zitierten in der internationalen wissenschaftlichen Literatur. Also so klein ist die Bucht dann vielleicht doch nicht. Zum anderen, diese Lebensräume divergieren, und ich habe schon gesagt, dass die Tiere aus unterschiedlichen Gruppen und Räumen kommen. Da spielen Gezeiten eine Rolle, da spielen die
komplexen Sozialstrukturen eine Rolle, was wann wie aufgesucht wird. Und wir könnten uns wahrscheinlich über Quadratkilometer streiten, oder weil auch die 1 bis 2 Quadratkilometer, die als klein gelten, werden Delfinare nie erfüllen können. Aber die Wahl haben die Tiere nicht in Gefangenschaft. Und das, was wir der gegenwärtigen Situation der europäischen Einrichtungen vorwerfen, ist, dass sowohl die Argumentation über Sarasota als auch mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm im Grunde eine Reaktion auf die Kritik ihrer Haltung war. Zum Beispiel 1996 ein Auszug aus dem Erhaltungszuchtprogramm. Dort gibt es 8 Einrichtungen, die damals Mitglied waren. Eine Einrichtung, ein Tierpark in Malta, hielt 3 männliche große Tümmler aus dem Schwarzen Meer. Ich habe keine Vorstellung, was das in einem Erhaltungszuchtprogramm macht. Es war die einzige Einrichtung, die Tiere aus dem Schwarzen Meer hielt in diesem Erhaltungszuchtprogramm. Und wir wissen es nur, weil uns dieses Dokument zugespielt wurde. Und ich verweise noch einmal, warum haben wir keinen Zugang? Und mit wir meine ich nicht eine Organisation, ich meine die Öffentlichkeit. Warum hat man keinen Zugang zu diesem Erhaltungszuchtprogramm? Warum kann man sich mit diesen Daten nicht auseinandersetzen? Also wie bereits erwähnt, küstennahe Gewässer sind in ihrer Struktur, Beschaffenheit sehr unterschiedlich. Wie bereits von den beiden Wissenschaftlern, Herrn Dr. Janik als auch Dr. Brensing erwähnt, handelt es sich um sehr komplexe Sozialstrukturen, die meiner privaten Meinung nach nicht replizierbar sind in Gefangenschaft. Und daher stellt sich die Frage, ob Artikel 3 der Zoo-Richtlinie überhaupt erfüllbar ist für den großen Tümmler. Dort ist nämlich die Bedürfnisbefriedigung der natürlichen Bedürfnisse eine Voraussetzung, inklusive die Ausstattung der Gehege. In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Plädoyer für den Artenschutz und Aderhaltung, weil wir auch über küstennahe große Tümmler sprechen, da muss man sich schon an die Zielrichtung internationaler Bestimmungen halten, der ja nach Deutschland Mitglied ist, zum Beispiel der Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Artikel 9 definiert, was eine Ex-situ-Erhaltungsmaßnahme ist. Das heißt, wenn wir über eine Erhaltungsmaßnahme sprechen, dann sollten wir uns an das gegebene Recht halten. Und dieser Artikel 9 sieht vor, unter anderem die Reintegration von Tieren in die freie Wildbahn. Jetzt frage ich mich, wenn Tiergärten zu Recht Beispiele wie den Bartgeier, das Pretzwalski-Pferd, die Wildkatze im Bayerischen Wald heranziehen als Reintegrationsmaßnahmen. Wir sprechen hier über Nachzuchten von mehreren Generationen. Aber pauschal wird die Auswilderungsmöglichkeit von großen Tümmlern negiert. Und dabei auch, und das tut mir eigentlich weh, weil es gibt genügend Kritik an Auswilderungsprogrammen, die bislang stattgefunden haben. Da gibt es genügend Kritik, da gibt es ganz, ganz viele Fehler, die gemacht wurden. Aber man sollte die vorliegende Literatur zitieren, und es gibt sehr viele Beispiele, zuletzt auch vorgestellt an der European Cetacean Society Konferenz von einer aktuellen Ausbildung in Südkorea, durchgeführt von einer und begleitet von einer Universität, Publikationen werden folgen, mit einer über einjährigen Nachverfolgung der Tiere. Das kann auch funktionieren unter gewissen Umständen. Das heißt, ich denke, wir sollten hier bei den Fakten bleiben. Das heißt, allein wenn so selbst reklamieren, der Arterhaltung beim großen Tümmler beizutragen, warum nicht dann jetzt auch das Wissen anhäufen, wie man sich verhalten sollte, wenn eine Reintegration einmal notwendig wird, basierend auf internationalen Bestimmungen. Und es liegt nicht an den Zoo selbst, internationale Bestimmungen umzuschreiben. Das ist geltendes Recht. Und ich finde, Entscheidungsträger müssen sich auch an diese Parameter halten und richten. Danke. Dankeschön. Ich bin von Herrn Abel mit Recht darauf hingewiesen worden, dass ich Herrn Dr. Maisack vergessen habe bei der Frage von Herrn Abel. Bitte schön. Vielen Dank. Ich bin von Herrn Abgeordneten Abel gefragt worden, ob es rechtliche Auseinandersetzungen zum Medikamenteneinsatz gibt und wie die rechtliche Situation des Medikamenteneinsatzes zu bewerten ist. Zunächst gibt es einen allgemeinen Grundsatz, der sich unter anderem in den Empfehlungen des Europarats zur Nutztierhaltung wiederfindet, der aber über die Nutztierhaltung hinaus Bedeutung für jede Tierhaltung hat, und der lautet,
dass man nicht das Tier den Haltungsbedingungen anpassen soll, sondern die Haltungsbedingungen den Tieren anpassen soll. Das ist mittlerweile anerkannt, dass dieser Grundsatz und überhaupt diese Empfehlungen den Paragraphen 2 des Tierschutzgesetzes konkretisieren. Und deswegen ist es so, dass wenn man aus Unterlagen über Zoos, über Delfinarien, die man sich eben via Paragraph 16 Tierschutzgesetz vorlegen lassen muss, sieht, es werden Beruhigungsmittel, es werden Psychopharmaka eingesetzt, um das Sozialverhalten zu beeinflussen, weil man sonst Aggressionen befürchtet, weil man Verletzungen vorbeugen will, dann wäre das ein Beispiel für eine Anpassung des Tieres an die Haltungsbedingungen und für ein unangemessenes Zurückdrängen eines Grundbedürfnisses, eben des artgemäßen Sozialverhaltens. Also wenn Beruhigungsmittel für ein Social Calming, für eine soziale Beruhigung eingesetzt werden, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein artgerechtes Sozialverhalten unter den gegebenen Haltungsbedingungen nicht möglich ist und dass man versucht, die Tiere diesen Haltungsbedingungen anzupassen, statt umgekehrt. Aber wie gesagt, um das beurteilen zu können, braucht man zusammenhängende Unterlagen über einen längeren Zeitraum hinweg. Eine rechtliche Beurteilung zum Einsatz von Beruhigungsmitteln gibt es in der Tiertransportverordnung der Europäischen Union, also in der Verordnung Nummer 1 2005. Da heißt es in Anhang 1, Kapitel 1, Nummer 6, dass Beruhigungsmittel zu Transportzwecken eingesetzt werden dürfen, aber nur vorübergehend und nur, wenn es unbedingt erforderlich ist und natürlich nur unter tierärztlicher Kontrolle. Daraus kann man als allgemeines Prinzip ableiten, dass es außerhalb des Transports, also unter Haltungsbedingungen, jedenfalls bei einem wiederholten oder bei einem länger dauernden Einsatz von Beruhigungsmitteln, dass dies nicht der artgerechten Haltung entspricht, wie dies das Unionsrecht und natürlich auch das deutsche Tierschutzrecht vorsieht. Ja, die Frage nach gerichtlichen Beurteilungen, die ist schwierig zu beantworten, denn im Prinzip kommt so etwas nur dann vor Gericht, wenn ein Amtstierarzt einen Medikamenteneinsatz in einer Tierhaltung verbieten würde und der Tierhalter dagegen klagen würde. Ein solcher Fall ist mir im Hinblick auf die Zootierhaltung nicht bekannt. Das heißt aber, wie immer in solchen Fällen, nicht, dass es da kein Problem gäbe. Das kann auch heißen, dass die Probleme den Behörden nicht bekannt sind oder dass sie zwar bekannt sind, aber nicht zum Anlass für ein Einschreiten gesehen werden. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe immer nur den Paragraphen 2 des Tierschutzgesetzes erwähnt. Sie haben dankenswerterweise den Artikel 3 der Zoo-Richtlinie erwähnt. Wichtig ist in unserem Zusammenhang auch der Paragraph 68 des Nordrhein-Westfälischen Landschaftsgesetzes, der auch davon spricht, in Zoos muss verhaltensgerecht untergebracht werden und der in einer Extraziffer sagt, es muss hier hohen Anforderungen genügt werden. Es ist zu Recht gesagt worden, dass man in einer Zoohaltung nicht hundertprozentig die Bedingungen des Freilandes herstellen kann. Es ist auch so, dass jede Tierhaltung ein Kompromiss ist, da stimme ich zu, aber wegen dieser hohen Anforderungen muss dieser Kompromiss eben ein hohes Niveau haben. Und da ist wiederum entscheidend, und da komme ich zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, deswegen ist es so wichtig, dass man Entscheidungen über die Anforderungen aufgrund vollständiger Informationen und vollständiger Unterlagen trifft. Und deswegen ist es so gravierend, dass wir beim Säugetiergutachten, das nun eben de facto die Beurteilungsgrundlage bildet, dass da wichtige Unterlagen, dieses Zuchtbuch, es ist schon gesagt worden, und aber auch vollständige Unterlagen der beiden in Deutschland geführten Delfinarien offensichtlich gefehlt haben. Denn Tierschutzfragen sind nun einmal, ob man das will oder nicht, Abwägungsfragen. Die Abwägungsergebnisse, da gibt es auch
Gerichtsentscheidungen dazu, die dahin gehen, dass man die Abwägungsergebnisse, wenn sie von den zuständigen politischen Organen getroffen worden sind, überhaupt nur eingeschränkt überprüfen kann. Aber als Korrektiv, als Korrelat zu dieser Unsicherheit bei der Abwägung und zu dieser möglicherweise eingeschränkten gerichtlichen Prüfungskompetenz der Abwägungsergebnisse ist das Verfahren, das der Abwägung vorausgeht, umso wichtiger. Und dieses Verfahren eben ist fehlerhaft, wenn es aufgrund unvollständiger Unterlagen geschieht. Und damit schließe ich. Deswegen wäre es aus meiner Sicht eben wichtig, ein Gutachten einzuholen, das die Defizite des Säugetiergutachtens vermeidet, das eben mit diesem europäischen Zuchtbuch arbeitet, das die EASA-Guidelines heranzieht und das aufgrund vollständiger Unterlagen der beiden deutschen Delfinarien über einen längeren Zeitraum hinweg erstellt wird. Ein solches Gutachten hätte dann die, wie es in der Rechtsprechung heißt, überlegenen Erkenntnismittel im Vergleich zum Säugetiergutachten. Das heißt, das könnte sich, wenn es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, damit muss man ja immer rechnen, gegenüber dem Säugetiergutachten deswegen durchsetzen. Danke. Dankeschön. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr, jetzt sind wir 3 Stunden in der Anhörung, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt noch eine Runde machen, eine Fragerunde, und bitte dann um entsprechend auch, ich sag mal, gestraffte Antworten, damit wir heute auch noch alle nach Hause kommen. Also fange ich diesmal mit der CDU an. Herr Deppe, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, ich will die Fragen zusammenfassen. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen schneller. In einer Stellungnahme, es zieht sich aber in der Tendenz auch durch andere, ist deutlich die Rede davon, dass man Delfinhaltung deshalb auch ablehnt, weil es sich hier um eine Zurschaustellung von Tieren handelt. Das ist also mehrfach in der Stellungnahme erwähnt. Und da würde mich interessieren, ob dieser Vorwurf nicht dann für alle Tiere gilt, die im Zoo gehalten werden. Also wenn man die Delfinhaltung deshalb ablehnt, dann sehe ich erstmal noch keinen qualitativen Unterschied zu anderen Tierarten. Dann ist in einer Stellungnahme die Rede davon, es gäbe eine Zooindustrie. Der Begriff taucht sonst nicht auf, aber da wäre mir auch nochmal wichtig, wenn das vielleicht nochmal dargestellt würde, was hier unter Zooindustrie zu verstehen ist und was das ist, was dann daran als verwerflich anzusehen ist. Denn so ist es ja da genutzt worden. Und der letzte Komplex bezieht sich auf die Fragestellung, dass man in den Delfinarien keine natürlichen Sozialsysteme abbilden könne. Das ist ja eben hier auch schon mal gestreift worden. Aber da ging es mehr um das Verhalten. Jetzt geht es auch um Gruppengrößen. In einer Stellungnahme führt aus, dass man also Mindestgruppen von 40 Tieren, jetzt in dem Fall bei den Delfinen, halten müsse. Trifft das nicht auf andere Tierarten auch zu? Und welche Gruppengrößen müsste man denn zum Beispiel, vielleicht kann auch derjenige, ich glaube, der Dr. Bremsing war es, der es angeführt hat, das vielleicht auch nochmal auf andere Tierarten übertragen, dass man sagt, hier, was muss man bei Löwen, bei Tigern, bei Elefanten oder sonst welchen Tieren halten? Und ich hätte gerne auf diese Fragen Antworten, ja, von Herrn Dr. Bremsing, von Dr. Breinig, Herr Entrup und Herrn Pagel. Vielleicht kann man das dann auch gemeinsam beantworten. Dankeschön, Herr Deppe. Jetzt Herr Abel von den Grünen. Also jetzt nochmal, Entschuldigung, Herr Dr. Bremsing, Frau Dr. Breinig und Herr Entrup und Herr Pagel. So, jetzt Herr Abel, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Adler, mich interessiert tatsächlich die Wirtschaftlichkeit. Ich würde Sie gerne fragen, wie sich der Zoo Münster nach der Schließung des Delfinariums entwickelt hat. Also wie sind die Besucherzahlen? Und Sie haben das ja gerade schon ausgeführt, dass Sie das ehemalige Delfinarium umgewidmet haben. Und wir haben eben auch von Ihnen erfahren, oder es ist in anderen Stellungnahmen immer wieder angeklungen, wie wichtig die Zoos für die Naturbildung sind. Jetzt haben Sie keine Delfine mehr. Gelingt es Ihnen denn trotzdem, vielleicht Kinder dafür zu sensibilisieren, für den Lebensraum mehr?
Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Winkler vom Zoo Duisburg. Zunächst bin ich Ihnen erstmal dankbar, dass Sie auch erwähnt haben, dass durchaus Kritik an Haltungsbedingungen in der Geschichte und Entwicklung unserer Zoos dazu beigetragen hat, dass sich diese verbessern. Und es ist irgendwann ein Schlag reingekommen in diese Anhörung, wo es auf einmal über das Für und Wider von Zoos ging, eben die Verknüpfung der Frage nach Delfinen, die, wie Herr Dr. Maisack ja ausgeführt hat, damit zu tun hat, dass wir im Landschaftsgesetz ja sogar aufgefordert sind, wenn es neue wissenschaftliche Gutachten gibt, die gegen oder die zu einer Verbesserung der Haltungsbedingungen führen müssten, dass wir darüber dann auch sprechen. Insofern darf ich auch mal daran erinnern, dass wir ja hier sitzen, weil das Säugetiergutachten novelliert wurde, weil es einen Antrag im Deutschen Bundestag von SPD und CDU gab, wo die Delfine übrigens rausgegriffen wurden, wo gar nicht von anderen Tierarten die Rede ist, aus 2009. Nur mal so auch an den lieben Kollegen Hovenjürgen. Jetzt aber zur Frage eben zu der Evaluation von Mindestanforderungen. Ist es da nicht dringend erforderlich, dass allen Sachverständigen, die damit befasst sind, dann auch die gleichen Informationen vorliegen? Sprich, halten Sie es nicht für elementar, dass zum Beispiel das Zuchtbuch auch den Tierschutzsachverständigen zugänglich gemacht wird? Und warum halten Sie das zurück? Dann ist noch liegen geblieben die Frage nach dem Einsatz von Psychopharmaka. Sie haben ja jetzt in Ihrer Stellungnahme eingeräumt, dass es in den letzten 2 Jahren an 8 Tagen der Fall war. Wie sieht es mit längeren Zeiträumen aus? Dann würde ich Sie bitten, nochmal darauf einzugehen, wie viele Todesfälle Sie in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren hatten im Zoo. An Herrn Winkler, wie viele Todesfälle Sie bei Delfinen im Zoo hatten. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an Herrn Dr. Brensing und Herrn Dr. Maisack. Es ist ja so, dass in dem Säugetiergutachten, dem aktuellen, ein Grundsatz steht, dass es ein Außenbecken geben muss. Und dann findet sich da ein Nebensatz. Es reicht auch aus, wenn quasi das Fenster aufgemacht wird, beziehungsweise wenn es ein Dach gibt. Jetzt ist die Frage, ist das von den Grundgedanken des Säugetiergutachtens eigentlich der Sinn, dass ein Außenbecken gefordert wird? Weil die Delfine können ja nicht entscheiden, ich schwimme jetzt mal, Nürnberg hat ja eins ins Außenbecken, sondern sind ja darauf angewiesen, dass der Mensch das Dach öffnet. Und wie ist das zum Beispiel mit dem Kontakt zu Regen und mit der Luftqualität? Ist diese jetzige Formulierung im Säugetiergutachten überhaupt dem Sinn entsprechend, dass es eine Außenanlage geben muss? An Herrn Dr. Brensing und Herrn Dr. Mahl sagt die Frage. Vielen Dank. Dankeschön. FDP hat keine Fragen mehr. Piraten, Frau Brandt. Danke. Nee, ich hätte mich auch sonst nur noch mal kurz nach der finanziellen Entwicklung des Zoos Münster kundig. Das hat ja Herr Abel gerade jetzt gefragt. Ansonsten sind meine Fragen gestellt. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt die SPD. Vielen Dank, aber unsere Fragen sind auch beantwortet. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Dr. Brensing. Ja, schönen Dank. Also die Frage ging ja in die Richtung, wie groß muss ein soziales Netzwerk bei Delfinen sein, beziehungsweise wie groß müsse man das vielleicht auch bei anderen Tieren fordern. Also ich sehe mich eher als Delfine-Experte, deswegen kann ich das zu anderen Tieren nicht gut sagen, aber es gibt allgemeine Dinge. Das Sozialleben der Delfine gilt allgemein als komplex und das hat Gründe. Da haben wir dieses Ego-Netzwerk, da haben wir diese Allianzen dritter Ordnung und noch viele andere Aspekte. Wenn wir den Ausführungen von Herrn Maisack folgen, dann glaube ich, gibt es die Verpflichtung, dass man die wesentlichen Kreise, die wesentlichen Verhaltenskreise umsetzen muss. Dann würde man bei Delfinen zu dem Schluss kommen, dass man beispielsweise so etwas wie ein Ego-Netzwerk in irgendeiner Form realisieren müsste. Da wäre man jetzt, wenn man sich die wenigen Studien, die sich damit beschäftigt haben, ansieht, bei irgendwas mit zwischen 20 und 30, 40 Tieren vielleicht. Dann hatten Sie gesagt, dass ich in meiner eigenen, also in der einen, in meiner Stellungnahme von einer Population von 40 Tieren gesprochen habe. Das ist eine ganz große Ausnahme. Das ist die einzige Population von großen Tümmlern, die praktisch relativ allein gestellt lebt. Und das ist im Prinzip sogar die große Frage, wie sie das tut und warum das funktioniert. Und das hatte ich als Beispiel dafür genommen, dass das zumindest etwas ist, was
wo es ein Beispiel gibt, dass das funktioniert. Ich glaube, dass die Tiere, die wir hier in Europa haben, also auch in Duisburg und in Nürnberg, dass die aus Populationen kommen, die weitaus größere soziale Netzwerke haben. Also da spreche ich jetzt von durchaus mehreren hundert Tieren. Dass das natürlich unrealistisch ist, das wiederzugeben, ist natürlich klar. Wenn man das jetzt mit anderen Tieren vergleicht, dann muss man sich ansehen, bei welchen Tieren gibt es noch diese komplexen sozialen Interaktionen. Und da wird man vermutlich schnell zu einer Conclusion kommen, wo man feststellt, dass Tiere, die ein komplexes Gehirn haben, die ein komplexes soziales Leben führen und in einer Fish and Fusion Society leben, dass die vermutlich mehr Tiere brauchen, als zu ihrem normalen Familienverband hinzugehört. Und das Beispiel, was Frau Baumgartner angeführt hatte, dass beispielsweise die beiden Jungtiere aus Soltau, die nach Nürnberg gekommen sind, Probleme miteinander gehabt haben, ist auch ein klassisches Beispiel dafür, dass man eben dafür sorgen muss, dass nicht Familien zusammenbleiben, weil die sind definitiv, wollten die nicht zusammen sein, sonst hätten die nicht ständig sich aggressiv gegeneinander verhalten. Das heißt also, man muss den Tieren in dieser bestimmten Lebensphase, wo sie sich eben ihr Netzwerk aufbauen, die Möglichkeit geben, dieses Netzwerk eben auch aufzubauen. Und nur unter diesen Bedingungen können Konstellationen entstehen, die wir als natürlich bezeichnen könnten und die dann auch langfristig nachhaltig von Bestand sein können. Und da wird man im Vergleich zu anderen Tieren vermutlich bei großen Menschenaffen ähnliche Strukturen finden. Möglicherweise bei Elefanten, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, aber das sind Tiere, die eben auch mit einem komplexen Sozialleben in Fish and Fusion Societies leben und das schließt, und da muss ich Herrn Janik wirklich ganz deutlich widersprechen, das schließt ein Zurückziehen mal in einen anderen Gehegebereich wirklich aus. Also unter Fish and Fusion verstehen wir in der Verhaltensbiologie was völlig anderes. Dann zu der Frage mit den Außenbecken. Ich glaube, dass im Rahmen des Säugetiergutachtens über Außenbecken diskutiert wurde, weil es allgemein anerkannte Praxis ist, dass man Tiere, die in einem Außengehege leben können, dieses Außengehege auch ermöglichen möchte. Man tut das, weil man glaubt, dass das eine Bereicherung für die Tiere ist, denn man gibt den Tieren dadurch die Möglichkeit, an Reize ihrer Umwelt heranzukommen. Und die Tatsache, dass Duisburg eine fast Ausnahmeregelung bekommen hat, ist zumindest wissenschaftlich oder auch nur argumentativ nicht nachzuvollziehen. Denn wenn man bedenkt, was macht ein Außengehege und was macht ein offenes Dach, dann kann man sich beispielsweise vorstellen, dass ein Windzug, der vielleicht dafür verantwortlich ist, die Wassersäule zu kräuseln, oder auch ein starker Wind, der eben auch mal ein bisschen Wellen produziert, dass der den Weg über ein Dach nicht findet. Insofern, glaube ich, gibt es nicht so viele Argumente, die dafür sprechen, kein Außengehege zu haben und einfach nur ein Dach aufzumachen. Danke. Dankeschön. Herr Vorsitzender, die Frage zu der Zooindustrie, die war noch nicht beantwortet. Wer soll die beantworten? Herr Dr. Bremsing hatte die ja in seiner Stellungnahme aufgeführt. Herr Dr. Bremsing. Habe ich das wirklich? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist eigentlich nicht wirklich mein Vokabular, aber möglicherweise ist das reingerutscht. Ich will es jetzt nicht widersprechen. Also wenn man davon spricht, dass es eine Zooindustrie gibt, dann will man damit vielleicht zum Ausdruck bringen, dass es Profiteure gibt, die von bestimmten Tierhaltungen profitieren. Da muss man sich natürlich dann fragen, wie viel Profit erzeugt man mit den Tieren. Wir haben heute erfahren, dass man in Deutschland vermutlich gar nicht so viel Profit mit Delfinarien macht, sondern dass es vielleicht sogar aus finanziellen Gründen sinnvoller wäre, auf Delfinarien zu verzichten, weil die sehr teuer in dem Unterhalt und im Bau sind. Dann würde man sicherlich unter der Delfinarienindustrie eher jemanden verstehen, die, wie auch schon angekündigt oder wie auch schon diskutiert, in Art Freizeitparken, Vergnügungsparken halt drin waren. Ich persönlich glaube, dass man das EEP als Einrichtung, die sich eigentlich von reiner Profitmaximierung distanziert,
nur mit eingeschränkten, mit eingeschränkten Blickwinkel zu einer Industrie zählen kann, denn viele der Einrichtungen werden tatsächlich staatlich subventioniert. Und an der Stelle stellt sich dann auch die Frage, ist es und wäre es nicht möglich, wenn man die staatlichen Subventionierungen in den direkten Naturschutz fließen lässt und nicht Kinder dafür sammeln lässt, ein paar Euros nach China zu senden, ob man da nicht eventuell mehr erreichen kann. Aber das wäre aus meiner Sicht zu dem Thema Industrie. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es geschrieben habe, aber okay. Ja, danke schön. Frau Dr. Breining jetzt. Zu Ihrer Frage, ob die anderen Tiere auch zur Schau gestellt werden. Wie soll man das anders bezeichnen, wenn die Tiere, die im Zoo leben und in Käfige gesperrt werden, wenn an diesen Käfigen jeden Tag Tausende von Menschen vorbeilaufen, um diese Tiere anzugucken, dann muss man doch ganz objektiv sagen, die Tiere werden zur Schau gestellt. Was jetzt die Delfine von den anderen Tieren unterscheidet. Die Delfine in Duisburg müssen täglich 3 Shows machen, im Sommer sogar 5 Shows, die Zirkuscharakter haben. Also die Delfine springen in die Luft, wenn der Pfleger pfeift, um Bälle rumzutragen oder um einen Salto zu machen. Sie ziehen Kinder durch das Becken und vor kurzem wurde auch beobachtet, wie ein Delfin sehr aggressiv auf ein Kind losgegangen ist. Und 2011, glaube ich, war im Connyland zu beobachten, wie ein Kind ins Wasser gefallen ist während so einer Show. Und von daher werden die Delfine hier schon als Zirkusattraktion auch genutzt, denn sie machen ja nichts anderes, als die Menschen zu unterhalten. Daher hat es mich ein bisschen gewundert, als Sie, Herr Adler, vorhin gesagt haben, dass es unvorstellbar war, dass Delfine in Vergnügungsparks gehalten wurden, wo doch der Zoo Duisburg selber Vergnügungspark für Delfine veranstaltet. Da habe ich den Unterschied nicht ganz verstanden. Und von daher, ja, die Zurschaustellung von den Tieren trifft auf alle Tiere zu und die Delfine haben zusätzlich in Duisburg noch Zirkuscharakter. Dankeschön. Dann kommen wir zu Herrn Entrup. Okay. Ich werde zuerst auf den Begriff Zoo-Industrie eingehen und meine private Meinung hierzu kundtun und dann die Frage zur Schaustellung von anderen Arten beziehungsweise die Frage nach den natürlichen Sozialsystemen, die nicht abbildbar sind in Gefangenschaft, ob das auch für andere Tiere zutrifft, zusammenfügen, die Beantwortung. Zoo-Industrie oder Delfinarienindustrie. Ich nutze diesen Begriff aus dem Grund, weil ich finde, dass diese Einrichtungen, die Delfine zur Schau stellen, einen Riesenfehler gemacht haben. Sie haben sich dahingehend entwickelt, dass man es als eine Art persönlichen Angriff sieht und sozusagen die Selbsterhaltung und Selbstverteidigung als primäres Ziel definiert haben und nicht den Zweck und Sinn dieser ganzen Aktivität. Gestützt wird diese, würde ich sagen, mal doch sehr kritische Haltung meinerseits dahingehend, dass man ausgeschlossen wird vom Informationsprozess. Das heißt, man hat keinen Zugriff zu Daten, die eigentlich transparent verfügbar sein sollten. Und es handelt sich in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen um öffentliche Einrichtungen. Und hier habe ich eine persönliche Ansicht über die Verwendung öffentlicher Mittel. Ich glaube, die wird auch von wahrscheinlich allen hier geteilt. Aber wenn man dann solche Informationen bekommt, vertrauliche Dokumente, und ich zitiere gleich eines, dann stellt man sich natürlich die Frage, und ich zitiere jetzt den Zuchtbuchleiter, den ehemaligen Zuchtbuchleiter 1996, als er versucht hat, die Zoos aufzurütteln, nämlich endlich einmal besser zu koordinieren. Und er schreibt, und ich zitiere es auf Englisch, "Remember that those EAAM facilities facing severe activist problems today are suffering also from actions taken by other dolphinaria. Finally, the attitude within the European Union is also highly influenced by public opinion, and this may result in European Union laws banning wild capture within the near future. It is hard enough as it is
as it is to get permits to transfer captive dolphins within the European Union. So I think we better prepare ourselves. Diese Ansicht ist ein Aufruf gegen bevorstehende Schutzbestimmungen gegenüber dem Fangverbot, das schon längst in Kraft war, nur zur Information, vorzugehen und stellt die öffentliche Meinung, die man ja eigentlich als so eine Einrichtung mit berücksichtigen sollte, sozusagen als Gegner dar. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, weil eigentlich geht es ja wirklich darum, wie finde ich den Zugang, Menschen für den Schutz und die Erhaltung von wildlebenden Tieren zu begeistern. Und da bin ich bei den beiden anderen Punkten. Ich selbst glaube, dass das Wichtigste ist und das Beste für Zoos selbst wäre, eine komplett transparente, engagierte Diskussion in der Öffentlichkeit, wie wir sie ja hier auch heute führen, zuzulassen. Und ich glaube, dass der Schluss wäre, auf einige Arten, die sehr, sehr komplex und hochentwickelt sind, zu verzichten und neue Konzepte zu überlegen, um vielleicht gerade die urbane Bevölkerung zu begeistern, dahingehend im Tierschutz sich Gedanken zu machen, hat das Schnitzel ein Leben gehabt, weil, Entschuldigung, das Schnitzel ist ein Wiener Background, hat das ein Leben gehabt. Also es gibt sehr viele Herausforderungen, glaube ich, die Zoos viel, viel besser machen könnten. Aber das, wie gesagt, ist meine private Meinung und hier gehe ich vielleicht von meinem Kompetenzbereich, zu dem ich hier gerufen wurde, ein bisschen weiche ich ab. Vielleicht last but not least, ein weiterer Punkt ist, dass die Folge oder die Schlussfolgerung für Zoos sein müsste, Wildfänge grundsätzlich abzulehnen, ungeachtet der Frage, ja, der Haltung an sich. Und wenn man zu diesem Schluss kommt und den konsequent durchführt, da gibt es natürlich auch Konsequenzen. Und erlauben Sie mir abschließend den Verweis, es gibt ganz aktuell von einem hochgelobten amerikanischen Delfinarium, dem Georgia Aquarium, den Antrag, 18 wildgefangene Weißwale aus Russland zu importieren. Dieser Antrag wurde abgelehnt von der US-Regierung auf mögliche negative Konsequenzen für die Tiere in freier Wildbahn. Dieses Aquarium nutzt rechtliche Schritte gegen die US-Regierung, um die Einfuhr dieser Tiere durchzuboxen. Wo sind die Vertreter der Delfinarien in Europa, die hier sagen, nein Leute, wir wollen, dass auf Wildfänge verzichtet wird? Das ist alles halbherzig. Und deswegen spreche ich auch von einer Industrie, die Eigeninteressen vor dem Naturschutz setzt. Dankeschön. Jetzt komme ich zu Herrn Pagel vom Zoo Köln. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Zu den Fragen möchte ich wie folgt antworten. Also zum einen gilt für Zoos, dass wir uns entwickelt haben, das ist sichtbar. Kommen Sie nach Köln, unser Zoo ist der drittälteste in Deutschland, da sehen Sie noch Gebäude von 1863 und Sie sehen hochmoderne. Das heißt, wir haben uns hier weiterentwickelt, von der Menagerie zum Naturschutzzentrum, zum Kompetenzzentrum für Naturschutz. Eine Sache, die hier interessanterweise überhaupt nicht auf den Tisch kommt, sogar negativ dargestellt wird von den Gegnern der Delfinhaltung, ist, dass es hier nicht ausschließlich um die Quantität des Lebensraums geht, sondern vor allen Dingen um die Qualität des Lebensraums. Da haben zoologische Gärten extrem viel gemacht. Wir schaffen keine Natur, auch das ist ganz klar. Ich möchte nicht, dass die Duisburger Delfine regelmäßig Besuch von Haien bekommen, um mal zu wissen, was Stress im Freiland ist. Aber wir beschäftigen unsere Tiere, da wo es denn irgendwie möglich ist, auch Beutegreifer, indem wir ihnen künstliche Beute geben. Wir schaffen also künstliche Lebensräume, wir beschäftigen, wir nennen das Behavioral Enrichment, leider gibt es kein besseres deutsches Wort dafür. Das dient dem Wohlbefinden der Tiere. Ganz klar, was sie hier als Zirkus deklassieren, wobei man sich da auch sicherlich streiten kann, ist Zirkus etwas, was auf dem Niveau stattfindet oder nicht. Die Vorführungen in den zoologischen Gärten dienen der Beschäftigung der Tiere, damit sich diese körperlich betätigen auf einem in der Regel eben begrenzten Lebensraum. Wir halten unsere Tiere
soweit es geht, und auch da haben wir natürlich viel dazugelernt, als der erste Orang-Utan 1865 in den Kölner Zoo kam, wusste man nichts über Orang-Utans. Heute wissen wir das. Wir haben unsere Tiere heute dort, wo es notwendig ist, in sozialen Gruppen lebend. Wir können heute Elefanten züchten, das war früher nicht möglich, weil die Haltung von Bullen und die Zusammensetzung schwierig war. Wir haben hier deutliche Erkenntnisse erlangt, wir haben uns da weiterentwickelt. Ich möchte nur zwei Beispiele anführen, die kleiner sind als Elefanten oder Wale oder Delfine. Wir können heute Korallen vermehren, wir können heute Seewasserfische züchten. Das sind alles Dinge, die uns noch vor wenigen Jahren abgesprochen wurden. Zum Außenbecken lassen Sie mich auch eine Ausführung geben. Herr Dr. Brensing hat ja gerade sehr wohl formuliert, ich glaube, das wäre eine Bereicherung eben. Das gehört in den Bereich des Glaubens. Wenn Regen so wichtig wäre für das Wohlbefinden von Tieren oder Lebewesen, kann ich jetzt polemisch mal sagen, warum ziehen wir uns dann eigentlich Regenkleidung an als Menschen und einen Regenschirm? Also es ist wichtig, dass man diese Verhaltensweisen, diese Anreicherungen nachempfindet. Und natürlich gibt es einen Raum, wenn ich so etwas Provokatives sage. Ich sage das aber bewusst, weil wir für eine ganze Reihe von Tierarten nämlich genau das schaffen und geschafft haben. Wir haben Tropenhäuser, in denen wir 365 Tage im Jahr die Ansprüche der Tiere vom Klima, von der Luftfeuchtigkeit erfüllen. Wir haben gelernt, dass es einen bestimmten Frosch aus Tansania gibt, der braucht, damit er überhaupt zur Fortpflanzung kommt, Sprühregen, da imitieren wir Regen nach. Allein deshalb kann man diese Tiere züchten, im Übrigen nur in zwei Zoos auf der Welt. Auch das nochmal ein zurück auf die Amphibian Ark, wo zoologische Gärten sich eben auch in künstlichen Lebensräumen, die keine Freigangzumöglichkeit haben, agieren. Zur Zooindustrie. Wir als europäische zoologische Gärten, insbesondere die deutschen, in meinem Verband organisierten Zoos, distanzieren sich ganz klar von dem Begriff Industrie. Ich sage aber auch ganz klar, dass es den durchaus im englischsprachigen Raum immer wieder gibt. Wir sind überwiegend öffentlich-rechtliche Einrichtungen, in aller Regel gemeinnützig. Wir erfüllen einen öffentlichen Auftrag und insofern fühlen wir uns nicht als Industrie. Wir sind eine Fachbranche. Wir konzentrieren uns auf vier Aufgaben. Das ist neben der Erholung, die jedem offensichtlich ist, die Bildung, der Natur- und Artenschutz und die Forschung. Diese Ziele hat Professor Heine Hediger, der Erfinder der Tiergartenbiologie, bereits in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen in den Vordergrund gestellt. Wir selber haben das Anfang der 90er Jahre in der sogenannten Welt-, Zoo- und Aquarien-Naturschutzstrategie uns selber als Ziel gesetzt. Das kam nicht von außen. Wir haben gesagt, das müssen wir heute machen. Das ist mittlerweile ein Teil der EU-Zoo-Richtlinie, nach der wir ja genehmigt sein müssen. Das heißt, man hat das festgeschrieben und genau an dem halten wir auch fest. Und dann vielleicht noch mal was, um das noch mal richtig zu stellen. Die europäischen Erhaltungszuchtprogramme sind relativ jung, auch wenn es schon zu Anfang letzten Jahrhunderts im Übrigen auch von Zoos, es ist kein anderer auf die Idee gekommen, Zuchtprogramme zu gründen für Wisente und Bisons, im Übrigen auch merkwürdigerweise bei der Ausbringung des Wisens hier in Deutschland unlängst gar nicht Erwähnung gefunden hat. Also wir waren es, die das alles erfunden haben. Mitte der 80er Jahre im Übrigen im Kölner Zoo wurde der Grundstein gelegt für die sogenannten europäischen Erhaltungszuchtprogramme. Das sind gemanagte Programme innerhalb der europäischen Zoogemeinschaft. Die haben wir zunächst einmal gegründet, um die Bestände in unseren Zoos für unsere Besucher, für Sie, für die Öffentlichkeit sicherzustellen, ohne auf Wildfänge zurückzugreifen. Es dürfte aber auch allen, zumindest den Sachverständigen hier am Tisch, bekannt sein, dass natürlich auch Wildfänge nachhaltig entnommen werden können, dass es viele Tierarten gibt, für die eine Entnahme aus der Natur in keinster Weise Einfluss hat. Natürlich immer, wenn man es tierschutzgerecht macht und die möglichen Ausfälle auf ein Null zurückschraubt. Auch da gibt es im Übrigen für Kritiker Untersuchungen vom Bundesamt, die eindeutig belegen, dass es eben diese Import-Todesfälle, die so durch die Presse manchmal gehen, gar nicht gibt.
Aber zoologische Gärten importieren natürlich auch keine Massen. Wenn wir importieren, dann importieren wir in kleinen Stückzahlen und das ist eigentlich heute in den großen Säugetierarten auf Null und auch bei vielen anderen Arten gar nicht mehr vorhanden. Und dann noch eins, wir haben in Deutschland über 64 Millionen Bundesbürger, die jedes Jahr eine zoologische Einrichtung besuchen. Auch da kann ich nicht wirklich die Nicht-Akzeptanz der Tierhaltung bei uns sehen. Eine Zurschaustellung ist es sehr wohl, aber natürlich im Sinne der Umweltbildung, wenn Sie etwas machen in der Öffentlichkeit, stellen Sie es zur Schau. Es ist ein wenig Sprachgebrauch auch unserer EU-Zoo-Definition, die ich für unglücklich halte, wenn Sie an mehr als 7 Tagen im Jahr Tiere der Öffentlichkeit zugänglich machen, sind Sie ein Zoo. Das würde auch für jedes zweite China-Restaurant und Zahnarztpraxis zutreffen, wenn Sie nämlich mehr als 5 Arten in Ihrem Aquarium haben. Das heißt, wir als Zoos sind da sehr unzufrieden. Wir würden uns wünschen, es gäbe eine wesentlich bessere Definition, die auch die Ziele, die die wissenschaftlich geleiteten Zoos verfolgen. Und auch hier möchte ich nochmal ganz klar deutlich das unterstreichen, was Kollege Winkler gesagt hat. Zoo ist nicht gleich Zoo. Wir sprechen hier, ich in meinem Fall, für die Mitglieder des Verbandes der deutschen Zoodirektoren, dem ältesten Berufsverband seiner Art. Und dem gehören beide Delfinarien an, sowohl Nürnberg als auch Duisburg. Und wir können uns nur zufrieden schätzen, dass wir Leute haben, die sich so intensiv um diese Tiere kümmern. Und damit möchte ich abschließen. Dankeschön. Jetzt Herr Adler vom Zoo Münster. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielleicht ist es meinem Alter geschuldet, das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, wenn ich jetzt sage, wie wunderschön wäre es, wenn wir heute hier gar nicht diskutieren müssten, es gäbe keine Zoos und die Welt wäre in Ordnung. Ein absolut paradiesischer Zustand, von dem wir uns Jahr für Jahr weiter entfernen. Die Wirtschaftlichkeit, Sie hatten nach der Wirtschaftlichkeit des Delfinariums gefragt. Ich kann das natürlich nur bedingt beantworten, weil ich nicht als Geschäftsführer für das Delfinarium zuständig war. Aber es gab eine wirtschaftliche Verzahnung zwischen der Delfinarium GmbH und dem Allwetterzoo Münster. Insofern waren wir schon natürlich indirekt beteiligt. Delfine zu halten, das wird mir der Kollege Winkler ja nun, denke ich, auch bestätigen, ist teuer. Das kostet einen Haufen Geld. Also ich glaube, wenn jemand das jetzt so locker entscheiden könnte, ob ihm das Spaß macht oder nicht, dann würde er als Geschäftsführer vielleicht gern verzichten, weil er sagt, das ist verdammt teuer. Aber es hat eben auch seinen Hintergrund, das zu tun. Wir haben uns damals entschieden, die Delfine abzugeben. Das war natürlich auch umstritten. Das gab auch im Aufsichtsrat durchaus Diskussionen. Das gab auch in der Öffentlichkeit übrigens Diskussionen. Das habe ich mit Spannung natürlich verfolgt, dass die Öffentlichkeit das auch für mich nicht überraschend, aber für einige schon kritisiert hat, dass wir uns von den Delfinen trennen wollen. Nicht nur, es gab auch kritische Stimmen, selbstverständlich. Jetzt wäre es gefährlich zu schlussfolgern, ob die Besucherzahlen dadurch beeinflusst wurden. Also wir hatten schon bis 2012 sehr gute Besucherzahlen, die sich so in den letzten 20 Jahren peu à peu entwickelt haben und stabilisiert. 2013 gab es eine deutliche Steigerung. Aber ich glaube nicht, weil wir die Delfine abgeschafft hatten, sondern weil wir eben nun generell die Chance hatten, in den letzten Jahren als so einiges zu tun. Wir haben 2013 den Elefantenpark eröffnet und dem sei es sicher auch zum Teil geschuldet, dass die Besucherzahlen auch 2013 anstiegen. Aber ich hatte auch überlegt, was wird jetzt passieren? Es war ja auch für Münster, wenn Sie so wollen, eines der Alleinstellungsmerkmale, aber nicht das Entscheidende. Also die Besucherzahlen sind auch in 2014 bisher positiv sogar gegenüber dem sehr guten Vorjahr 2013. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass der Weggang der Delfine eine negative Auswirkung hatte. Wenn wir jetzt unseren Bildungsauftrag und die Frage zum Artenschutz im Zusammenhang mit den Delfinen bringen, dann sage ich ganz klar, kann man ja nach Duisburg fahren. Also man muss eben nicht in jedem Zoo alles sehen.
Das ist meine starke Maxime. Weniger kann und soll auch mehr sein. Finanzielle Situation der Delfinarm GmbH hat sich stabilisiert. Das war damals noch in den Jahren 2010, 11, 12 zum Teil etwas angestrengt, weil einfach jetzt es wirtschaftlich günstiger ist. Aber das ist natürlich eine ganz, das kann man auch mit Duisburg nicht vergleichen. In Duisburg ist das Delfinarm hat eine ganz andere Tradition, eine in den Zoo eingebundene Historie. Aber das wissen Sie ja auch, hatte Ihnen ja auch der Kollege Winkler erklärt. Geld, das wir, und das hat ja auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, also Profit macht natürlich niemand, oh die Kämmerer, alle unsere Kämmerer würden hier sitzen und klatschen und jubeln, wenn die hören würden, Zoos machen Profit, Zoos wären wirtschaftlich. Nee, im Gegenteil, wir machen Defizite. Und dazu stehe ich auch. Wir kriegen pro Jahr ganz unterschiedlich Zuschüsse, kommunale Zuschüsse, dafür haben wir natürlich auch eine hohe Verantwortung. Es gibt kaum einen Zoo, der ohne Zuschüsse leben kann. Nur wenige Beispiele, das sind dann auch Sonderfälle. Sondern das kostet Geld, wie Theater, wie Wissenschaft, wie alles, das kostet Geld. Und da muss man wissen, was man will. Und die Idee, das Geld, das wir über unsere Besucher, also über die Existenz der Zoos in den Artenschutz stecken können, doch lieber direkt zu verwenden, das klingt im ersten Moment ja ganz verlockend. Da nehme ich sozusagen einen Faktor raus, nämlich die Instandhaltung, den Betrieb des Zoos und nehme das Geld von den Leuten direkt und schaffe das sofort nach Sumatra, wenn es denn so wäre. Aber das funktioniert nicht, weil die Menschen einen Anreiz brauchen, etwas für den Artenschutz zu tun. Und ich weiß, das glauben Sie mir, ist tatsächlich aus wirklich sehr, sehr eigener Erfahrung. Der Zoo Münster gibt jedes Jahr sechsstellige Summen in Artenschutzprojekte. Aber die müssen erst mal reinkommen. Und ich mache jede Wette, nicht die Hälfte davon würde direkt in die Bewahrung der Biodiversität gehen, wenn es die Zoos nicht gäbe. Das Beispiel Amphibien-Ark, also Amphibienschutz, ist ja schon genannt worden. Die IUCN hat ganz, und ich meine, die IUCN, die sind nun über jeden Verdacht erhaben. Die IUCN sagt ganz klar, ohne die Zoos wäre der Amphibienschutz am Boden. Das heißt also, was da in den Zoos allein passiert. Aber eben mit unserem Geld. Und das gilt aber nun genauso für den Schutz der Gorillas in Afrika. Ohne das Geld, das quasi durch die Zoos erstmal kommt und in diese Schutzprojekte geht, gäbe es vielleicht heute die Hälfte der wenigen Gorillas, die es auf dieser Erde gibt, ohnehin nicht mehr. Und lassen Sie mich mein Statement schließen, mit einer Bemerkung auch zu NRW. Wir sitzen ja nun hier in Düsseldorf. Und ich sage eben, ein Delfinarium in Duisburg ist für mich genug. Da muss ich keins in Münster haben. Und meine Vision, und nun werde ich ja nicht mehr so ewig in der Tätigkeit sein, meine Vision ist, dass man noch stärker als bisher, das machen wir schon, aber man kann das noch forcieren, sich abstimmen kann. Also ich habe mal so vor einiger Zeit gedacht, so ein Thema, das ist natürlich eine Frage an die Politik, Masterplan NRW. Wir haben in NRW 11 oder 12 Verbandszoos. Und da denke ich, das wäre dann auch schon eine schöne Chance, mal zu sagen, wo soll es denn eigentlich hingehen in der Zukunft in NRW. Danke. Dankeschön auch für diesen Hinweis. Jetzt komme ich zu Herrn Winkler vom Zoo in Duisburg. Sorry, jetzt nochmal schönen Dank. Die erste Frage, drei wurden an mich gestellt, bezieht sich auf das Zuchtbuch. Da würde ich erst einmal vorweg sagen, dass diese hier schon mehrfach im Raum angesprochene Transparenz uns allen durchaus am Herzen liegt. Da sind wir alle einig. Würden wir alle sofort auch umgesetzt wissen wollen, wenn es denn in der gewünschten Form auch möglich wäre. Und ich kann jetzt nicht für Duisburg sprechen, ich kann auch nicht für Nürnberg sprechen, denn wir sind nicht die Zuchtbuchführer. Wir sind nur ein Teil dieses Zuchtbuches, einer von vielen Zoos, die in dem Zuchtbuch aufgeführt sind. Das Zuchtbuch wird in Frankreich geführt und die sind für die Herausgabe der Zuchtbuchdaten letztendlich verantwortlich und nicht wir. Und da kommt ein durchaus sensibles Thema rein, wo wir uns über die Jahre sicher auch ein wenig verrannt haben.
Denn wenn wir gerade hier Einigkeit haben, was das Thema Transparenz anbelangt und sachliche Diskussionen hier in gewünschter Form durchführen, dann hat das leider nicht immer stattgefunden, wie wir alle wissen. Daher sind wir weit, weit ab von der Sachlichkeit gerutscht und das hat eine extreme Sensibilität in dieses Thema hineingebracht. Der Zuchtbuchführer sagt klipp und klar, und ich kann seine Gedanken jetzt, nachdem wir uns kurz vorher mit ihm auch nochmal ausgetauscht haben, mehr oder weniger 1:1 wiedergeben. Er sagt klipp und klar, die Zuchtbuchdaten werden als gesammelte Form Jahr für Jahr kundgetan, sodass man sehr wohl die Entwicklung in der Population auch wahrnehmen kann. Aber es werden eben nicht und ganz bewusst nicht die Daten der einzelnen Zoos herausgegeben, weil diese Zoos, und ich zitiere jetzt den Wortschatz des Zuchtbuchführers, diese Zoos einer Hexenjagd von Tierrechtsorganisationen ausgesetzt waren. Und das will man eben vermeiden, dass diese völlig unsachliche Diskussion ist ja nicht, diese unsachliche Anschuldigung gegenüber diesen Delfinarien, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer wenig Erfolge mit ihren Delfinen hatten, dann so weit getragen wurden, dass diese Zoos eben in ein schlechtes Licht gerückt wurden. Ohne die Zahlen, die dort im Zuchtbuch aufgeführt sind, auch mal in der gewünschten Form zu hinterfragen. Weshalb ich sehr dankbar für Ihre Frage bin, Herr Abel, dass ich gleich mich zu den Todesfällen im Zoo Duisburg auch auslassen darf. Denn genau so kann ja keine Argumentation sein, dass einfach in den Raum reingeschmissen wird, wie bei uns in Duisburg. Ah, in Duisburg gab es so und so viele tote Delfine, das muss eine schlechte Haltung sein. Das ist doch keine Argumentation, so etwas. Dann kann ich auch sagen, hier ein lokales Krankenhaus, ein schlechtes Krankenhaus, weil da so viele tote Leute schon heraustransportiert wurden. Das ist doch keine Argumentation. Ich muss die Sachen hinterfragen. Und das wünschen wir uns, was das Zuchtbuch anbelangt, natürlich auch. Wenn wir zu einer solch sachlichen Ebene kommen können, dann spricht nichts dagegen, diese Daten auch publik zu machen. Aber wir wissen, dass es einige Leute der Delfinarien Gegenseite gibt, die sich nicht scheuen, mit diesen Zahlen dann in sehr polemischer Form aufzutreten und unsachlich und unseriös aufzutreten, zum Schaden der jeweiligen Zoos, die vielleicht mal nicht ganz so gut mit der Delfinhaltung dastehen, aus welchen Gründen auch immer. Das will man schlichtweg vermeiden. Ich dachte, das ist jetzt sinngemäß wiedergegeben, das, was der Zuchtbuchführer zu der Situation sagt. Wir können das Zuchtbuch nicht herausgeben, können es logischerweise auch nicht. Wir würden uns aber sehr wohl, damit diese Gesamtdiskussion auf sachlicher Ebene weitergeführt werden kann, wir haben nämlich nichts zu verbergen, diese Transparenz allemal wünschen. Verbergen muss. Ja, wie gesagt, wir als Einzelzoos können das nicht, weil wir nicht über das Zuchtbuch verfügen können. Wir können nicht über den Besitzer des Zuchtbuchs hinweg entscheiden und sagen, Edgy-Badge, wir geben jetzt irgendwelche Daten raus, wenn das nicht unser Eigentum ist, was diese Daten anbelangt. Der Zuchtbuchführer sagt gleichwohl, dass, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, dass jegliche Behörden, offizielle Behörden, herzlich willkommen sind, Einsicht in das Zuchtbuch zu nehmen. Aber eben nur Einsicht, damit das eben nicht dann wieder in irgendwelche unlauteren Hände gerät, die dann wieder die Daten sinnentfremdet für ihre Zwecke nutzen. Die Frage zu der Psychopharmaka vor 2008, sehen Sie es mir nach, die kann ich nur ganz allgemein beantworten. Wir haben aufgearbeitet die Daten der letzten Jahre, auch unter meiner Direktionszeit, um da einfach mal klarzustellen, entgegen dem, was auch gegenüber Nürnberg kolportiert wird, dass wir eben nicht auf Medikamentengabe angewiesen sind, um die Delfine zu halten. Und das Beispiel, was ja nun belegt ist, dass wir in Duisburg in den letzten, von 2008 bis heute, das sind gut 5-6 Jahre, zweimal Psychopharmaka verabreicht haben für, bitte? Seit 2008, dann korrigiere ich das, wenn das da falsch wiedergegeben ist, seit 2008 wurde zweimal Psychopharmaka verabreicht bei zwei Tieren für insgesamt 8 Tage. Das ist die Psychopharmaka-Gabe, die im Zoo Duisburg in den letzten Jahren unter meiner Direktionszeit stattgefunden hat. Was davor war, da wurde sicherlich auch mit Psychopharmaka gearbeitet, vielleicht viel mehr als heutzutage, kann ich hier sitzend jetzt nicht beantworten, müsste ich in die Daten schauen. Wobei das aber auch eher unerheblich ist, denn wir reden über die Ist-Zeit und nicht, was vor vielen Jahren mal gewesen ist. Und für die Ist-Zeit kann ich mich hier mit sehr, sehr breiter Brust hinstellen und sagen, dass wir auf diese Psychopharmaka-Gabe, was die grundlegende Haltung der Tiere anbelangt, eben nicht angewiesen sind. So, und zu den Todesfällen, wie gesagt, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Frage gestellt haben, denn
ja, das schmerzt uns schon, wenn da immer wieder so Aussagen kommen, Duisburg sei der größte Delfinfriedhof Europas und irgendwelche Zahlen dort aufgeführt werden, ohne dass sie in einen Kontext gesetzt werden. Das finde ich nicht richtig, so etwas. Da muss man schon die Mühe machen, den Sachverhalt im Detail aufzuschlüsseln. Wir sind ja nun, und das wollte der Kollege Arthur ja gerade auch sagen, bezüglich Duisburg, die großen Pioniere, was die Delfinhaltung in Europa anbelangt. Die Delfinhaltung hat hier in Mitteleuropa, in Duisburg, seinen Anfang genommen und entsprechend haben wir in den früheren Jahren auch richtig zugeschlagen, was die Delfinhaltung anbelangt. Angefangen mit großen Tümmlern, weiter über Weißwale, Jakobiter-Delfine, Flussdelfine, kurzzeitig Schweinswale und so Thalia. 6 verschiedene Delfinarten wurden im Zoo Duisburg gehalten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist ein absolutes Unding. 6 verschiedene Delfinarten wurden bei uns erhalten. Damals eben, zu einer anderen Zeit, als sowas tatsächlich noch völlig normal war und auch von den Besuchern als normal, sowas große Begeisterung angenommen wurde. Das aber eben damals auch aus der Unkenntnis heraus, viele der Tiere nicht lange überlebt haben, liegt eigentlich auch in der Natur der Sache. Alle damaligen Tiere waren logischerweise Wildfänge. Man musste irgendwo anfangen und viele dieser Wildfänge haben nicht lange überlebt. Das muss man ganz klar sagen. Aus heutiger Sicht kann man das kritisch bewerten, aber wir reden über die Zeit der 60er, 70er vielleicht, gar nicht mal, doch, gerade eben noch 80er Jahre. Das ist auch ewig weit her und das will ich jetzt gar nicht mehr aufgewärmt wissen. Aber daher resultieren natürlich viele der Todeszahlen, die uns heute noch vorgeworfen werden. Und das sehe ich nicht als richtig an. Wir haben jetzt nochmal aufgeführt, die Todeszahlen der letzten 20 Jahre, um da vielleicht ein etwas aktuelleres Zeitfenster zu nehmen. Und da sind die Todeszahlen, die wir darlegen, keineswegs so dramatisch und vor allen Dingen sehr gut erklärbar. Unter diesen Todeszahlen sind adulte Tiere, die, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen, Rekordalter erreicht haben. Tiere, die so alt geworden sind wie noch kein zweites Tier dieser Art, die auf dieser Welt gelebt haben. Also kann man da schon mal nicht von irgendeinem voreiligen oder haltungsbedingten Tod bei dieser Tiere sprechen, wenn die Altersrekorde erreichen. Was wir sehr wohl hatten in den letzten 20 Jahren, ja, und das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wo wir unsere Lehren draus gezogen haben, wir haben eine nicht unerhebliche Anzahl an Jungtieren verloren, an neugeborenen Tieren, die eben nicht überlebt haben, was ich auch vorhin schon mal erklärt habe, weil wir damals, das ist nicht allzu lange her, von dem Immunsystem, dem fehlenden Immunsystem nichts wussten, Fehler in der Aufzucht der Tiere gemacht haben, mit dem Ergebnis, dass die Jungtiere nicht überlebt haben, die natürlich in die Statistik einfließen und es dann heißt, auch so und so viele tote Delfine im Zoo Duisburg. Ich kann wieder auf meine Amtszeit verweisen. Seit 2007 bin ich Direktor. In dieser Zeit haben wir ein Jungdelfin verloren, was bitteschön immer mal vorkommen kann. Keiner hat eine 100%ige Aufzuchtrate vorzuweisen. Das ist noch nicht mal bei uns Menschen der Fall. Und in meiner Amtszeit ist erneut ein Steinalter Delfin im Rekordalter verstorben. Mehr in meiner Amtszeit zumindest nicht. Und ich denke, so viel Mühe muss man sich machen, solche Todeszahlen auch ein bisschen zu relativieren und zu hinterfragen und nicht einfach platt irgendwelche summierten Zahlen auf den Tisch zu werfen. So, das waren, glaube ich, die 3 Fragen. Ja, ich Dankeschön, danke für die Aufmerksamkeit. Herr Winkler, jetzt Herr Dr. Maisack. Ja, ich bin zu der Seite 182 in dem Säugetiergutachtenentwurf gefragt worden. Ich zitiere ihn kurz. Da heißt es zum Raumbedarf, es müssen Innen- und Außengehege vorhanden sein. Für das Wohlbefinden der Tiere ist es wichtig, dass sie regelmäßig dem Sonnenlicht bzw. dem freien Himmel einschließlich Regen ausgesetzt sind. Daher ist ihnen täglich so lange wie möglich Zugang zu einem Außengehege zu gewähren. Bei bestehenden Anlagen ohne Außengehege soll das Innengehege so gestaltet werden, dass es wichtige Umweltreize zulässt, zum Beispiel indem das Dach geöffnet werden kann. Das ist die Passage, die macht einen gewissen inneren Widerspruch offenbar, weil es ist zumindest zweifelhaft, ob bei geöffnetem Dach Himmel, Regen, Sonnenlicht, vielleicht auch Wind gewährt werden können. Man sieht eben, das ist der Versuch eines Kompromisses. Aber auch aus diesem Grund gibt es ja das Differenzprotokoll der Tierschutzsachverständigen, die sagen, nicht nur, dass sie damit nicht einverstanden sind, sondern dass sie insgesamt die Delfinhaltung für artgerecht nicht möglich halten. Es fragt sich, welche Bedeutung hat das Differenzprotokoll? Und da muss man eben auf das Grundprinzip dieser standardisierten Gutachten zurückgehen.
Da werden ja Gutachtergremien ausgewählt, und zwar deswegen, weil man sagt, man kann bei einem einzelnen Gutachter vielleicht nicht ausschließen, dass die Distanz zu den beteiligten Interessen nicht groß genug ist. Also wählt man eine ganze Gruppe aus, setzt diese Gruppe pluralistisch zusammen, so dass alle gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten sind, und die müssen zu einem einstimmigen Ergebnis kommen. Dann hat das eine Beweiskraft, und das führt dann dazu, dass in den Bereichen, wo es eben fundierte Differenzprotokolle gibt, die Beweiskraft fehlt oder gemindert ist. Und das ist eben in diesem Bereich der Fall. Es gibt ein historisches Beispiel dafür, das ist das Papageiengutachten aus dem Jahr 1995. Da wurde auch gestritten über die Flächen- und Höhenmaße der Vögel. Es gab ein Differenzprotokoll des Deutschen Naturschutzrings und des Deutschen Tierschutzbundes. Und daraufhin hat der niedersächsische Umweltminister 1995 gesagt, dann hat dieses Gutachten für uns keine Beweiskraft mehr. Und seither wendet Niedersachsen und, glaube ich, auch einige andere Bundesländer eigene Gutachten zur Papageienhaltung mit deutlich größeren Flächen- und Höhenmaßen an. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Maisack. Wir sind am Ende unserer heutigen Anhörung. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die hochinteressante Anhörung bedanken, auch bei den Zuhörern, dass sie so lange ausgehalten haben. Ich bedanke mich auch bei unserem Protokollführer, und alle Äußerungen werden protokolliert und gehen dann in die weiteren Beratungen ein und in die weitere Beschlussfassung hier in unserem Parlament. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.